Ist bei uns auch so schlimm mit Giardien? Ja, das ist seit einer längeren Zeit ein größeres Thema, Giardien gerade. Also einfach, weil es einfach unfassbar viele Hunde sind, die jetzt neu kommen, ne, aus dem Ausland. Durch Corona werden viele Hunde angeschafft. Aber also erfahrungsgemäß ist bei uns tatsächlich, ja, das ist immer so ein Kreislauf. Es kommt eigentlich jedes Jahr im Frühjahr kommen Giardien häufiger vor. Also finde ich gar nicht so extrem auffällig. Also es ist mal wieder eine Giardienwelle, es hat mal wieder viele Welpen und Junghunde bei uns erwischt, aber es ist jetzt nicht mehr als in den letzten Jahren gefühlt. Also, aber kann mich auch irren. So, ich habe, also du siehst die Fragen, die du vorbereitet hast, Marie. Das klappt alles, ja? Ja. Gott. Aber ich habe vorher eine Frage, die ich ganz kurz beantworten will. Und da will ich noch zwei Sachen sagen und dann fangen wir mit dem Stream an. Was ist denn überhaupt im Discord los? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Da sind auch ein paar Leute. Da kann ja der eine oder andere will vielleicht auch irgendwas fragen. Das weiß ich natürlich nicht. Das kommen wir nachher noch dazu. Ich mache mal ganz kurz eine Hundefrage, weil die eben reingekommen ist. Und zwar von der Jasmin. Sie möchten sich gerne einen Hund aus dem Tierheim holen. Und das ist eine kroatische Bracke. Ich habe dazu leider noch keinen Rassecheck gemacht, was meine Meinung ist. Also zur kroatischen Bracke wird auch kein Rassecheck kommen, weil ich nicht einen kenne oder nicht einen Hund kenne, bei dem ich hundertprozentig sagen könnte, das ist eine kroatische Bracke. Aber das sind sehr passionierte, soweit ich das beurteilen kann, auf Entfernung und von Informationen, die ich von Kollegen gehört habe. Es sind wohl sehr passionierte Jäger und die sind unfassbar laut. Also, die bellen sau viel. Wer einen Beagle schon störend findet, weil ein Beagle immer bellt und jagt, der hat mit der Bracke das Ganze in intensiver. Also mit der kroatischen Bracke. Da gibt es ja große Unterschiede. Es gibt die Sava-Bracke, dann die intrinsische, wie heißt die, itrinsische Bracke. Also gibt es ja mehrere Brackenvarianten, aber generell vereint die eins, die sind jagdlich recht ambitioniert und die sind sehr laut, die bellen extrem viel. Also da muss man schon wissen, was man macht. Ne? Ich meine, das kann ein total toller Hund sein, aber wenn es halt blöd läuft, dann hast du im Zweifel echt einen sehr jagenden Hund, der viel bellt. Ja. So. Gut. Wir bekommen die Giardien seit 3 Monaten nicht weg. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Also es gibt tatsächlich immer wieder Fälle auch bei uns, wo das ein halbes Jahr hält oder länger. Ganz wichtig ist, sich aber nicht von vermeintlich positiven Giardientests immer leiten zu lassen. Weil es gibt ganz, ganz viele falsch positiv getestete Giardienbefunde. Wenn der Hund keine Auffälligkeiten und keine Symptome zeigt und das über einen längeren Zeitraum und der Test trotzdem immer positiv ausfällt, dann kann man tatsächlich vielleicht mal darüber nachdenken, einen Test bei einem anderen Labor oder einem anderen Arzt zu machen, um einfach gegenzuchecken. Ja. Es kann aber auch einfach sein, dass der Hund keine Symptome hat und einfach trotzdem Giardien wie verrückt. So, ich will zwei Sachen sagen, bevor wir mit dem Stream anfangen und Marie mich mit irgendwelchen Fragen quält. Zwei Sachen. Was wollte ich denn? Achso, das eine ist, ich habe ja die Tage, wann waren das? Vor 3 Tagen, glaube ich, bei YouTube und auf Insta die Spendensammlung für Toms Spendengeschichte da geteilt, für dieses Tierheim in der Nähe der ukrainischen Grenze in Rumänien. Und nicht nur von mir, sondern auch von Tom. Der hat mir noch mal zwei, drei Sprachnachrichten geschickt. Der hat damit überhaupt nicht gerechnet. Da ist richtig, richtig, richtig viel zusammengekommen. Das finde ich total cool. Mich da richtig drüber gefreut. Ich glaube, wir haben das Ganze, was Tom als Spendenziel hatte, die 5.000 Euro, nee, die 1.000 Euro haben wir verfünffacht. Da sind über 5.000 Euro zusammengekommen. Das ist schon coole Sache. Also 5.000 Euro in Rumänien ist richtig, richtig, richtig viel Geld. Und ne, der Durchschnittslohn in Rumänien ist so bei 650 Euro. Das heißt, da kann richtig viel mitgemacht werden vor Ort. Das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich schön, dass wir da völlig zwangfrei Leuten helfen konnten, die jetzt von dem Krieg und ja, der Situation da vor Ort betroffen sind. Also dafür erstmal vielen, vielen Dank für jeden, der da mitgemacht hat und auch nur 1 Euro oder 2, das ist ja völlig egal. Da drüben können es gerade ganz viele Leute gebrauchen. Vielen Dank. Das Zweite ist,
Das ist jetzt nicht ganz so wichtig für einen Teil von euch, weil viele ja hier auch Kunden sind, aber wir arbeiten im Moment an unserem nächsten Online-Kurs und diesmal wird das Thema Rückruf sein. Also das will ich nur so ein bisschen vorweg teasern. Und wir können es noch nicht hundertprozentig sagen, aber ich versuche den Kurs im nächsten Monat rauszubringen. Das kommt natürlich jetzt auch so ein paar Sachen an, aber ja. Nur so vorweg geteasert, der nächste Online-Kurs wird der Rückrufkurs sein. Und auch diejenigen, die super viele Videos von uns schon geguckt haben und schon lange dabei sind, selbst wenn ihr die Rückrufvideos kennt, die wir gemacht haben, das ist noch lange nicht alles. Da kommen wirklich noch ganz viele Sachen dazu, die ich damals absichtlich nicht in dem Video gezeigt habe, weil so ein bisschen will man seine geheimen Rezepte ja auch nicht gleich preisgeben. Dürft gespannt sein. Okay, eine Frage habe ich noch von der Hunderasse und dann kann die Marie anfangen. Und zwar hat Vitali gerade gefragt, was hältst du von Wasserhunden? Kannst du dir empfehlen? Wir haben uns in ein Lagotto geguckt, verguckt. Vitali, Wasserhunde, richtig geile Hunde. Also ich kenne sehr, sehr viele verschiedene portugiesische Wasserhunde. Lagottos hatte ich drei oder vier. Dann hatte ich letztens noch einen anderen portugiesischen Hund. Ich weiß gar nicht, wie der von der Rasse, komme ich nicht mehr drauf. Aber die finde ich wirklich cool. Die sind manchmal ein bisschen sehr sensibel und ein bisschen sehr vorsichtig, aber nette Hunde, man kann gut mit denen arbeiten, die sind nicht drüber und sehr, sehr harmoniebedürftig insgesamt, ne? Also es ist nichts für einen super unruhigen Haushalt. Ich kann die Wasserhunde gut vergleichen mit Pudeln. Ja, mit so einem Mittelpudel oder Großpudel kann man die gut vergleichen vom Charakter her. Wenn du einen super ruhigen, einen super unruhigen und wilden Haushalt hast, ist das vielleicht für den Lagotto zum Beispiel nichts, aber coole Hunderasse. Wasserhunde finde ich wirklich gut. Gibt es natürlich viele große Unterschiede, ne? Aber die ich kannte, waren alle positiv. Da ist mir keiner negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Gut. So, dann. Jo, theoretisch kann man anfangen, ne? Oder wir machen das mal anders. Ganz kurz für die Leute im Discord. Möchte denn im Discord gleich irgendeiner etwas live fragen? Also per Stimme fragen. Also falls im Discord einer eine Frage hat, einfach Hand heben, würde ich sagen. Dann ziehen wir euch gleich mit hoch, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ansonsten stellt die Marie jetzt einfach mal die Fragen, die sie gesammelt hat. Und wir gucken, wo die Reise hingeht. Alle anderen Fragen, ne, so zum Beispiel jetzt Rassen und so, Dachtolling Retriever und sowas, speichern wir einfach und wir werden sicherlich am Ende einiges an Hundefragen beantworten. Aber jetzt erstmal das Hauptthema, Privates. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Fragen, muss ich gestehen. Mal gucken. Ich hoffe, die sind nicht ganz so schlimm. Wir fangen leicht an. Wir fangen leicht an, aber es kommt schlimmer, oder was? Nein, nicht schlimm, aber schon privat halt. Okay. Okay, also, erste Frage. Welche Tiere sind in eurem Terrarium? Noch sind es Kornnattern. Das werden auch Kornnattern bleiben. Aber ich hatte gerade noch mit der Christine so eine kleine Diskussion, ob da noch irgendwie so anderes Gezeugs rein muss. Aber nein, das sind Kornnattern. Drei Stück. Chantal, Nathalie und Thorsten Schlängel. Okay, dann direkt passend dazu. Was hältst du von Schlangen als Haustiere? Oh. Meine Frau ist ja auch mit dabei, ne? Ich muss das jetzt politisch korrekt ausdrücken. Also ich habe jetzt erstmal nichts gegen Schlangen. Aber ich finde es jetzt auch keine spannenden Haustiere. Man kann halt mit denen nichts machen. Ne? Kannst mit denen nicht interagieren, nichts. Eigentlich ist das ein riesengroßes Pflanzenterrarium und ab und zu kreucht da mal eine Schlange durch. Also viel mehr ist das gar nicht. Also bisher. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal anders wird, aber die fassen sich ganz interessant an und so, aber das ist auch alles. Also ich hätte sie jetzt nicht gebraucht. Sagen wir es mal so. Ich kenne mich mit Schlangen jetzt nicht so aus, aber die ihr habt, die sind nicht gefährlich. Ich hoffe nicht. Okay. So, Also, dann. das sind Kornnattern, sind ungefährliche Schlangen und die sind jetzt so, was würde ich schätzen? 30, 40, 50 Zentimeter lang vielleicht?
Die sind relativ klein. Also so hier, wie so ein kleines Kabel, ne? Also so, und dann halt so fingerdick. Das ist jetzt erstmal nichts Großes und Wildes. Ab und zu klettern die da rum und ab und zu füttert Christine die und dann rennt die damit auch mal durch die Gegend und hat die auf der Hand oder so. Aber ich finde die jetzt nicht mega spannend. Trotzdem habe ich von Anfang an gesagt, ich will denen ein vernünftiges Terrarium dann bauen. Also wenn das der Fall ist, dann will ich nicht, dass die in diesem kleinen Terrarium hausen. Ja. Okay, so, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, dass es auch ein paar Fragen gibt, so Entweder-Oder-Fragen, wo du dich relativ schnell entscheiden solltest. Okay. Ja. Das heißt, jetzt kommt so eine Schnellfragerunde. Pepsi oder Cola? Ja. Cola. Ich finde, Pepsi schmeckt nicht. Wobei ich auch normale Cola nicht trinken kann. Ich trinke nur Cola Zero. Der Rest ist mir zu süß. Also hier. Schleichwerbung. Aber ich stehe Nächste. da. Von Burger zu Burger King. Für alles andere zu McDonald's. Kaffee zum Beispiel. Ja. Es gibt halt einfach viel mehr McDonald's als Burger King und der Kaffee beim McCafé ist tatsächlich, also ich finde ihn ganz lecker, weil er halt nicht so stark ist und so. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Whopper und einem Big Mac oder so, dann würde ich immer einen Whopper nehmen, weil ich finde, das Gegrillte schmeckt einfach besser. Aber Geschmackssache wahrscheinlich. Okay. Ich habe das jetzt übrigens nicht so sortiert, dass jetzt alle, die so sind, hintereinander kommen. Ja, Deswegen wie auch kommt immer. jetzt nochmal eine normale Frage. Wie stehst du zu Katzen? Also ich hatte auch Katzen als Kind. Wie viele hatten wir eigentlich? Zwei. Wir hatten erst eine, als da war ich noch, da haben wir noch im Hochhaus gewohnt. Da war ich in der vierten Klasse. Die hat eigentlich alles zu Hause kaputt gemacht, ey. Ja, immer die Milchpackung aufgekratzt, die in den Lagerschränken standen und so, da war die ganze Küche voller Milch. Danach, als wir dann in ein Haus irgendwann gezogen sind und unseren Hund hatten, hatten wir auch eine Katze. Ich habe kein Problem mit Katzen. Ich mag Katzen sehr gerne. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich einen Hund bevorzugen. Weil du mit dem Hund einfach mehr machen kannst. Der hat auch halt Lust auf dich, ne? Du kommst auf die Katze zu und du siehst schon, wie die Katze dich anguckt und sagt: Boah, Alter, verpiss dich. Ich habe gerade gar keinen Bock. Ich finde Katzen einfach, sind so einzelgängerisch. Ich finde Hunde viel, viel angenehmer. Wobei halt auch viel mehr Verantwortung und so. Nee. Katzen sind okay. Okay, dann, was ist dein Traumauto? Boah, ich habe, glaube ich, gar kein Traumauto oder sowas. Boah, das ist echt schwer. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, ob ich so ein Spaßauto haben wollen würde oder tatsächlich ein nützliches, ein sinnvolles Auto. Was ich ja voll geil fände, wäre so ein großes. Weiß ich nicht, wie nennt man die Klasse? Also größer als der Caddy, so ein Kastenwagen, Family-Variante zum Camper umgebaut in voll cool. Also, wo du dann so drauf drückst, weißt du, auf den Knopf vorne, auf Armatur drückst du drauf und dann fährt das Teil in alle Richtungen nochmal so 6 Meter aus und dann klappt das hier und da ein Zelt und so. Das fände ich schon geil, ey. Und dann halt zwei Hunde, eine hübsche Frau und drei Töchter, die dann da aussteigen, weißt du, dann kannst du so als 55-jähriger Papa, so. Das wäre schon cool. Ja, aber die Dinger kosten ein paar hunderttausend Euro und passen hier nicht in die Einfahrt. Nee, kein Wohnmobil. Nee, warte. Das ist kein Wohnmobil. Warte, ich muss das mal googeln. Es gibt so, das ist nicht ein Wohnmobil, sondern das ist so à la VW T6 Caravan oder so heißen die. Und die gibt es in Also das ist eine Nummer kleiner als ein Wohnmobil, aber die vergrößern sich automatisch. Also die gibt es halt auch so mit Auszieh und tralala, dann werden die in alle Richtungen länger und breiter. Und dann hast du tatsächlich so eine Art, ja, Van. Bist du sicher, dass das gibt und das kein Film war? Nein, das gibt es definitiv. Das gibt es definitiv. Warte, ich gucke gerade, ob das das Richtige ist. Das ist jetzt ein nicht elektrisches, aber das kann sich auch ausklappen.
Nee, shit, das ist. Also gibt es hundertprozentig. Ich müsste jetzt suchen. Weil ich weiß, dass es das, ich weiß hundertprozentig, dass es das gibt. Gibt es auch bei uns in Deutschland auch schon Serienmodelle, die gefertigt werden, also in einer kleinen Stückzahl, weil ein relativ bekannter Hundetrainer, der halt sein ganzes Leben quasi auf der Autobahn verbringt, so ein Ding haben wollte und darüber ganz lange in der Hundetrainergruppe geschrieben hat, wie er seine Frau davon überzeugen kann. Ohne zu wissen, dass seine Frau in der Gruppe mitgelesen hat die ganze Zeit. Das war sehr witzig. Das gibt's definitiv. Suche ich raus. Kannst ja die nächste Frage in der Zeit machen. Ja, ist eine relativ kreative Frage von dich. Mhm. Wenn du in einem Zoo arbeiten würdest, der keine Wölfe hat, bei welchen Tieren würde man dich finden? Boah. Das ist schwer. Weil es gibt viele Tiere, die interessant sind. Also ich fände alles, was so Primaten angeht, voll, voll interessant. Ne? Also so, keine Ahnung, Affen, Orang-Utans oder so. Mega. Wobei die mir richtig leid tun im Zoo. Ich finde aber auch Katzen und Großkatzen total spannend. Ich mag ja Katzen. Also ich finde die ja. Ne? Ich weiß aber nicht, ob ich da so ins Löwengehege reingehen würde, um denen ein neues Spielzeug hinzuhängen, ne? Und nicht, dass sie denken, dass ich das Spielzeug bin. Wahrscheinlich so Richtung irgendwas Ungefährliches und Nettes und Kuscheliges. Faultiere, Pandas, das wäre cool. Mir die alle leid tun würden im Zoo, ne? Aber ja. Erdmännchen wäre auch richtig geil. Ich wäre der Erdmännchenpfleger. Einfach da reingehen und diese Rotte von total durchgeknallten, fiesen, kleinen Wichten. Das wäre cool, ja. Ja. Cool. Dann hast du einen Lieblingsort? Ja, zu Hause. Also es ist tatsächlich, klingt total doof, ne? Ich bin die meiste Zeit unterwegs gewesen in meinem Leben. Also jetzt nicht nur Hundetrainer, weil du draußen bist, sondern als Soldat. Da bist du auf Lehrgängen noch und nöcher und fährst durch die ganze Pampa und so. Ich weiß, Christine zum Beispiel freut sich voll, Urlaub irgendwo zu machen. Und ich freue mich voll, wieder nach Hause zu kommen. Also nicht, weil ich mich nicht auf den Urlaub freue. Ich bin auch gerne im Urlaub und schalte ein bisschen ab. Aber wenn ich die Wahl hätte, komm, wir gehen zum Beispiel irgendwo schön spazieren, oder wir bleiben einfach gemütlich zu Hause und machen die Klingel aus, dann würde ich zu Hause bevorzugen. Das ist tatsächlich, zu Hause ist da, wo man, wo man runterkommen kann, ne? Wo man einfach, ja, zu Hause. Und wenn es so Richtung Urlaubsland oder sowas gehen sollte, dann finde ich, bei allem, was wir jetzt bisher gemacht haben, finde ich Norwegen einfach unfassbar geil. Und ich würde dann gerne mal in die, also Norwegen ist ja mehr so Neuseeland für den kleinen Mann. Dann würde ich gerne so Neuseeland oder Island oder sowas. Das fände ich richtig cool. Also ich glaube, das sind Gegenden, die mir einfach total gefallen würden. Ja, glaube ich auch. Passend zu Zuhause, habt ihr euch gut in eurem Zuhause eingelebt? Ja. Das ist jetzt eine Fangfrage, weil es gibt so Sachen, die sind immer noch nicht fertig. Aber ja, auf jeden Fall. Also es sind Kleinigkeiten, die wir am Anfang, die uns am Anfang zum Beispiel mehr aufgefallen sind, gestört haben, die jetzt total dazugehören. Das sind Kleinigkeiten, die am Anfang nicht aufgefallen sind und die jetzt so ein bisschen auffallen. Wir haben zum Beispiel die Wohnzimmertür, geht zum Beispiel automatisch immer zu. Das nervt mich total. Du machst die Tür auf, drehst dich um, nimmst was in die Hand, drehst dich zurück und dann ist sie wieder zugefallen. Also ganz langsam. Das sind so Sachen, die mich nerven. Aber ansonsten wohne ich total gerne hier. Also wir haben Platz, wir haben unsere Ruhe, wir haben nette Nachbarn. Ich bin mit den Hunden in einer Minute im Feld und kann durch die Natur laufen. Also ich fühle mich hier sehr wohl und ich habe mich gut eingelebt. Ja, ich hoffe, meine Frau auch. So ganz kurz, ich habe das gefunden jetzt. Das ist jetzt Wohnmobil. Ich muss das mal gucken, ob ich das irgendwie... Warte mal. Weil das eben hier mit den... Die heißen Slide-Outs.
Slide-Out-Wohnmobile. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Das ist jetzt nicht so ein ganz cooles, aber das ist sogar eher so ein etwas, ja, schnödes. Warte, linker Monitor. Zack, da sieht man das. Ja, hier seht ihr das. Das ist quasi so ein Wohnmobil, das an der Seite dann ausfahren kann. Das ist jetzt so eine billige Variante aus Deutschland oder so, in Anführungsstrichen. Aber die Dinger gibt es auch, den wollen wir nicht sehen. Ich will das Wohnmobil sehen. Warte mal. Da. Die Dinger gibt es auch in der amerikanischen Variante. Hier seht ihr, das ist eingefahren. Und dann kann das halt in alle Richtungen so ein bisschen mehr ausfahren, wird das immer größer. Ne? Ja, wo sieht man das vielleicht nachher? Und dann hat das halt eine größere Grundfläche. Und die gibt es halt in amerikanisch auch in mega cool. So, die machen alles alleine auf Knopfdruck. Slide-Out-Wohnmobile heißen die. Und da gibt es richtig coole Sachen. Da gibt es richtig coole Sachen. Ich muss mal so ein richtig, richtig krasses raussuchen. Ich habe eins gesehen, da konntest du, das war von Bugatti, deshalb ging auch nur ein Bugatti unten rein, da konntest du quasi dein Auto unten reinfahren, seitlich so, und dann bist du mit dem Wohnmobil, also schon cool. War das eben, hatten das Thema. Moment mal, man sieht mich nicht mehr. Jetzt wieder. Irgendwie war kurz... Iveco ist weit weg von billig, steht gerade im Chat. Ja, im Vergleich zu dem, was ich aus Amerika gesehen habe, ist das billig. Ne? Ja, okay. Okay, ja, immer noch Thema zu Hause. Gibt es einen Ort, an dem du schon immer mal leben wolltest, oder bist du genau da, wo du immer sein wolltest? Naja, man kennt halt nicht viele andere Orte, ne? Also, wenn ich die Wahl hätte und es mir aussuchen könnte und jetzt nicht irgendwie auf andere Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Arbeit und sowas angewiesen bin, dann würde ich tatsächlich irgendwie so Norwegen vom Stil her, irgendwo, wo ein bisschen mehr Ruhe hast, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Natur. Ich finde so eine urbane Gegend ganz cool, wo du dann halt alles hast, aber ich brauche das nicht. Also wir wohnen jetzt hier in Hennef, ist jetzt keine winzig kleine Stadt, aber die Einkaufszone da ist jetzt auch nicht riesig, aber ich habe alles, was ich brauche. Also ich würde schon eher irgendwo, nicht so einsame Hütte im Wald, aber mehr so in die Richtung. Mehr in die Natur, mehr gesunde Luft, weniger Arschgeigen. Das ist so das Hauptthema dann, wo man einfach seine Ruhe hat und Norwegen, Schweden, das sind so, glaube ich, Länder, die in Europa da dem Ganzen sehr nahe kommen. Ja. Ja, das ist keine Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, aber die fällt mir gerade ein. Von der Stadt her und Umgebung, findest du da, wo ihr jetzt wohnt, schöner oder da, wo ihr vor dem Umzug gewohnt habt, schöner? Ja, das war ja kein großer Unterschied, ne? Also, was so die Umgebung angeht, das sind einfach das Nachbarort. Also das macht den Braten nicht fett, aber wir wohnen jetzt deutlich schöner. Wir haben auch vorher ganz gut gewohnt, die Wohnung war cool, wir hatten einen kleinen See vor der Tür und hatten alles fußläufig, Aldi und so. Aber wann gehst du mal zu Fuß beim Aldi einkaufen? Du schleppst das ja auch nicht alles nach Hause dann, ne? Also, ich fände es hier besser. Also, weil wir einfach kleine Straße, wir haben gleich Spielplatz vor der Tür, Natur vor der Tür. Ich fahre von der Autobahn runter und bin in 30 Sekunden bei mir vor der Haustür, ohne dass ich die Autobahn merke. Also, ja. Ja, ich finde es hier besser. Ich denke, Christine auch. Okay. Dann Thema Umzug. Wie oft seid ihr schon mit den Hunden umgezogen? Streng genommen einmal mit Hund. Und davor halt einmal wegen Hund. Also, wir haben den Milan ja bekommen und durften ihn in unserer ersten Wohnung nicht halten und sind dann umgezogen mit oder für ihn. Kerstin, Mecklenburg-Vorpommern würde ich nicht hinwollen. Weil wenn ich die Wahl habe zwischen Mecklenburg-Vorpommern, schön viel Wald und Grün und alles flach, und Norwegen, schön viel Wald und Grün und ein paar Berge, dann würde ich Norwegen bevorzugen. Einfach nur, weil flach finde ich. Weil in Mecklenburg-Vorpommern siehst du heute, wer morgen zu Besuch kommt. Das ist nichts für mich. Okay. Dann Herr der Ringe, Hobbits und Harry Potter. Ist das was für dich? Muss ich mich entscheiden? Nee, ich glaube, es geht ein bisschen um das Genre. So. Auf jeden Fall. Aber eins davon finde ich sehr gut und eins davon finde ich meh. Ja, und zwar? Ich bin absoluter Herr der Ringe-Freak.
Also nicht so, ich bin jetzt hier nicht so Tolkien und ich kann alles runterbeten, was im Silmarillion steht und so. Aber Herr der Ringe habe ich. Aber wie lange ist denn das schon her? Das ist jetzt schon 20 Jahre her, ne? Und Harry Potter war ja, glaube ich, die gleiche Zeit. Ich habe den ersten Herr der Ringe geguckt im Kino, den zweiten Herr der Ringe geguckt in der Extended Version im Kino, wo der erste vorher lief. Das waren 6 Stunden. Und ich habe den dritten Herr der Ringe geguckt in der Extended Version im Kino, wo alle zwei vorher liefen. Das heißt, wir waren 10 Stunden im Kino. Und das dann wirklich mit Leuten, die da im Ork-Kostüm saßen und so. Das war einfach nur, ich mag Herr der Ringe. Und ich mag Herr der Ringe. Ich mache mal eine Abstimmung. Ich mache mal nur eine Abstimmung. Die Leute können mal abstimmen, was sie glauben, was für einen Typen, was für einen Charakter ich in Herr der Ringe am meisten mag. Ich musste dir ja noch mal ein bisschen vorstellen, wie die Leute dich Naja, wenn kennen. es nicht jeder kennt, der kann ja. Ne? Wen haben wir dann? Legolas. Warte, ich muss das mal eintippen. Ja, ich muss ein bisschen tippen. Kannst du schon mal weiter fragen? Nächste Frage? Ja, oder reicht das als Antwort oder willst du da noch irgendwas anhängen? Nee, ach so, du hast gesagt, einen findest du nicht so gut. Welches davon? Harry Potter dann wahrscheinlich, Harry ne? Potter, ja, ich bin absoluter, also ich habe es auch geguckt, aber das ist ja so wirklich, das spaltet ja die, wie heißt es? Ich komme nicht auf den Wort. Die Fantasy-Szene spaltet das ja total, ja. Und so, ich habe die Umfrage jetzt abgeschickt. Spaltet das ja total. Aber für mich ist Herr der Ringe eher so Kinderkram. Nicht Herr der Ringe, Harry Potter. Harry Potter ist so Kinderkram. Ey, was ist das halt so ein kleiner Junge, der durch eine Wand läuft und dann da zaubern lernt? Das finde ich lahm. Da war ich halt 20. Ich finde das cool, wenn da einer mit Pfeil und Bogen dem anderen in den Kopf schießt. Also ihr versteht, was ich meine. Das war halt einfach, das war für die größeren Jungs. Deshalb bin ich Herr der Ringe und nicht Harry Potter. Ich habe bei Harry Potter auch fast alles irgendwann mal geguckt. Aber ich habe das nie so, nicht so geil gefunden. Zum Beispiel, ich habe die komplette Extended Version Herr der Ringe als DVD. Und als wir noch einen DVD-Player hatten, gab es immer mal so Nächte, wo ich gedacht habe, ich habe Langeweile, was machst du? Habe ich die reingeknüppelt und habe die geguckt, egal wie alt die sind. Und ich finde es einfach nur geil. Ja. Bin mal gespannt, was bei der Umfrage rauskommt. Oh. Kann ich schon sehen, wie viele Leute abgestimmt haben? Nee, Samwise Gamgee ist es nicht. So, ja. Sollen wir schon mal weitermachen und du guckst Ja, eigentlich die Umfrage? wir lassen mal die Umfrage eine Minute oder zwei laufen, dann mache ich die aus. Okay. Plan Christine und du noch weitere Kinder? Wir planen da gar nichts. Also, ist jetzt auch nicht so, dass. Ich weiß nicht, was kann ich denn jetzt dazu noch sagen oder was nicht? Wir hatten ja keine Ahnung, was mit dem ersten Kind auf uns zukommt. Logischerweise ist auch das erste Kind. Wir hatten eigentlich ursprünglich vor, das hört sich jetzt an, als hätten wir es abgehakt, aber wir haben gesagt, wäre schon schön, wenn er nicht alleine aufwächst und ein Geschwisterchen hätte. Ja. Und aber ob es dann wirklich wird, wissen wir nicht. Also ist jetzt nicht so, dass wir es jetzt voll drauf anlegen oder eben auch nicht, sondern irgendwann sagt unser Kopf oder unser Bauch ja oder eben nee. Also so ein bisschen mehr Schlaf wäre schon wieder schön, ne? Also Christine schläft noch weniger als ich, aber ich schlafe schon wenig, deswegen. So, aber der Kleine ist schon cool. Also, ach, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir planen da nichts. Wir haben auch den nicht wirklich so geplant. Wir haben irgendwann gesagt, du, mit 60 brauchen wir nicht mehr anfangen und dann haben wir halt angefangen damit, ne? Also. Ich weiß nicht, was meine Frau Okay. da jetzt zu sagt. Warte mal, ich muss mal gucken, was die Umfrage beenden. Ja, die meisten haben mich richtig eingeschätzt. Die meisten haben mich richtig eingeschätzt. Ja.
Ich bin ein absoluter Zwergenfan. Ich finde den so geil. Ich finde den so geil und so trocken und so ehrlich und so. Also wer Herr der Ringe nicht gesehen hat, kann das nicht beurteilen, aber der ist halt einfach witzig. Der ist witzig und der ist voll on point und irgendwie immer schlecht gelaunt, aber ein netter Kerl. Ich finde den cool. Ja, Gimli ist geil. Der zählt nur einfach. Okay, cool. Weiter geht's. Immer noch Thema Kind. Hast du dir das Leben mit Kind einfach oder anstrengender vorgestellt? Das ist schwierig. Also, ich hatte unfassbare Befürchtungen, dass es super anstrengend wird. Und dann am Anfang konnte ich halt so gut wie nichts machen. Das war so ein bisschen demotivierend und frustrierend. Und die Christine hat unfassbar viel gemacht oder macht sie auch immer noch unfassbar viel. Und ich habe gar nicht so viel gemacht. Deshalb kann ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster legen und sagen, es ist voll easy. Aber selbst das nicht viel gemacht haben am Anfang und jetzt das so langsam immer mehr machen, ist schon sehr anstrengend. Also, das klingt total doof, ne? Aber wenn der Kleine nachts wach wird, weil er irgendwie auf die Toilette muss und heult, dann ist Christine die Einzige, die danach gut einschlafen kann. Ich nicht. Also, der Kleine geht dann aufs Klo und dann pennt er weiter. Christine schafft es dann nach einer Stunde vielleicht wieder einzuschlafen. Ich bin dann wach. Wenn der um nachts um 3 Uhr heult, stehe ich um 3 Uhr auf. Dann bis ich um 7 oder um 8 Uhr am Schreibtisch einschlafe oder so. Und dann schlafe ich nochmal eine Stunde oder zwei. Also ich schlafe eh schon immer scheiße im Leben, weil ich viele Sorgen habe, die mich dann so nachts wach halten. Das ist jetzt mit Baby tatsächlich eine große Herausforderung für mich. Aber, und halt, dass du den musst viel rumschleppen und so. Und du musst halt auf 1000 Sachen aufpassen und dann kannst du noch so viel aufpassen, dann haut er trotzdem mit dem Kopf irgendwo gegen und so. Also es ist schon anstrengend, aber es ist eine coole Art von anstrengend. Das ist anders. Also ich kann das gerne mal mit Welpen vergleichen, weil da sind wir ja alle durchgegangen. Nicht jeder von uns hat Kinder, aber jeder von uns hat einen Hund oder einen Welpen gehabt. Wenn Welpe den ganzen Tag Quark macht und durchdreht und abends unruhig ist und Sachen kaputt kaut und so, dann kann ich damit besser umgehen als bei dem Baby. Also mittlerweile verstehe ich auch das Baby so vom Ablauf oder so, aber ach ja, das ist so. Weißt du, wenn der Welpe, dann gibst du ihm ein Stück einen Stock und packst ihn in seine Box und hast deine Ruhe. Das geht halt mit Baby einfach nicht. Also es ist schon anstrengend. Es ist schon echt anstrengend. Aber es ist auch echt cool, muss man ehrlich sagen. Also jeden Tag zu sehen, dass der immer mehr kann. Der fängt jetzt an, also sein liebstes Spiel ist, Sachen über die Couch zu werfen oder vom Bett zu werfen. Dann nimmt er irgendwas so. Und dann guckt er dem die ganze Zeit hinterher. Dann hebst du es auf und dann schmeißt er es wieder runter. So, und jetzt mittlerweile fängt er an, nimmt so Sachen und dann fängt er an, so Sachen zu geben und so. Das ist schon cool. Also er ist schon witzig und das ist faszinierend, wie schnell da die Entwicklung geht und so. Das ist schon eine schöne Sache. Aber du kannst dich darauf nicht vorbereiten, glaube ich. Ich hab wirklich Horror gehabt davor, dass ich den kaputt mache am Anfang. Dann sind wir so, oh nee, was mache ich denn jetzt damit und so. Und der hat ja auch am Anfang zu mir null Bezug gehabt und so. Und weil er halt die ganze Zeit nur bei Christine war, logischerweise war er ja monatelang vorher auch. Und mittlerweile nehme ich den halt den auf den Kopf, drehe den und schleudere den und finde das ganz witzig. Und meine Mutter immer so, hör auf, das macht man nicht. Damit das Kind doof worden oder so, was auch immer. Ne? Oder wenn wir meiner Mutter Videos schicken, das ist auch immer gut. Die haben so eine, meine Mutter dreht völlig durch jetzt wegen dem Baby. Die kaufen dem 1000 Sachen. Weißt du, wir haben 1,50 Meter entfernt, haben einen riesen Spielplatz mit Schaukel, Wippe, Klettergerüst, Fußballtor, Sandkasten. Und was schenken sie ihm zum Geburtstag? Der hat nächsten Monat Geburtstag. Einen Sandkasten für den Garten. Ich so, brauchen wir nicht. Ey, wir haben doch da einen Spielplatz, so viel cooler. Ne, aber ihr braucht einen Sandkasten. Meine Mutter dreht halt völlig durch. Wenn die was sehen, das sie gut finden, kaufen die das und schicken. So. Und das ist so ein bisschen anstrengend gerade. Also eigentlich ist das, das nimmt mich so am meisten in Beschlag, dass ich der ganz schlecht sagen kann, bitte lass das, Mama. Wenn wir haben so eine Gruppe, wo wir am Anfang halt Videos gepostet haben und so für die Family, damit die fast von dem sehen, weil wir wohnen ja sehr weit weg von fast allen. Und damit ganz am Anfang konnte das auch dann meine Tante meinem Großvater zeigen über WhatsApp, weil der kann kein WhatsApp bedienen, konnte er damals nicht, ne? Also ist jetzt gestorben. Und die hat das dann halt ihm immer gezeigt. Und so war das halt schön, dass die ein bisschen was von ihm sehen, weil tatsächlich das der einzige männliche Urenkel ist. Und wir haben eine sehr große Familie, sind aber alles Mädels geworden. Und immer wenn wir so Fotos oder Videos hochladen und der Kleine hat gerade irgendwie ein Spielzeug im Maul, also er hat irgendwas gefunden, dann macht er so und dann klettert er damit durch die Gegend und dann finde ich das halt witzig und nehme das auf und schicke das und dann kommt von meiner Mutter immer zurück, ihr wisst schon, ihr müsst irgendwann darauf achten, dass kein Hund wird, ne? Ja, okay.
Ja, nee, ist cool. Also ich hatte keine Vorstellung, und ob einfach oder anstrengend, aber es ist schon anstrengend. Aber es ist auch cool. Ja, ich glaube auch, was du gesagt hast, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn nee, null. Kennt. Null. Also das ist wirklich, ich wüsste auch nicht, womit ich das also jetzt gehen wir mal richtig Real Talk. Das ist ja hier eine private Geschichte. Ne? So, die erste Zeit bist du als Mann komplett raus. Bist du einfach abgemeldet. Weil klar, der Kleine war 9 oder 10 Monate, ne, mit deiner Frau quasi so, logischerweise, weil er halt in ihrem Körper gewachsen ist. Und alles hat sich so angeglichen. So, und dann nach der Geburt und so, und dann ist er auch so winzig klein und dann bist du ja auch ein paar Tage nicht da im Krankenhaus wegen Corona und so ein Scheiß. Und dann kannst du ihn mal kurz halten und so ein bisschen und so, und dann ist okay. Aber wenn der dann nicht den richtigen Geruch hat dein Herzschlag nicht der richtige ist oder so. Das fand er alles scheiße. Das heißt, er hat nur bei Christine geschlafen und so. Und ich kann ihn auch nicht, konnte ihn nicht füttern und nichts. Also am Anfang war für ihn Christine die Welt. Komplett. Und das war für mich schwierig, weil ich das Gefühl hatte, ich kann da nichts machen. Und immer wenn ich was versucht habe, hat er sofort geheult und ich war einfach überfordert. Ich habe gedacht, oh, Kacke, hier. So, dann hat Christine wieder genommen. Ihr dürft gerne noch Fragen stellen. Ich notiere mir alle Fragen und die im Chat kommen, und die machen wir gleich hinten dran. Und dann kam so eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, komm, jetzt versuchen wir da so ein bisschen mehr. Die Christine hat ihn super viel getragen, die hat so eine Körpertrage. Ich habe jetzt auch eine, aber die ist unten. Das heißt, der schläft nicht in einem Beistellbettchen oder so, sondern schläft ganz bei uns ganz normal im Bett, und hat auch viel halt in dieser Trage geschlafen. Hat sie rumgeschleppt, dann hängt er da vorne so drin so, und irgendwann knackt er einfach weg. So, und dann macht Christine halt so ihren Tag weiter. So, und das ist halt für sie super, super anstrengend. Und der Kleine hat sich da unfassbar dran gewöhnt. Der konnte nur schlafen, wenn er bei ihr vorm Bauch hing. Und das war halt für mich total scheiße. Weil wenn Christine dann mal weggefahren ist, zum Arzt oder so, und der ist müde gewesen, hat der eine Stunde durchgeplärrt, bis der vor Müdigkeit und Erschöpfung einfach umgefallen ist. Oder bis Christine nach Hause gekommen ist. Und das hat mich echt richtig beschäftigt, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht richtig machen. Und das war halt schwierig, ne? Also du willst ja, ich wollte ja Christine auch unterstützen und mit dem Kleinen auch irgendwas machen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dann gab es halt immer mehr Sachen, die geklappt haben. Ich habe dann irgendwann, haben wir angefangen, dass ich ihn hauptsächlich füttere beim Essen. Dann sitzt er halt in seinem Stuhl und ich mache das und so. Das hat dann ganz gut geklappt. Dann hat es irgendwann angefangen, dass ich gesagt habe, ich schnapp mir den, pack den in den Maxi-Cosi und ich gehe mit dem einkaufen. Dann ist Christine mal eine Stunde, anderthalb, zwei ohne Kind. Er hat was zu tun und zu gucken. Ist auch immer der Hit beim Einkaufen, weil der dann immer so, der beißt dann immer so auf Tafel Schokolade rum und sowas, aber der braucht irgendwas zum Spielen, dann gebe ich dem irgendwas und das finden halt die Kassierer dann immer super, ne, dass er da mit der Schokolade da schon hängt, eingepackt, ne, also er kriegt keine Schokolade von uns, bitte nicht falsch verstehen. Und das heißt, ich nehme den immer mit zum Einkaufen oder wenn ich irgendwo hinfahre, da kann ich ihn dann mitnehmen und mittlerweile kann ich auch den so ein bisschen, wenn ich spazieren gehe und so, das klappt auch alles. Oh, Steve hat gerade gespendet. Danke. Danke, danke, danke für die 2 € Spende. ja, und das war tatsächlich schwierig am Anfang und jetzt mittlerweile wird es immer besser. Ich merke aber auch, dass wenn irgendwas nicht so klappt, Christina einfach eine viel größere Geduld hat als ich. Also nicht, weil ich dann schwierig habe, das zu verstehen oder so, oder weil mich bringt das einfach viel schneller auf die Palme. Also, keine Ahnung, ich setze den auf den Topf, weil die denken, der muss kacken. Entschuldigung. Und dann macht der, ja, ich will nicht. Und dann wird der super wütend. Dann denke ich immer, mein Gott, ey. Und dann wieder eingepackt. Dann ist ja alles gut, komm, wir gehen. Und die Christine ist da einfach insgesamt ruhiger, weil die es natürlich auch viel länger gemacht hat. Ja, aber ja, trotzdem, coole Geschichte. Macht voll Spaß, voll witzig, ey. Ja. Bringt ihm eine Menge Scheiße bei. Da kamen auch gerade noch Fragen dazu, können wir nachher noch mal hinten dran hängen. Also ich notiere alle Fragen, die im Chat sind. Ja, auch passend, gibt es etwas, auf das du dich besonders freust, es mit deinem Sohn machen zu können, wenn er größer ist? Alles, womit ich mich mit ihm interaktiv beschäftigen kann, tatsächlich. Also im Moment ist das schon so, du kannst schon mit dem spielen, aber der ist halt so in seinem eigenen Film, ne? Also setzt ihn auf die Couch und dann krabbelt, ich nenne ihn Rennknödel.
Dann, weil der dann wie, rennt er immer auf die andere Seite, krabbelt auf die andere Seite, klettert hoch, schmeißt irgendwas von der Couch runter, dreht sich um, und dann krabbelt er wieder auf die andere Seite. Kannst schon ein bisschen was mit dem machen. Aber du kannst halt noch nicht mit dem reden und richtig interagieren. Ich freue mich drauf, wenn ich einfach mal sagen kann, hast du Lust, zum Spielplatz zu gehen? Und wenn er dann sagt, ja, komm, wir gehen zum Spielplatz, dann gehen wir zum Spielplatz. Oder Fußball, oder mir ist das egal, was der später macht. Hauptsache, ich kann mit dem irgendwie eine coole Zeit verbringen. Das ist eigentlich alles, was es für mich braucht. Also Hauptsache interagieren. Ob das dann sowas ist, dass wir zusammen, ich freu mich unfassbar drauf, diese ganzen alten Kinderserien zu gucken. Also der darf natürlich auch Paw Patrol und sowas gucken oder was dann auch immer hip ist, ne? Oder von mir aus Yu-Gi-Oh! Oder keine Ahnung. Nur nicht Pokémon, Pokémon sind doof. Aber ich will mit diesen ganzen alten Sachen gucken, die bei mir damals cool waren. Kickers, Winnie Pooh, was weiß ich, die Schlümpfe, was es nicht alles gab. Einfach nur, um zu sagen, oh, das war schon geil. Ja. Was ich auf jeden Fall schon rausgesucht habe, weil ich gerade sehe, hier die Kindersendungen heutzutage sind albern. Ich finde da auch einige davon echt blöd. Aber was ich schon rausgesucht habe, ist, es war einmal das Leben. Das gab es früher so mit erklärt, wie der Körper funktioniert. Das fand ich cool. Und das gibt es immer noch alles frei verfügbar. Das werde ich auf jeden Fall mit dem gucken. Das sage ich jetzt, ne? Wenn ich dann davor sitze, denke ich auch, um Gottes Willen. Aber ja. Immer noch Thema Kind. Mit wie vielen Jahren wird dein Kind seinen eigenen Hund bekommen? Oh, keine Ahnung. Also, ich glaube, dass der wird ja mit Hunden aufwachsen, ne? Der hat dann gleich einen ganz anderen Bezug dazu. Also, wir haben hier in der Nachbarschaft einen kleinen Jungen, der wird wie alt sein? 8, 9. Und der geht immer mit seinem Hund spazieren und der macht das. Der hat die zwei sind ein super geiles Team. Immer wenn ich da dran vorbeifahre, denke ich, wie geil ist das denn, ey? Und der Junge, der geht auch auf Milan zu und sieht, der kann den Milan schon lesen, ne? Der sieht, dass der Milan ihn irgendwie komisch findet und so, macht sich ganz klein und also, das ist schon geil. Das ist schon cool zu sehen, wie Tiere, auch Gummibärenbande, ja, Gummibärenband war auch geil, wie Tiere und Kinder so interagieren zusammen. Wenn der irgendwann sagt, er möchte einen eigenen Hund haben, dann kommt das viel auf die Situation an und was sonst noch los ist, aber ich glaube, dass diese Situation so gar nicht geben wird, weil der wird immer mit Hunden aufwachsen und irgendwie werden das auch seine Hunde sein. Also wir werden ja nicht hingehen und sagen, hier darfst du mit der Geier nichts machen. Ich freue mich tatsächlich unfassbar drauf, wenn der vielleicht so 2,5, 3 ist und der Geier die Frisbee werfen kann. Dann stecke ich die beide in den Garten und sage, hier, bis nachher. Und Gaia liebt das mit Kindern. Die bringt denen die Frisbee, spuckt die hin. Egal, ob die nur einen Meter weit werfen können. Gaia holt die. 1001 Mal. Das macht die, seit sie, also sie wird jetzt 10 dieses Jahr. Seit die bei mir im Welpenkurs mitmacht, macht die das mit den Kindern. Also die ist immer im Welpenkurs dabei, wenn Kinder dabei sind. Da drücke ich dem Kind eine Frisbee in die Hand, egal wie alt die sind, und dem Hund. Und dann können die Kinder noch sehr ängstlich sein. Das dauert eine Viertelstunde und ich spiele mit ihr. Das ist sie so vorsichtig. Bei Erwachsenen ist sie total plemplem teilweise. Und ja, da freue ich mich echt drauf, wenn die zwei so ein bisschen mehr miteinander interagieren können. Das ist halt das Schöne, der Kleine fängt. Oh, ich glaube, bei meiner Kamera ist gerade der Akku leer gegangen. Mhm. Aus. Wir machen mal eine kurze Pause. Wieso geht der Akku leer? Da ist eigentlich ein Ladegerät dran. Wir sehen uns in 10 Sekunden wieder. 30, eine Minute. Ich mach mal ganz kurz hier. Ich mach ein Lied an, nach dem Lied geht's weiter.
Ich hoffe, jetzt läuft's wieder. Kerstin schreibt es gerade, ja. Dirk war im Verteidigungsministerium für die Computertechnik zuständig. Das stimmt tatsächlich. Das ist traurig, ey. Hört man mich überhaupt? Nee, warte. So, jetzt müsste man mich auch überall wieder hören, sowohl im Teamspeak, ach, im Teamspeak, das ist schon im Discord, als auch so. Ich bin tatsächlich überfragt, warum das jetzt ausgegangen ist eben, weil eigentlich hängt das an so einem Dings, weil es ist ja noch nie ausgegangen. Also normalerweise lädt das eigentlich. Aber der Kleine ist eben hier unten drunter hergekrabbelt. Vielleicht hat er dieses Kabel auseinandergezupft, weil Kabel sind gerade ein super Spielzeug für den, findet er. Jo. Marie ist auch wieder da? Ja, kann ich nicht hören. Also mein, danke für die 3 € Spende, Thomas. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, der kriegt keinen eigenen Hund. Wahrscheinlich wird er mit unseren Hunden aufwachsen. Er hat mit Gaia genug zu tun. Gaia wird 15 werden und mit bis 15 spielen und dann ist er ja alt genug. Okay. Dann, ich glaube, die letzte Frage zu dem Thema. Was wünschst du dir oder ihr als Eltern euch, was euer Sohn mal beruflich machen soll? Auch Hundetrainer oder ähnliches? Oder stellt ihr euch was komplett anderes vor? Ganz kurz, bevor ich das beantworte, Luna hat gerade was gefragt zu der Martin-Rütter-Folge. Zu der Martin-Rütter-Geschichte, was wir aufgenommen haben letztes Mal, werde ich gleich am Ende was sagen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen wir noch haben, Marie, aber so viele sind es wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Ja, wir haben ungefähr die Hälfte. Ja, okay. Also wir werden auf jeden Fall, ich notiere mir alles, was an Fragen reinkommt im Chat, was ich sehe, mache ich ein Sternchen dran. Das sind jetzt schon 12, 13 Dinger. Kommen wir nachher zu allen dazu. Falls ich es dann übersehen habe, müsst ihr einfach nochmal schreiben, weil ich natürlich hier auch versuche, mit euch zu quatschen und nicht alles zu sehen. Aber ich werde definitiv was zu der Martin-Rütter-Folge noch sagen. So, was ich mir wünsche für den Zwerg, dass er mal beruflich machen soll. Du, das... Mir ist das eigentlich egal. Also, mir ist das völlig wurscht, was er werden will. Genauso wie mit Sport. Ne? Wenn der sagt, er will Fußball spielen, spielt er Fußball. Wenn der sagt, er will Schlagzeug spielen, dann spielt er Schlagzeug. Dann kriegt er halt im Keller irgendwo einen Schlagzeugraum, damit ich ihn nicht höre oder so. Schlagzeug spielen ist kein Sport. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich bin da nicht festgefahren. Ich weiß, wie... Nehmen wir mal Christine und mich. Christine hatte einen relativ klaren Plan für sich im Leben. Ne? Die hat studiert und die wollte, die ist ja Diplom-Ingenieurin, die wollte halt in dem Bereich was machen und macht jetzt was ganz anderes und ist damit, glaube ich, glücklich, wie es gelaufen ist. Bei mir, ich habe eigentlich nie so richtig gewusst, was ich machen will. Habe die Schule abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte, in Anführungsstrichen. Habe gesagt, ich will weder Arzt noch Anwalt werden. Ich brauche kein Abi. Dann habe ich nur das Fachabi gemacht, dann habe ich gedacht, naja, komm, machst du eben den Bund, dann hast du den Scheiß hinter dir. Und dann habe ich gedacht, ey, ist eigentlich ganz cool, bleibst du da. Dann habe ich gezockt wie ein Blöder, also habe ich Informatik gemacht. Das hätte ich auch mein Leben lang machen können. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, es wäre schon ganz cool, mal rauszukommen. Also ich habe meinen Weg auch so gefunden, auch wenn das zum Leidwesen meiner Mutter sehr anstrengend war wahrscheinlich. Und das wird der Kleine auch. Was auch immer der macht, Hauptsache er hat Spaß daran, ist glücklich und kann davon leben, das ist das Wichtigste. Also wenn der zu mir, es gibt zwei Sachen. Über die ich mit ihm reden werde, wenn der so zu mir kommt. Erstens, wenn der kommt und sagt, ich möchte zum Bund oder zur Polizei, dann werde ich mich mit dem hinsetzen, weil dann ist er alt genug dafür und werde ihm sagen, pass mal auf, das erwartet dich, wenn du da hingehst. Das ist nicht so geil, wie man immer liest. Ne? Es gibt auch Schattenseiten. Ich werde ihm aber auch sagen, dass es auch gute Seiten gibt. Und das Zweite ist, wenn der sagt, ich möchte mich selbstständig machen, dann werde ich mich mit dem hinsetzen und werde sagen, hier, oder nee, meine Mama, also seine Mama, meine Frau, dann Christine, wird sich mit dem hinsetzen und sagen, wenn du dich selbstständig machst, wirst du feststellen, wie anstrengend das ist. Das und das, guck mal, der Papa und so. Ne? Also da werde ich dann schon ihm sagen, wie es ist. Aber wenn der sagt, ich werde Krankenschwester, wird der Krankenschwester. Pfleger in dem Fall. Ne? Wenn der sagt, ich werde, weiß ich nicht, Maurer, dann wird der Maurer. Und wenn er doch Spaß dran hat, er soll das doch machen. Fertig. Bin da easy. Cool. Ist das auch noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist zum Thema Kind und Hund? Glaubst du eigentlich, dass Kinder, die in Haushalt mit Hunden geboren werden, allergisch sein können? Das geht jetzt so in eine biologische und gesundheitliche Schiene, das weiß ich gar nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, obwohl er mit einem Hund aufwächst, eine Allergie entwickelt. Es gibt aber ja auch ganz viele Studien, die das Gegenteil nahelegen, dass Hunde,
Kinder, die zum Beispiel in Haushalten mit Tieren aufwachsen, ein viel stärkeres Immunsystem haben, weil sie halt mit viel mehr Keimen und Dreck in ihrer jungen Entwicklung zu tun haben, ne, als Beispiel. Also ich glaube, es gibt da beides. Ich würde mich da nicht festlegen wollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kleine wahrscheinlich, er ist der gesündeste von uns im Moment, ne? Ständig haben Christine und ich irgendwas und der steckt das alles so in einem Tag weg oder zwei. Ich glaube, der wird gesünder, als wenn wir den ganzen Tag mit Sagotantüchern hinter dem herrennen würden. Und wenn der in einem Jahr oder zwei dann auf einmal eine Allergie entwickelt, dann ist natürlich auch Hundehaarallergie eine Frage, die wir uns stellen und testen werden. Dann ist das halt so. Kann ja durchaus sein. Ne? Also meistens wird man ja auf Dinge oder reagiert man auf Dinge ja erst ab einem gewissen Maß. Ist ja nicht so am Hund vorbeigelaufen, gleich hast du Pusteln, sondern du warst diesem Allergen oder was auch immer halt über einen langen Zeitraum ausgesetzt und irgendwann ist das Fass einfach voll und dann bricht es im Körper aus. Das ist so ungefähr, ne? Okay. Jetzt, ich glaube, eine etwas schwierigere Frage. Gibt es eine Eigenschaft, die du gerne an dir verändern würdest? Viele. Sehr viele. Also wenn ich mich nur für eine entscheiden müsste, werde jetzt einige sagen, das ist keine Eigenschaft, ne, vielleicht, aber wenn ich mich nur für eine Sache entscheiden müsste, die ich ändern wollen würde mit dem Fingerschnipsen, dann sind es meine Essgewohnheiten und die Tatsache, dass ich dadurch es unfassbar schwer habe, abzunehmen. Weil ich abends einfach so Knallhunger habe, dass ich auch um 10 Uhr noch was esse, weil ich sonst nicht pennen kann. Das ist ein echt großes Problem. Also meine, vielleicht ist es, ne, der eine oder andere sagt jetzt, ja, muss ich halt nur mal anstrengen und so. Stimmt schon auch, müsste man mal. Aber es ist alles nicht so einfach irgendwie. Also wenn ich eine Sache ändern könnte mit dem Fingerschnips, dann das. Dass ich einfach abends keinen Hunger mehr habe. Fertig. Und dann habe ich auch weniger Probleme damit, einzuschlafen, weniger Probleme mit meinem Gewicht, weniger Probleme mit meiner Gesundheit. Ich würde schon gerne mit dem Zwerg, wenn der Fußball spielt und ist 10, dann bin ich 50. Dann möchte ich schon noch gerne beim Fußballplatz laufen können mit dem, ne? Also, ja. Passend zum Thema, wie läuft es mit dem Sport? Nächste Frage. Nee, ich mache schon noch Sport. Also, ich mache jetzt zweimal die Woche Sport. Also, ich mache weiterhin montags das Boxen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr hilft, nicht nur ein bisschen fit zu bleiben, sondern auch, ja, aufgrund der ganzen Kacke, die in letzter Zeit passiert ist, ich stelle mir dann einfach immer vor, wen ich da haue. Das tut mir echt gut. Also klingt total blöd, ne, und abgedroschen, aber es ist wirklich so. Ich stelle mir da ganz bestimmte Personen vor, damit ich einfach mal meinen Frust rauslassen kann. Und das tut auch echt gut. Das ist einfach so meine Stunde die Woche, wo ich Dampf ablassen kann. Mit jemandem, den ich jetzt mittlerweile als Freund bezeichnen würde, der Rainer. Wir daddeln auch so ein bisschen zusammen ab und zu. Und ja, das mache ich montags, es sei denn, es kommt was dazwischen. Jetzt ist der zum Beispiel gerade im Urlaub, davor hatte er mal irgendwann Corona und so. Und donnerstags gehe ich jetzt noch zu so einer anderen Sportgruppe, die trifft sich abends und macht dann auch Sport. Ich brauche einfach diese Verpflichtung, habe ich festgestellt, weil ich sonst nicht richtig hingehe. Und ja, das also zweimal die Woche. Manchmal fällt es halt auch aus, ne? Wenn ich krank bin oder so, dann gehe ich halt, dann sage ich, du, ich bin krank, gerade mit der Erkältung jetzt gerade gehabt, ne? Eine schöne Frage. Was war die schönste Überraschung in deinem Leben? Vielleicht erreicht auch einfach irgendeine schöne. Die schönste Überraschung? Boah, ey, das ist echt schwer. Das hat mich dann so richtig überrascht. Also, es sind natürlich so Sachen, ne, wie die Geburt des Zwergs, dass Christine bei meinem Antrag Ja gesagt hat. Aber, nee, der Schwangerschaftstest war keine Überraschung. Das war noch bevor Christine und ich das gewusst haben, hat es unser Hund gewusst. Also die Gaia ist gleich scheinschwanger geworden, als Christine trächtig war, wollte ich gerade sagen. Also, ich kann mich da gar nicht festlegen. Das sind alles so Sachen, die natürlich cool und schön und toll und speziell waren, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, das war mehr als das andere. Ich finde es immer wieder schön, positive Rückmeldungen zu kriegen für die Arbeit, die ich mache. Und manchmal sind da echt überraschende Sachen dabei. Also letztens erst was gehabt. Ich habe in einem anderen
Streamer über einen Fall gesprochen. Und die hat den Stream dann gesehen und hat mich dann angeschrieben, hat gesagt, hey, es hat sich so viel verbessert und so durch das, was du uns da damals am Telefon gesagt hast. Das sind so Überraschungen, wo ich denke, wow, das freut mich sehr, ne? Das tut gut. Aber das ist jetzt auch nicht, ne? Viele würden jetzt an private Dinge denken. Also kann ich gar nicht sagen. Das ist eine echt schwierige Frage, muss ich gestehen. Gab viele schöne Überraschungen. Okay. Ja. Dann schaust du selber YouTube oder Twitch? Wenn ja, was ist dein Lieblingskanal? Oh, ich habe viel bei YouTube geguckt. Also tatsächlich ist jemand, den vielleicht viele noch kennen, der Stein des Anstoßes für die TGH-Reihe gewesen. Onkel Barlow. Also wer früher WoW gespielt hat, der hat bei Alimania mitgemacht und der hat eine ganz lange, bis er schwer krank wurde, hat der Barlow eine Reihe gemacht, wo er täglich einfach Fragen beantwortet hat. Und das war... Da habe ich gedacht, Mann, das könnte man für Hunde machen. Das ist voll smart eigentlich, ey. Das war so der Grund. Und ich gucke jetzt nichts regelmäßig, dass ich sage, okay, das gucke ich mir an. Aber es gibt so ein paar, da gucke ich mehr hin, weil es mich einfach interessiert, wie die streamen, wie die mit der Technik umgehen und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und gucke, keine Ahnung, Paluten oder Dinair oder wie die auch alle heißen. Oder ich habe eine Zeit lang, habe ich viel MyLab geguckt, weil ich die echt cool finde. Danke für den Sub, Patrick. Eine Zeit lang habe ich MyLab viel geguckt, weil ich die cool finde, weil das bringt so das, was ich gerne machen würde, halt auf ein nächstes Level. Ne? Also Wissensvermittlung in einem coolen, charmanten Kleid einfach. Und das halt für junge Leute interessant ist. Das ist halt mit dem Hundethema schwierig, weil ich nicht so klare Fragen manchmal kriege. Aber ja, ich habe eine ganze Zeit lang, habe ich Finn Kliman abgefeiert, ohne Ende. Mittlerweile finde ich, hat er sich verändert und guckt den nicht mehr so oft, aber den fand ich richtig cool, weil der einfach ist, wie er ist. Den habe ich, Klimansland, ja, den habe ich komplett durchgesuchtet, einfach weil ich ihn voll witzig fand. Nur der sich immer so aufgeregt hat, weil das nicht geklappt hat. Ich bin genauso, ne? Wenn irgendwas, ihr hau den Nagel in die Wand und ich hau einmal daneben, ja, Finn Kliman. Ja. voll der Verrückte eigentlich. Christine hat den gehasst. Und ein Lied von Finn Kliman ist tatsächlich sogar unser Hochzeitslied geworden, weil ich das so geil fand. Ja. Darauf haben wir getanzt bei der Hochzeit. Ey, jo, ein Pony brennt. Ja, ist auch von Barlow, genau. Ja. Nächste Frage. Ich glaube, da ist die Antwort eigentlich schon relativ klar, wenn man dich kennt. Gamer oder Glotzer? Beides. Beides. Ich hab mich zum Beispiel ganz lang gegen Game of Thrones gewehrt, weil ich gesagt habe, nee, ich habe die erste Folge eingeschaltet, vor, weiß ich nicht, 12 Jahren und dachte, Alter, wie sieht denn das aus? Das sieht aus, als hätten die die Kulisse aus Pappe gebaut. Und so war es ja in der ersten Staffel offensichtlich auch, weil die ja gar kein Geld hatten und ich dachte, das sieht ja richtig scheiße aus, ey. Und dann habe ich nach ein paar Jahren nochmal eingeschaltet und bin dran geblieben. Also ich gucke super gerne Serien. Also ich habe zum Beispiel, klingt total doof, Grey's Anatomy durchgesuchtet. Weil ich angefangen habe mit House, als House noch im Fernsehen lief, weil ich zum Beispiel so Typen wie House total geil finde, einfach vom Typ her. Also ich zocke super gerne und ich bin unfassbar, unfassbar ehrgeizig beim Zocken. Das ist ein großes Problem. Darüber haben Christine und ich uns kennengelernt, weil sie irgendwann gesagt hat, halt mal die Fresse, du störst alle und nervst alle. Ich zocke immer noch super gerne, aber ich reg mich da mal sehr schnell auf und ich finde es teilweise mittlerweile schöner, einfach eine Serie zu gucken. Zum Beispiel, Christine und ich haben The Witcher wieder geguckt, die zweite Staffel jetzt. Das war einfach schön, zusammen mit ihr das zu gucken, weil das ist Fantasy-Genre, es ist ein Game, das wir gezockt haben und ne, wir konnten Zeit miteinander verbringen. Das ist mit dem Baby alles nicht so einfach im Moment. Also ich beides, Gamer und Glotzer. Im Moment bin ich eher so ein bisschen mehr zocken als glotzen. Dazu auch spontane Frage, hast du eine Lieblingsserie? Ja, das kommt aufs Genre an, da gibt es viele. Also Geheimtipp-Lieblingsserie, die Christine und ich geliebt haben, fand ich unfassbar geil. Ich habe das eben gesagt, ich finde so Typen gut wie House. Ne? House hatte so eine gewisse Art, so einen gewissen Charakter. Aber wer eine richtig geile Serie gucken will, die ein bisschen älter ist, die nicht so bekannt war, auch schon gut angekommen ist, leider sehr kurz war, White Collar. White Collar ist eine so geile Serie, einfach nur, weil der Hauptdarsteller ein unfassbar charmanter und sympathischer Typ ist. Ja, White Collar fand ich richtig cool, Suits fand ich geil, House fand ich geil, The Good Doctor habe ich geguckt, es
tausend Serien, wirklich tausend Serien. Was ich zum Beispiel nicht gucken kann, ist Vikings oder so. Da gucke ich rein, denke die erste Folge schon, boah, ist das kacke, ey. Wenn es nur darum geht, dass möglichst viel Blut spritzt, das muss ich nicht sehen. Aber ich habe zum Beispiel Lieblingsschauspieler. Habe ich ganz viele. Hast du ganz viele? Ja. Ja, ja, also wo ich sage, egal was ich von denen gucke, finde ich geil. Keanu Reeves zum Beispiel, gibt es nicht einen Film oder eine Serie, die ich scheiße fand von dem. Also Wick, John Wick, die drei Teile, oder Denzel Washington, finde ich alle geil. Kann ich gucken, was ich will, finde ich immer gut. Okay, dann, wie geht's dir im Moment? Körperlich oder mental? Körperlich bin ich ein bisschen krank und mir tut das Knie ab und zu weh. Standardgeschichten. Mental bin ich im Moment ein bisschen angeschlagen. Kann da jetzt nicht zu viel ins Detail gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern hatte ich einen Gerichtstermin wegen der Sache mit meinem Mitarbeiter und habe in diesem Termin gesessen und hatte schon wieder das Gefühl, dass eigentlich keinen interessiert, warum ich dem überhaupt gekündigt habe und ob das rechtens ist oder nicht. Da ging es dann nur um ganz viele andere Bullshit-Sachen, die keinen Schwanz interessieren sollten eigentlich. Nicht mal der Richter hat sich für das interessiert, worum es eigentlich ging. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, lass den Scheiß beenden und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Interessiert ja offensichtlich eh keinen. Und ja, sowas nimmt mich dann immer mit, ne? Weil letztlich war ich eigentlich voll und ganz im Recht und hätte das auch alles nachweisen können, aber irgendwie hat keiner sich berufen gefühlt, auch nur mal dahin zu gucken und sich das anzuschauen und da habe ich dann aufgegeben. Ich war gestern den ganzen Tag down, also einfach nur, weil ich down bin. Ich im Moment so ein bisschen also mental so ein bisschen an der Menschheit zweifle, so ein bisschen oder an Menschen generell zweifeln, ne? Nicht jetzt an allen, aber die andere Geschichte mit den Jungs von dem Online-Kurs ist jetzt auch vor Gericht. Das wird eine riesenlange Geschichte. Und ja, sowas nimmt mich immer sehr mit. Also es ist tatsächlich so, dass ich gestern nach Hause gekommen bin, habe den Kleinen in den Arm genommen und habe fast geknatscht, weil ich gedacht habe, in was für einer Welt der leben muss, ey, später, wenn das so weitergeht. Furchtbar, ey. Einfach nur, weil irgendeiner ein Land haben will, marschiert er da ein in der Ukraine und andere machen einfach, was sie wollen und unser Rechtssystem scheißt da drauf und guckt weg. Und das war so, also mental bin ich so bei an ein paar Stellen gerade ein bisschen down. Deshalb nehme ich mir dann immer den Kleinen in den Arm und mache irgendwas mit dem. Das holt mich da so ein bisschen raus. Und es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, dass meine Frau ganz genau gewusst hat, was gestern los war. Ich habe kein Wort darüber gesagt, was es ist, aber die wusste es ganz genau. Einfach so, das ist halt dann immer gut zu merken, dass du jemanden hast, der dich versteht. Also das ist sehr, sehr wichtig. Da bin ich Christine sehr dankbar. Ansonsten körperlich ist alles in Ordnung. Jetzt geht der Winterblues wieder weg und jetzt ist die erste Gerichtsgeschichte ist vorbei, die zweite Gerichtsgeschichte läuft jetzt und ich habe zwei sehr motivierte Anwälte und dann sehen wir weiter. Und ich freue mich auf den Sommer und wieder vernünftig arbeiten zu können, ehrlich. Okay, bisschen leichter wieder. Bist du eher ordentlich oder chaotisch? Das ist die ordentlichste Ecke in der ganzen Bude gerade. Die habe ich nur aufgeräumt, weil die Kamera dahin filmt. Ich bin eher chaotisch. Ich mache halt Sachen so, wie sie gerade da liegen. Ne? Also so mit hier sauber wegräumen und so ist nicht... Da Christine ist eher so die ordentliche. Was passiert, wenn du einen Tag keinen Kaffee bekommst? Nix, im Zweifel bin ich abends müde. Also ich bin jetzt... Ich trinke eigentlich auch Kaffee erst seit so 2-3 Jahren, wirklich. Ne? Ich habe nie eine Kaffeemaschine gehabt. Ich habe mir nie groß was aus Kaffee gemacht. Seit ich aber viel draußen war im Winter, ja, lass es 4-5 Jahre gewesen sein, wenn es dann scheiß kalt war und ich ein bisschen wach werden musste, weil ich nicht viel geschlafen habe, weil ich halt die Nächte mir um die Ohren geschlagen habe mit irgendwelcher Arbeit, habe ich halt tatsächlich einfach angefangen, Latte Macchiato zu trinken. Ich bin jetzt keiner, ich mag zum Beispiel so diesen bitteren Kaffeegeschmack nicht, deshalb ist das eigentlich eher Milch als alles andere. Wenn ich keinen bekomme, bin ich im Zweifel immer müde. Aber da werde ich nicht schlecht gelaunt oder so, wie manche andere. Aber was ich, kann ich auch nicht so sagen. Wenn ich zum McDonald's fahre, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel, und hole mir dann Kaffee und ich trinke den, der schmeckt wie Scheiße, da könnte ich richtig wütend werden, weil ich halt viel Geld für den Kaffee ausgegeben habe und die es nicht geschafft haben, den richtigen Knopf zu drücken. Und dann ist der unfassbar bitter, weil die da fünffachen Espresso reingekippt haben oder so. Dann werde ich schon ein bisschen, naja. Leben ohne Hund, für dich vorstellbar? Ja. Echt? Ja. Ja, weil ich lange ohne Hund gelebt habe. Boah, Drata hat gerade schon wieder Kronen. Das sind dänische Kronen. Das ist schon wieder 10 Euro oder so, ne? Kauf dir mal einen extra Kaffee morgen.
Dann sieht die Welt gleich besser aus, ja, danke. Vielen Dank für den Superchat, für die Spende, Drata. Ich habe übrigens, ganz kurz, ich antworte gleich auf die Hundefrage. Drata, ich habe übrigens dein Dings im Discord gelesen mit dem Jagdhundetrainer. Da müssen wir mal drüber quatschen. Das fand ich sehr interessant, dass du da gesagt hast, dass du mit dem da so einen Vortrag gemacht hast und so. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten irgendwann mal, wenn wir uns mal im Discord sehen oder mal schreiben. Das fand ich super spannend. Klar ist ein Leben ohne Hund vorstellbar. Irgendwann geht's halt nicht und ich bin auch ohne Hund lange gewesen und ich könnte auch wieder ohne. Ich finde es halt schöner mit. Aber ich bin jetzt auch nicht böse. Also, wenn wir jetzt die Hunde einfach mal eine Woche bei Freunden lassen würden, würde ich die zwar schon vermissen, aber ich würde es auch, glaube ich, mal genießen, nicht Verantwortung übernehmen zu müssen für die Tiere. Also, ich sage was anders. Ich könnte mir guten Leben ohne eigenen Hund vorstellen, wenn ich weiterhin die Hute hätte. Auf jeden Fall. Okay. Wer hat es gesagt? Loriot. Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Aber es ist halt möglich, ne? Ganz ohne würde ich aber nicht, ne. Wenn ich 70 bin, werde ich mir nicht nochmal einen Border Collie holen. Da bin ich smart genug. Smarter als die Menschen, die teilweise zu mir ins Training kommen. Aber du brauchst auch ganz viele Corgis. Ja, aber das sind ja keine Border Collies. Und, nein, aber Hunde. Aber Corgis ist echt, wir haben gerade noch einen neuen Corgi-Welpen. Der ist noch kleiner als die anderen, weil er noch jünger. Und der heißt Rocket. Wie geil ist das denn? Wie so eine kleine Rakete rutscht der über den Boden immer. Voll geil. Würdest du aus deiner Vergangenheit etwas rückgängig machen? Ja. Wenn ich könnte, einige Entscheidungen. Ich bin zu leicht, glaube ich, in manche Sachen reingegangen. Ich habe den Menschen zu viel vertraut, habe ich eben schon mal angeschnitten. Da würde ich eine Sache definitiv rückgängig machen. Da ärgere ich mich im Nachhinein jetzt auch drüber, weiß ich nicht, ob ich blöd war, blind war oder ob die das einfach gut gemacht haben. Aber viel mehr kann ich ja jetzt im Moment nicht zu sagen, bis der Anwalt sagt, ich darf darüber reden. Okay. Magst du lieber Meer oder Berge? Ich bin keiner, der Strand braucht, sagen wir es mal so. Wenn mit mehr Strand gemeint ist, dann würde ich lieber Berge nehmen. Also ich würde lieber auf den Berg wandern, mich oben hinsetzen, auf eine Almhütte und in die Ferne gucken und meine Ruhe haben und, weiß ich nicht, einem Adler zusehen, der ins Tal schwebt und wii schreit, als dass ich da sitze und denke, oh, wie schön ist denn dieser Sand zwischen den Arschbacken. Also ich mag aber das Meer auch. Aber wenn ich wählen müsste, Berge. Also ich finde schon so Berge, grüne Landschaften mit dem Hund irgendwo über einen Hügel laufen, finde ich schöner als durch einen Strand und Salzwasser stapfen. Es ist auch mal schön, aber ich würde lieber einmal Strandurlaub und dafür dreimal Urlaub in der Natur mit Ruhe machen. Das ist, glaube ich, eine gute Aufteilung. Mhm. Lieblingsmusikrichtung? Keine. Das ist tatsächlich so keine, weil, also ich früher extrem viel Black Music gehört. Das, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt noch sagen darf. Das ist also Hip-Hop, R&B, Soul, alles, was so aus Amerika quasi gekommen ist und aus der schwarzen Sarah, vielen Dank für die 10 € Spende. Kauf dir davon eine Bratwurst oder einen Kaffee. Ja, Kaffee auf jeden Fall wird's. Danke für die Spende, Sarah, wäre nicht nötig gewesen. Ich habe super viel Black Music gehört, höre ich bis heute noch. Also so hier, was waren so die Sachen? Eve, Missy Elliott, weil ich da einfach feiern war in meiner Disco, ne? Aber ich höre genauso auch rockige Geschichten. Hallo Kamera, ich bin hier, das da hinten ist ein Hund. Ich höre auch super gerne rockige Geschichten, Creed, Disturbed, ja, also da geht es dann auch schon eine ganz andere Richtung. Und wenn ich Energie habe und Bock habe, dann höre ich auch super viel House. Ich habe darauf auch viel getanzt früher in der Disco. Also ich ist jetzt, weil es gibt so zwei Sachen, die ich gar nicht mag. Wirklich gar nicht. Das sind so die typischen Schlager. Also so hier Helene Fischer. Mag ich gar nicht. Aber trotzdem singe ich dann manchmal bei, wie heißt er? Shit. Mark Forster mit. Manchmal sitze ich da bei Marc, morgen, übermorgen. Und ich denke so, oh, das ist eigentlich auch schon Schlager, ne? Also ich werde alt, glaube ich. Also Schlager mag ich gar nicht. Und was ich absolut verabscheue und eine Abneigung gegen habe, ist Deutschrap. Deutscher Gangster-Rap. Boah, da könnte ich durchdrehen, ey.
Was für Affen? Ja, nee, das mag ich gar nicht. Ja. Jo, jetzt habe ich gleich 5 Follower verloren, weil die voll die Deutschrap-Fans sind, ey. Weil der Deutschrap ist falsch. Fanta 4 zum Beispiel ist die geilste Show, die ich jemals gesehen habe live. Fanta 4, und das ist ja auch deutsch, aber das ist halt was anderes, ne? Fanta 4, oh Gott, 5 Sterne Deluxe, Sammy Deluxe, da gab es ganz, ganz viele geile deutsche Rap-Geschichten, aber was ich nicht mag, ist deutscher Gangster-Rap. Brudi, ich küsse dein Auge. Alter. Boah, ey. Da krieg ich Anfall. Contra K ist schon wieder cool. Einigermaßen, ne? Contra K geht schon noch. Der hat so ein paar Mainstream-Sachen, die ich ganz okay finde, aber da finde ich auch viele Sachen nicht gut. Aber das ist nicht so dieses richtig dumme Gangster-Rappige, was ich finde. Also, Contra K, Sido, Bushido, die haben ja auch mal so ein bisschen Mainstream gemacht, in Anführungsstrichen. Die sind ja nicht so ganz. Das sind ja Sachen, die ich richtig schlimm finde. Sido zum Beispiel, die neueren Sachen finde ich ganz cool und die alten Sachen fand ich Fuffis im Block, meine Maske, boom. Dumm, Alter. Hat's für mehr Text nicht gereicht, oder was? Ja. Und dann halt immer die gleichen Leute, die das hören und mit ihren aufgemotzten Autos dadurch gegenfahren, da denke ich auch immer, ja, okay. Aber das ist Geschmackssache. Film oder Serie? Ich habe eben gesagt, ich bin so einer, der so Sachen durchsuchtet, ne? Aber es gab richtig geile Filme. Also so die Marvel-Reihen und so. Also auch da. Ich glaube, ich kenne mehr geile Filme als geile Serien. Wobei ich auch längst nicht alle Serien gesehen habe, weil die ja unfassbar lang sind. Also ich finde nichts Schlimmeres, sagen wir es so, ich finde nichts Schlimmeres als etwas, das aufhört, obwohl es nicht aufgehört hat. Also so eine Serie zu gucken und dann am Ende hängen zu bleiben, weil die nächste Staffel erst nächstes Jahr rauskommt. Da könnte ich ausrasten. Dann lieber ein Film, der einfach am Ende ist. Matrix 1, Bums, so, zack, das war einigermaßen abgeschlossen. Wusste, es kommt ein zweiter Teil, hat sich drauf gefreut, geil. Ne? Oder Herr der Ringe oder so. Aber, ja. Beides. Okay. Jetzt wieder, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Du hast 3 Wünsche frei. Welche Wünsche würdest du dir erfüllen lassen? Da hatten wir ja eben schon den einen, ne? Keine Probleme mehr mit Gesundheit und Gewicht haben. Dass Family und also Frau und Kind einfach gesund sind und dass alles, was ich im Moment an Ärger rund um meine Arbeit habe, den mir andere machen, sich einfach auflöst und einfach alles gut ist. Fertig. Das wäre jetzt, wenn ich mir Sachen für mich wünschen wollen würde, müssen würde. Ne? Weil es ging jetzt, welche würdest du dir erfüllen? Aber Hand aufs Herz, gibt viel wichtigere Sachen. Also wenn das da in der Ukraine nicht bald aufhört und Corona nicht bald aufhört, haben wir bald alle anderen viel mehr Probleme. Also man könnte sich noch so viele sinnvolle Dinge wünschen. Kein Tierleid mehr, fände ich ein großes Thema. Ey. Ich da immer sehe, wie es manchen Tieren geht. Sei es Zoo oder wo auch immer. Also da könntest du dir so viele Sachen wünschen. Ich habe jetzt die 3 Sachen, die ich gesagt habe, wirklich nur für mich und mein näheres Umfeld. Aber ja. Ach Gott, da könntest du ja 1000 Sachen wünschen. Ey. Ja. Früher war immer so der Trick zu sagen, dass der Wunsch ist, dass man so viele Wünsche frei hat, wie man will. Nee, das gilt ja nicht. Da sagt kein Genie, dass du das darfst. Aber sowas wie hier, ne, also ich will auch so eine Standardantwort wie Frieden für die Welt und so. Ja, aber das ist schon eine coole Sache. Aber was heißt eine coole Sache? Das ist schon eine wichtige Sache. Ne? Wir leben es ja, wir haben es jetzt genau vor der Haustür. Wenn das in der Ukraine eskaliert, sind wir involviert. Dann bin ich involviert. Dann muss ich wieder nach Bonn fahren, meine Klamotten anziehen im Zweifel und da irgendeinen Scheiß machen. Also es gibt schon sehr, sehr wichtige Dinge, wie ne, Natur, mehr Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Und aber ja, wenn du so anfängst, dann kannst du dir halt 1 Million Sachen wünschen. Ne? Ich habe jetzt einfach nur mal aus dem Kopf heraus 3 Dinge genommen, die für mich relevant wären. Dass es mir besser geht, dass ich gesund bin, meine Familie gesund ist und dass ich einfach nicht mehr so viel Ärger habe, weil dann kann ich mich nicht, oder muss ich mich nicht um den Ärger kümmern, sondern kann mich um schöne Sachen kümmern. Wenn ich jetzt nicht so viel Ärger mit anderen Scheiß hätte, dann könnte ich vielleicht, weiß ich nicht, ehrenamtlich im Tierheim arbeiten und da was Gutes tun. Versteht ihr, was ich meine? So ungefähr. Bist du Fußballfan? Ja. Ja, nicht mehr. Also ich habe Fußball gespielt ganz lange, bis in die Bezirksliga sogar, was in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht ganz weit unten ist.
Ist auch jetzt nicht so ultra weit hoch. Aber bei mir in der Klasse haben zum Beispiel Jungs gekickt, die in Leverkusen in der Jugend gespielt haben und beim FC, also Köln. Die waren schon einen Tacken besser als ich, das muss man schon so sagen. Ich bin Dortmund-Fan. Was in den letzten Jahren leider eine sehr leidliche Geschichte ist. Aber ja. Ja. So, das würde ich, mal zurückzukommen, das würde ich gerne mit meinem Sohnemann einmal machen. Wenn der Bock auf Fußball hat, fahre ich einmal mit dem ins Westfalenstadion. Wenn da 85.000 Leute für eine Fußballmannschaft schreien. Einfach nur, dass der das mal mitkriegt. Ich habe das damals, wir haben Länderspiele geguckt in Köln und so, das ist schon geil. Ne? Und Köln ist jetzt ein kleines Stadion mit 40.000 gewesen damals oder so. Aber 85.000, die gelbe Wand, die dann da feiert, das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf und ich glaube, wenn der kleine Fußball spielt, da ja auch. Jetzt noch mal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit. Geht sie ohne. Bäh. Mit. Mit kalter Butter. Stadt oder Land leben? Hatten wir eben schon Land. Mhm. Also eher ländlich. Döner oder Pizza? Schwer. Also ich mag auch Döner, aber bei Döner stinkt man danach immer so. Also mit so Tzatziki und so. Pizza ist eher so für die Umwelt besser. Obwohl Pizza macht man sich eher selber als Döner. Ein richtig geiler Döner ist schon cool. Döner. Okay. Was ist das für ein Tattoo an deinem rechten Unterarm? Ja, das ist jetzt leider nicht mehr vollständig. Also ihr müsst das dann auf den Kopf drehen, ne? Warte, wie mache ich das? Ich wollte schon immer ein Tattoo haben. Oder ich habe irgendwann mal gedacht, ich will ein Tattoo haben. Und habe es nie gemacht. Und das habe ich jetzt gemacht, als ich Hundeschule gegründet habe. Das hier ist der Pfotenabdruck von Gaia. Das ist der Pfotenabdruck von Milan. Und das ist der Daumenabdruck von Christine. Das sind also die drei, in Anführungsstrichen, Lebewesen, die vor 10 Jahren einen Fußabdruck in meinem Leben hinterlassen haben. Und der nächste Plan ist, dass jetzt entweder da runter oder aber auf die andere Seite was vom Kleinen kommt. Aber er hat da noch keinen Daumen, aber vielleicht so ein Fußabdruck oder so. Mal gucken. Also ist jetzt nichts ultra wildes, ist auch nicht mega, mega fancy gemacht oder so. Ne? Ich wollte es nicht zu auffällig haben, ich wollte es einfach haben und ich habe es auch extra an eine Stelle gemacht, wo man es nicht die ganze Zeit sieht, ne? Weil ich auch noch ein bisschen seriös wirken soll. Ja, ich fand es krass, als ich die Frage gelesen habe, habe ich erstmal drüber nachgedacht, ob du ein Tattoo hast. Also, ja, das fällt nämlich nicht so auf. Ja, das wollte ich tatsächlich. Ich wollte das nicht an der Stelle haben, wo man es immer sieht. Ne? Also so wie auf der Wade, wenn ich eine kurze Hose anhabe oder so. Klar, wenn ich ein T-Shirt anhabe, sieht man das. Aber die Hälfte des Jahres siehst du es nicht. Meine Mutter hat so ewig nicht gewusst, dass ich ein Tattoo habe. Aber meine Mutter ist genauso, als ich noch zu Hause gewohnt habe, kam die nach Hause, hatte einen riesen Delfin auf dem Rücken und hat sie ganz lange verheimlicht, bis irgendwann, ich glaube, mein Vater sie an der Schulter angefasst hat, sie geschrien hat, weil sie das noch entzündet war und so. Ja. Okay, das hast du eben schon mal kurz angeschnitten. Wie habt ihr, du und Christine, euch kennengelernt? Wir haben gezockt, wie die Verrückten, WoW gezockt, World of Warcraft. Damals Burning Crusade. Nee, noch vorher, Classic sogar noch, WoW Classic, also 2006, 2007 war das ungefähr. Und dann haben wir da irgendwann zusammen in der gleichen Gruppe gespielt und ich war unfassbar ehrgeizig und gewinnorientiert und mich hat das aufgeregt, wenn andere Scheiße gespielt haben, so wie wenn beim Fußball einer vorbeischießt vom leeren Tor, da könnte ich ausrasten, ne? Also wenn ich mit auf Platz stehe, damals war das so. Und irgendwann hat sie mich dann halt angeschrieben, hat gesagt, jetzt halt doch mal die Klappe, du störst alle, du machst nur schlechte Laune oder so. Das war der erste Kontakt. Ja. Und dann irgendwann 2 Wochen später haben wir ein paar Mal geschrieben und dann 2 Wochen später ist sie für ein Wochenende vorbeigekommen. Da wird ihre Mutter hat sich auch richtig gefreut, als sie gesagt hat, ich fliege 500 Kilometer quer durch Deutschland zu einem Typ, den ich noch nie gesehen habe. Da hat die Mutter gesagt, cool. Ja. Ja. Boah, ist das sehr schön. Her. Ich bin überrascht, aber es war wohl schon die letzte Frage. Oh. Ging doch schneller jetzt, als ich dachte. Aber ich habe ja noch ganz viele auch private Fragen. Ich versuche mal durchzugehen, weil das gerade passt. Ali oder Horde? Ich habe ganz zum Anfang Horde gespielt, noch bevor ich mit Christine zusammengespielt habe, danach immer Allianz. Christine will nicht mit Untoten zusammenspielen. Das findet sie doof. Sie will eher so schöne Elfen und so, Hüpfi und Natur und Druide. Und so ein untoter Schurke daneben, das findet sie eklig. Also wir haben auch mal Horde gezockt, ein bisschen, aber nicht so. So, ich mache mal eben schnell die einfachen Fragen vorab, die sind jetzt nicht sortiert.
Und danach machen wir die schwierigen. Oh Gott. Da. Zockt ihr noch in eurer Freizeit und was sind sonst deine eure Hobbys? Also neben halt der Tatsache, dass wir jetzt mit Kind und Hund einfach super viel auch zu tun haben, ist mit Hobbys nicht mehr so viel. Wir haben halt zusammen Sport gemacht. Dabei habe ich mir das Knie kaputt gemacht beim Taekwondo. Das hat echt Spaß gemacht eigentlich. Traurig, dass ich mich da so doof verletzt habe. Ja, wir haben jetzt so hobbytechnisch in den letzten anderthalb Jahren halt nicht viel machen können zusammen, ne? Aber ja, wir haben viel zusammen gezockt, tatsächlich. Grillabende, raus mit den Hunden. Wir sind schon eher so, ja, eher so zu Hause orientiert, ohne das jetzt das negativ meinen zu wollen. Also wir sind jetzt niemand, der voll krass auf Gartenarbeit steht oder so und dann halt zu Hause Bonsai-Bäume macht oder so, ne? Also wir zocken noch, ich zock noch so ein bisschen. Christine kann im Moment nicht. Das fuchst sie auch total. Die würde nämlich gerne auch ein bisschen mehr zocken. Ihr kommt dann immer hoch und sagt, guck mal, der Papa zockt schon wieder. Ja. Ja, ich zock noch so ein bisschen, aber das ist längst nicht mehr so viel wie früher. Meistens ist es abends, wenn ich nicht pennen kann, dann zocke ich einfach so lange, bis ich müde bin. So. Geh doch mit dem Kleinen zum Eltern-Kind-Turnen, dann bist du als Papa der Held. Ja, ja. Wir haben jetzt so eine Krabbelgruppe, da wollten wir eigentlich schon ein paar Mal hin, aber jedes Mal ist irgendeiner krank, da fällt die Gruppe aus. Voll doof irgendwie. Ich habe mich da voll drauf gefreut. Du wirst ohne Scheiß, du wirst als Vater mit Baby im Supermarkt ganz anders wahrgenommen. Das ist total freaky. Du bleiben die fremden Leute neben dir stehen. Ach, der ist aber knuffig, der Kleine. Der sieht aber auch wie aus wie der Papa. Sie sieht aber auch netter Papa. Sonst reden die Leute nicht mit dir, ne? Ja. Zockst du noch WoW? Ja, so ein bisschen nebenher, aber längst nicht mehr so wie früher, ne? Also wirklich ganz wenig Klassik im Moment, TBC Klassik. Einfach zum Abschalten. So, kommen wir jetzt langsam zu den persönlichen Sachen. Darfst du deinen Sohn noch Endgegner nennen oder hat Christine das ausgetrieben? Nee, ich nenne ihn gar nicht mehr Endgegner. Also das habe ich immer nur mal so ein bisschen gemacht. Bei mir heißt er der Babymann. Tatsächlich. Und Christine hat das übernommen. Die sagt auch immer, wo ist der Babymann und so. Ja, weil es irgendwie passt. Also wir wollten halt nicht immer so mit dem Namen und so. Klar kennt er seinen Namen und wenn wir seinen Namen sagen, dann dreht er sich auch um. Aber ich will ja hier nicht immer seinen Namen sagen und so. Ne? Also es ist einfach unser Baby, fertig. Irgendwann ist es unser Sohn, irgendwann ist es unser Kind oder so. Also ja, ich nenne ihn nicht groß Endgegner. Meine Mutter hat sich ganz lange in Anführungsstrichen darüber aufgeregt, dass ich den Baby nenne. Der hat doch auch einen Namen. Ja, aber Mama, ich nenne dich auch Mama und nicht. Ne? Vorname. So, könntest du dir vorstellen, die Router direkt am Haus dabei zu haben? Ich könnte mir das vorstellen, Christine, gar nicht. Da hatten wir schon mal das Thema drüber, wenn wir so ein Gelände finden würden, weil sie dann immer gesagt hat, ey, dann wirst du die Arbeit halt nie los, hast du den ganzen Tag dann Palaver, ne? Weil du gehst dann halt rein, also arbeitest morgens 7 Stunden, dann machst du zu Hause Dusche, tralala, und dann sitzt du im Wohnzimmer und hörst immer noch das Hundegebell und Geschrei. Das ist halt auch doof, ne? Also ich könnte mir das schon vorstellen, wenn genug Abstand dazwischen ist, so ein riesen Bauernhof oder sowas. Christine ist da eher nicht so happy mit gewesen. So, dann. Jetzt fangen wir mit den Hundefragen an. Wir machen mal einfach bis. Oh nee, nee, sind noch nicht Hundefragen. So, hier noch eine persönliche Frage. Was würdet ihr tun, wenn euer Kind LGBT plus wäre? Oh, wieso ist die Frage jetzt wieder weg? Wenn ich das richtig verstehe, nicht, dass ich nicht jetzt falsch verstehe, ne? Aber mir ist es egal, ob er schwul, straight oder wie auch immer. Ist doch völlig wurscht, ey. Ich wohne im Rheinland, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Schwule und lesbische Pärchen und Menschen aller Gesinnungen sind hier völlig normal. Ich kann mir vorstellen, dass das im tiefsten katholischen Bayern anders aussieht, aber. Ja, ich würde wetten, über 10, 15% unserer Kunden sind homosexuell. Ganz viele, ganz viele. Ich war auch total bei vielen schon zu Hause zum Training und habe das da erst festgestellt. Die dann sagte, kommst du mal vorbei und dann, okay, muss ich noch irgendwas über deinen Partner wissen? Partnerin. Okay. Also, ne, ich war mal bei einem Kunden,
der ist ewig schon Kunde in der Huta, hatte Probleme mit seinem Hut zu Hause und der wohnt in Köln, mitten im Bermuda-Dreieck, in Anführungsstrichen. Also es ist so eine, hallo Svenja, danke für den Sub. Das ist so eine Gegend, wo extrem viele Schwule und Lesben wohnen und auch entsprechende Kneipen, Szene-Kneipen und sowas sind. Und unten drunter war so ein Sexshop. Also so ein richtig, wie man sich vorstellt, so klingt total blöd jetzt, ist aber nicht böse gemeint, so klischeehafter Sexshop, also mit Lederkleidung und so, ne, also für Schwule und Lesben. Und das total offen auch und so. Das war so ein bisschen befremdlich für mich, aber völlig normal. Also es ist hier im Rheinland völlig normal. Wenn unser Kind schwul wird oder was auch immer, dann wird er schwul oder was auch immer. Hauptsache es ist gesund. Also ich glaube, Schwierigkeiten hätte ich eher mit so Sachen, wenn es heißt, er möchte jetzt immer mit ihre Lordheit Dämon irgendwas angesprochen werden. Ich glaube, damit hätte ich echt das Problem. Aber das weiß ich auch nicht. Wenn es soweit ist, sieht die Welt vielleicht anders aus. So. Die Katrin fragt, was wirst du machen, wenn eines Tages deine fancy Fragen ausgehen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also, es wiederholen sich jetzt immer wieder Fragen. Und das kommen auch immer wieder Fragen dran, wo ich sage, ey, da habe ich eigentlich schon mal ein Video zu gemacht und ich will das nicht wiederholen. Und dann stelle ich fest, ey, das Video ist 4 Jahre alt. Und ich habe so im Kopf, das ist 3 Monate her, ne? Also, viele von den alten Fragen werden wir dann nochmal neu aufarbeiten, auch wenn die doppelt kommen, weil mittlerweile kann ich es einfach besser präsentieren und besser rüberbringen. Bin ich fest davon überzeugt zumindest. Also es werden sicherlich irgendwann mal Folgen kommen, wo der eine oder andere von euch denkt, oh, habe ich schon gesehen oder kenne ich schon. Ist dann halt so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Fragen gehen den Leuten nicht aus, aber es werden, manchmal sind auch sehr viele Fragen dabei, wo ich dann einfach zurückschreibe, bestimmt 5-mal, ja, nicht 5-mal am Tag, aber 10, 15-mal die Woche, dass ich schreibe, sorry, aber da kann ich kein Video zu machen, ey. Eine Frage, die kam heute über, ich glaube, Insta oder Facebook rein. Warum schlängelt mein Hund sich bei anderen Menschen zwischen den Beinen durch und bei mir nicht? Wie soll ich das denn beantworten? Also, das können ja 1000 Gründe sein. Ich kenne ja weder dich noch den Hund und das ist jetzt auch nichts, wo ich eine ganze Folge drüber reden könnte. Keine Ahnung, ist es denn wichtig? Ne? Also, ich glaube, die Fragen werden nicht ausgehen, aber die Qualität der Fragen ist tatsächlich ein großes Thema. Es ist ja jetzt so, dass Marie und ich extrem versucht haben in der letzten Zeit die thematische Qualität hochzuhalten und auch Dinge zu verändern. Ja, das habt ihr bei dem Martin-Rütter-Videos das erste Mal gesehen. Und es sind viele Videos in Planung, die ich jetzt noch aufnehmen muss, wo wir sehr ähnlich arbeiten, wo wir wirklich ganz tief reingehen und einfach mehr versuchen, den fachlichen Inhalt rüberzukriegen. So, jetzt habe ich gerade Martin Rütter schon angesprochen. Jetzt machen wir die andere Frage. Ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich gerade gelesen habe. Ich sehe schon, es ist schon markiert. Welche Hunde eignen sich als Assistenzhunde? Genau darüber werden wir ein Video machen. Und darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Welche Hundetypen sich als Assistenzhund eignen. So, aber die Frage von Luna, Freund. Hast du dir die Folge von Martin Rütter noch angeguckt und kannst kurz deine Sicht mitteilen? Wir haben ja letzte Woche diesen Stream gemacht, wo wir von TV Now gestreamt haben, diese Folge mit Coffee und der Vermittlung und dem nass gespritzt werden mit der Flasche. Und ich habe das unfassbar ausführlich kommentiert und das ist 3,5 Stunden lang gewesen. Der Stream. Leider hat das bei YouTube nicht funktioniert, weil es waren ruckzuck 600 Leute im Chat, im Stream. Ich wusste gar nicht, wo die herkommen. Und dann hat YouTube halt gleich gesagt, hier, da stimmt was nicht. Da war der Martin angezeigt, zack, gesperrt. Dann haben wir es halt doch durchgezogen, aufgenommen, als Video bearbeitet. Die Marie hat da stundenlang an Arbeit reingesteckt. Dann haben wir es hochgeladen. Dann haben die halt gleich wieder gesagt, ja, aber da ist der Martin drin, zack, gesperrt. RTL, ne? Also ist ja... TV Now ist ja RTL. Und dann habe ich halt einen Einspruch eingelegt und habe gesagt, hier, so und so sieht es aus. Ich weiß, dass das TV Now gehört. Wir haben das auch in der Quelle gezeigt und wir gehen auch ehrlich mit um und das ist ein Reaction-Video und das darf man. So, ne? Das darf man in der Theorie. Und dann hat RTL gesagt, es ist mir scheißegal, gesperrt. Es hat dann so eine Woche gedauert, bis dann wieder was kam. Und dann hatte ich halt die Wahl, wieder einen Einspruch einlegen. Wenn die den aber dann wieder entgegensperren, dann kriege ich einen Copyright-Strike auf dem Kanal. Und bei 2 Copyright-Strikes wird der Kanal einfach geschlossen, dass du keine Chance gegen. Das heißt, ich hatte entweder die Wahl zu sagen, ich würde das gerne, aber weiterhin, ich finde das gut und die Leute sollten das sehen. Und damit halt zu riskieren, dass 50% meiner Verwarnmöglichkeiten aufgebraucht sind. Ja, so leid mir das auch tut und wer nicht dabei war, hat wirklich was extrem Gutes verpasst, weil das war eine super, super geile Folge und wir konnten extrem viel lernen. Und ich habe das gerne aufgearbeitet. Es hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und ich hätte es super gerne als Video zur Verfügung gestellt. Kann ich aber nicht,
weil ich damit riskiere, Ärger zu bekommen. Und ich überlege jetzt, ob wir das in der Zukunft, wenn wir sowas nochmal machen, ob wir das irgendwie anders hinkriegen, ob wir vielleicht bei Twitch dann streamen und das dann da eine Woche zur Verfügung steht oder so, weil Twitch da wohl anders mit umgeht mit Copyrights und die sind da wohl ein bisschen einfacher strukturiert und haben da mehr Möglichkeiten oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass TV Now ein Bezahlprogramm ist und das nicht bei YouTube war oder so, das weiß ich nicht. Also wir werden das sicherlich nochmal probieren und wenn es wieder schief geht, dann wissen wir, okay, in dieser Nische, in dieser Szene, Hundetraining und Wissensvideos sind React-Videos nicht so gern gesehen oder so. Das weiß ich nicht. Also, ich kann dir leider nicht das Video zur Verfügung stellen, Luna. Ich würde es super gerne. Es ist ein richtig, richtig geiles Video geworden und die Marie hat vor allem unglaublich viel Zeit investiert. Und ich glaube, die dabei waren, die Leute können ja mal im Chat schreiben, die dabei waren, die waren, glaube ich, auch begeistert davon, dass wie wir das aufgearbeitet haben. Also nicht, was ich gesagt habe, sondern in welchem Umfang wir da drüber gesprochen haben. So. Oh, nochmal was Persönliches. Warst du in der Schule beliebt? Wurdest du gemobbt? Hattest du gute Noten? Welches Fach war dein Bestes? Das sind mehrere Fragen. Wir machen es mal ganz kurz. Ich bin in meiner Kindheit 7-mal umgezogen. Das heißt, ich war auf keiner Schule länger als 2 Jahre. Und wenn du immer der Neue in der Schule bist, ist es natürlich nicht so easy, vor allem nicht dann in der Pubertät. Also ich bin mitten in der 7. Klasse, habe ich die Schule gewechselt von einem der besten Gymnasien in der Gegend auf ein deutlich schlechteres, weil wir halt weit weggezogen sind und die Fahrerei nicht mehr machbar war. Und da war ich halt der Neue mitten in der Klasse. Das dauerte so eine Woche, dann kriegte ich so, willst du mit mir gehen, Briefchen? Und dann haben die mich dann halt geärgert und aufgezogen. Und ja, das ist halt so. Dann war es halt 1,5, 2 Jahre, ist halt scheiße. Ich hatte trotzdem meine Kumpels da und so und relativ schnell auch Freunde in älteren Stufen. Ich habe mich eigentlich wenig mit den Leuten in meiner Stufe abgegeben und wenig mit denen gemacht, aber mich auch viel mit denen geprügelt. Also, aber da waren, ne, wie ich schon sagte, da waren auch die Jungs dabei, die beim FC gekickt haben und so und wir haben viel Fußball gespielt und so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich war beliebt, weiß Gott nicht, ich war jetzt also keiner von den ganz coolen, in Anführungsstrichen, aber ich war jetzt auch keiner, der vorne im Bus immer in den ersten 2 Reihen sitzen musste. Ich saß eigentlich auch immer hinten im 4er und wenn mich einer genervt hat, dann habe ich halt nichts gesagt. Ich war halt keiner, der den dann da weggejagt hat oder so. Ne? Ich hatte eigentlich immer gute Noten in der Schule, ich habe nie lernen müssen. Durch das ständige Umziehen kam es dann aber irgendwann dazu, dass ich dann ganz, ganz, ganz große Probleme hatte, weil die an einem ganz anderen Punkt im Stoff waren und der Lehrer das auch nicht so geschafft hat, mich da wieder abzuholen. Dann habe ich... Hallo Thomas, danke für deine 10 € Spende. Danke. Dann habe ich in Mathe den Anschluss verloren. Und dann war es bei mir vorbei. Also ich habe die Schule gewechselt. Da waren die schon bei Sinus, Cosinus, Tangens. Dem ganzen Kram, das hatte ich noch nicht einmal gehört. Wir waren einfach an einem ganz anderen Punkt. Und dann stieg ich da ein und ich war dann raus in Mathe. Ansonsten Englisch, Erdkunde, Sport, Bio, alle so Sachen, auf die ich Bock hatte, da war ich immer gut. Da hatte ich eigentlich immer Einsen und Zweien. Mathe fand ich scheiße. Kunst war ich richtig schlecht. Kunst war ich richtig, richtig, richtig schlecht, weil ich halt rot-grün-blind bin. Und dann, ne, was will der Künstler mit diesem Bild sagen? Ja, gut, das sind halt rote Blumen. Nee, es sind grüne Blumen. Na toll, 5. Na super. Oder Deutsch. Ich kann mich noch daran erinnern, Deutsch war mein Hassfach. Absolut. Wir hatten so ein Blatt, DIN A4-Blatt, da war 8. Klasse, glaube ich, war ein Recycling-Kreislauf von der Flasche drauf. So. Hier Station 1 wird eingeschmissen, da wird dann sauber gemacht, da wird eingeschmolzen, da kommt neue Flasche raus. Irgendwie so ganz einfaches, so ein 4-Stufen-Ding. Super easy. Sollten wir beschreiben. 2 Stunden war die Klassenarbeit. Thomas saß neben mir, ein Kumpel von mir, der hat ungelogen keine halbe Seite geschrieben und hat einfach nur so runtergeschrieben, das passiert, das passiert, das passiert. Der hat eine 3 gekriegt und ich habe 2,5 Seiten geschrieben in den 2 Stunden und wirklich ganz genau und habe eine 4- bekommen. Habe ich nicht verstanden. Deutsch war nicht so meins. Also, ja, ich glaube, ich hatte eine normale Schulzeit. Ich habe mich oft prügeln müssen. Oder nee, ich bin oft in Prügeleien geraten, so 7., 8., 9. Klasse. Und ab der 10. Klasse hat mich eigentlich jeder in Ruhe gelassen, weil ich deutlich ältere und deutlich patentere Freunde hatte, als sie bei uns auf der Schule waren. Da habe ich mit anderen Jungs rumgehangen. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht könnte meine Mutter den Stream gucken. Die waren schon ein bisschen härter drauf. Die waren cool. Ja. Wir sind zusammen feiern gefahren. Letzte Story dazu. Wir sind zusammen feiern gefahren. Karneval. Morgens mit dem Auto zum Bahnhof, da in die Bahn eingestiegen,
am Kiosk eine Flasche Pushkin Black oder Pushkin Red gekauft. Ich habe es nicht mal bis zur nächsten Bahnhaltestelle geschafft. Da habe ich den kompletten Zug voll gekotzt. Dann sind die mit mir ausgestiegen, umgedreht, andere Bahn wieder rein, zack, sind bei mir ins Auto gestiegen, haben mich mit meinem Auto nach Hause gefahren, haben mich an meiner Mutter schwer besoffen vorbeigetragen, haben gesagt, der hat zu viel getrunken, haben mich ins Bett gelegt. Ich habe anderthalb Tage durchgepennt, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Die sind mit meinem Auto weiter feiern gefahren, strunzbesoffen. Und am nächsten Tag habe ich mein Auto gesucht, hab das nicht gefunden. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, Leute, wo ist mein Auto? Ja, steht da und da an der Straße. Und dann komme ich da hin, haben die das ganze Auto mit Klebeband und alles umwickelt und vollgeklebt und alles draufgeschmiert und das stank nach Alkohol über. Boah, ey. Coole Zeit. So. Kommen wir zu Hundethemen wieder. Das verstehe ich nicht. Wann gibt es ein Update von Rabbi? Das ist wahrscheinlich Tabby gemeint. Tatsächlich habe ich von denen ein paar Videos gekriegt, aber das war qualitativ nicht so gut, dass ich da ein Video, ganzes Video draus machen konnte. Ich habe die aber nochmal angeschrieben, dass sie mir nochmal was zuschicken soll. Tabby geht super gut. Die Family, die beiden, das ist ein älteres Paar, die sind unfassbar glücklich mit ihr. Die Tabby war ganz viel bei dem Behindertenturnen mit dabei, Behindertenkindertouren, und ist damit in der Halle rumgeklettert mit den Kindern und so. Das war echt schön zu sehen. Die sind alle super glücklich. Ich werde da bald mal ein Video von machen. Ich muss die nochmal anschreiben, dass sie mir ein bisschen was zuschicken. Aber ja, du hast recht. Die Marie notiert jetzt, dass wir ein Tabby-Update-Video machen. Dann kann ich euch das bisschen, was wir haben, zeigen. Nicht wahr, Marie? Marie redet jetzt und hat ja, den Mikrofon. Ja, sorry. Nein. Okay, welche Rassen eignen sich deiner Meinung nach als Assistenzhunde? IW, sorry, dass ich das jetzt so sage, guck bitte das Video dazu. Also wir haben mal ein Video gemacht, diese Hunde eignen sich als Therapiehunde. Zum Thema Assistenzhunde geht das noch viel tiefer und das ist echt ganz schwierig. Da gibt es ganz viele Beispiele oder ganz viele sehr spezielle Einsatzbeispiele für die Hunde. Das kann man also nicht so pauschalisieren. Aber in dem einen Video, das wird bestimmt irgendeiner gleich mal im Chat verlinken, habe ich mal geschrieben, welche Eigenschaften so ein Therapiehund mitbringen sollte. Und das ist so ein guter Anfang, weil das müsste ein Assistenzhund mindestens haben. Und man kann auch nicht sagen, diese Rasse eignet sich, weil ich kenne so viele Labradore, die durchfallen würden in der Assistenzhundeprüfung, weil sie einfach total unruhig sind und damit nicht gut klarkommen würden. Also wir werden demnächst ein größeres, wirklich umfangreicheres Video machen, wo wir auf das Thema Therapie und Assistenzhunde mal richtig im Detail eingehen. Also wirklich mit Kapiteln und richtig Quellen und tralala. Ist schon ganz viel an Quellen gesammelt und wir müssen es nur noch machen. So, dann kam hier etwas von Doris. Mein Milo hebt mit seinen 5 Monaten auch immer wieder das Bein zum Pinkeln. Der kommt doch nicht etwa in die Pubertät, oder? Auch dazu hatten wir mal ein Video, wann beginnt die Pubertät? Das ist eines der ältesten Videos, das ich, glaube ich, habe. Aber die Grundlage da drin oder die Sachlage da drin ist die gleiche. Wenn dein Hund 2 Wochen lang zuverlässig jedes Mal das Bein beim Pinkeln hebt, dann ist er mit Sicherheit in der Pubertät. Und das kann zwischen dem ersten Mal Beinchen heben bis hin, der macht das jedes Mal, können Monate vergehen. Kann auch sein, dass der nie wirklich zuverlässig das Beinchen hebt und trotzdem schon in der Pubertät ist. Also es ist ja nur ein Anhaltspunkt. Ne? Also mit 5 Monaten könnte Milo, wenn er zum Beispiel ein Zwergspitz ist, schon lange in der Pubertät sein, während er als deutsche Dogge noch nicht mal im Ansatz in der Pubertät ist. Ne? Also es kommt auch auf viele Faktoren an. Also 2 Wochen lang verlässlich Bein heben, dann sehr wahrscheinlich Pubertät. So. Kennst du Nova Scotia Duck Tolling Retriever? Ja. Und zu denen bin ich vor ein paar Jahren mal ganz viel gefragt worden. Dieser Hype kommt jetzt wieder. Ist tatsächlich der Retriever, den ich am wenigsten empfehlen kann. Der Ducktoller ist einer der kränkesten, einer der wenigsten gesunden Retrieverrassen, die es gibt. Die sind unfassbar überzüchtet worden eine Zeit lang. Da gab es mal einen ganz großen Bericht, ich glaube im WDR oder so, mit einem Züchter, der zeitgleich auch Tierarzt ist, der extra da ein ganz großes Fass aufgemacht hat mit dem deutschen Retriever Club oder American Kennel Club oder so in Clinch liegt und gesagt hat, das kann nicht sein, Rasse wird immer kranker, Hauptsache sie sind so rot wie möglich und all so ein Kram und kann ich wirklich nicht empfehlen. Ich kenne ein paar von ganz früher, die richtig Bums hatten, das krass geile Hunde, richtig, richtig aktiv, aber das waren so 1 oder 2 oder 3, mit denen wir so im Zeitraum meiner Ausbildung zu tun hatten und danach kam ganz lange nichts und die ich dann kennengelernt habe, waren alle irgendwie krank oder kaputt. Ich kann die nicht empfehlen. Also deshalb gibt es da auch noch keinen Rassecheck zu, weil meine Erfahrungen einfach sehr lange her sind. Es kann sein, dass es mittlerweile geile Hunde sind. Also die scheinen jetzt wohl wieder so ein bisschen gehypt zu werden, Snidies.
Die Frage kommt nämlich wieder häufiger. So, was hältst du persönlich von Dingen wie Tierhomöopathie, veganer Ernährung und was denkst du, wenn deine Kundinnen das anwenden? Zur veganer Ernährung habe ich mal ein Video gemacht, was ich von veganer und vegetarischer Ernährung halte. Ich verurteile jetzt keinen, der das macht, ich finde es aber alles andere als gut. Also wenn jemand sagt, ich ernähre meinen Hund vegetarisch und der kriegt aber als Eiweißquelle, keine Ahnung, Insektenfutter, dann könnte ich damit noch gerade so leben und sagen, ja, okay, das ist streng genommen, warum ist das vegetarisch oder so und das andere nicht, ne? Also ist ein Insekt jetzt ein schlechteres Tier oder, ne? Also ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Aber wenn jemand zu mir sagt, er ernährt seinen Hund vegan und ich sage dem zum Beispiel in der Hundeschule, gib ihm doch mal ein Leckerchen und er kommt da mit Gurke und dann sage ich, ja, klar, dass der nicht mitmacht, beim nächsten Mal holst du Fleischwurst und er sagt, nee, mein Hund ist vegan, dann sage ich dem, dann kannst du gerne in eine andere Hundeschule gehen, so bleibst du nicht bei mir. Da bin ich sehr straight, weil das finde ich ist Tierquälerei, gehört sie nicht. So, egal, was man von einer Überzeugung hat, ich kann der überzeugteste Veganer für mich selbst sein. Ich kann mir halt nicht einen Fleischfresser oder einen Allesfresser besorgen und den dann Mangel ernähren, nur weil ich eine falsche Überzeugung habe. Also das ist, als würde ich meine Wellensittiche die ganze Zeit mit Fleisch füttern. Ja, die können auch Fleisch essen, aber das ist nicht deren normale Ernährung. Also es ist, ne? Ja. Und Tierhomöopathie ist ein großes Streitthema. Also ich wollte da immer mal ein Video zu machen, aber ich würde mich da sehr aufregen drüber. Weil die meisten Homöopathen, die ich kennengelernt habe, tatsächlich in eine Kategorie fallen, wo ich sage, ich glaube nicht, dass das, was die da machen, Hand und Fuß hat oder was bringt. Also ich habe schon so viel gehabt mit, wir hatten einen Hund, die hat den vollgestopft mit Globulis in allen möglichen Varianten und weil das Globulin dann nicht richtig funktioniert hat, kam noch das dazu und die hat dann 24 verschiedene kleine Zuckerkügelchen jeden Tag in den Hund reingestopft. Die hat sich so bescheuert gemacht, die Frau. Bis ich dir dann irgendwann gesagt habe, lass doch den ganzen Kack mal sein. Lass das doch einfach mal weg, egal ob was das bringt oder nicht, aber du machst dich so verrückt, dass du nicht mehr klar denken kannst. Ich glaube, dass es Naturheilkunde in vielen Bereichen gibt, die ich nicht verstehe. Also sei es chinesische Medizin oder Kräuter, die eine gewisse Wirkung haben oder so. Ich glaube, dass es das gibt. Was ich nicht glaube, ist, dass ein Zuckerkügelchen, das in einem Millionstel verdünnt ist, mit einer Blume, die am Wasserrand gewachsen ist, den Hund beruhigt. Das glaube ich nicht. Und da, solange mir das keiner beweist, dass das funktioniert, wird sich meine Auffassung da nicht ändern. Das ist wie so Demeter-Bauernhöfe. Also da musst du deiner Kuh ein Horn abschneiden, das musst du dann ein Jahr lang verbuddeln an einer gewissen Stelle und daraus machst du dann Dünger, den du ins Wasser tust, den musst du 30 mal links und 30 mal rechts rühren und damit musst du dann deine Gurken wässern, damit sie Demeter-tauglich sind. Was für ein Schwachsinn. Als ob das funktionieren würde. Also die haben eine super hohe Bio-Zertifizierung, aber dieses 30 mal links und rechts rühren, meinst du, wenn du den jetzt zweimal mehr oder links rührst, schmeckt die Gurke nicht mehr oder was? Was ist denn das für ein Humbug? Also es gibt Sachen, die halte ich einfach für Quatsch und übertrieben und es gibt Sachen, die ich mit Sicherheit nicht verstehe und bei denen ich mich gerne was Besseren belehren lasse. Aber bisher hat mich noch keiner da eines Besseren belehrt. Also ich habe zum Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, ich habe schon mal von Krümel gesprochen. Krümel war ein Fall, der in der ersten Huta aufgetreten ist, in der ich gearbeitet habe. Krümel war unfassbar aggressiv und auch nicht einsehbar aggressiv. Also es ist immer mal wieder was passiert und dann wurde das immer schlimmer und schlimmer und man konnte es nicht hier vorhersehen und deshalb konnte man es nicht trainieren. Und dann haben die so eine Tierkommunikatorin vorbeigeschickt, die sich dann mit dem Stuhl in die Huta gesetzt hat. Krümel ist dann rumgelaufen, hat geschnüffelt und gebuddelt und in der Sonne geschlafen und die Frau hat auf dem Stuhl gesessen so und hat mit Krümel kommuniziert. Und hat dann gesagt, ja, Krümel hatte eine Stressblase, hat sie jetzt platzen lassen und tralala. Und da hat halt mein Chef damals gesagt, super, dann kannst du den Hund ja jetzt mitnehmen, ist ja jetzt nicht mehr gefährlich oder was. Weil der gesagt hat, ich bringe ihn zurück ins Tierheim oder ich schläfe einen ein, so geht's nicht weiter. Und dann muss schon echt viel passieren, dass mein Chef das damals gesagt hat. Und dann, dann hat die dann selbst diese Tierkommandantin an ihre Sachen nicht so richtig geglaubt. Hat dann gesagt, nee, ja, hin und her. Und nach so ein bisschen Druck von meinem Chef, der dann gesagt hat, ihr habt die Scheiße übers Tierheim bezahlt, ihr nehmt den Hund jetzt zurück, hat die den Hund dann auch wirklich abgeholt und ein paar Wochen oder Monate später gab es einen großen Artikel in der Zeitung, dass sie ganz, 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 ganz heftig schlimm von dem Hund verletzt wurde und er doch eingeschläfert. Also es gibt Sachen, die sind einfach so abgespaced, dass ich das nicht glauben kann. Keine Ahnung. Zack, wieder 20 Follower weniger. Will eigentlich keiner im Stream hier im Discord was sagen? Es hebt keiner die Hand. Mann.
Oh Gott, es sind noch so viele Fragen. Zack, ich klicke einfach mal auf irgendeine. Kennst du dich auch mit Shiba Inus aus? Wenn ja, bist du auch der Meinung, dass Shibas ein gesondertes Training brauchen? Ich habe einige Shiba Inus in den letzten Jahren gehabt. Egal ob Akita Inu oder Shiba Inu, aber die meisten waren Shiba Inus und das sind für mich keine normalen Hunde. Klingt total doof, weil die haben 3, 4, 5 Monate haben die Bock, was mit dir zu machen und dann schalten die einfach um und dann guck dich mit dem Arsch nicht an. Das ist eine so unfassbar eigensinnige Hundenrasse. Unglaublich. Also das ist einfach, die sind nett und die sind süß und die tun auch keinem was, ne? Aber wie oft ich da schon gesagt habe, hier besten Leckerchen raus und jetzt kriegt die nichts mehr zu essen zu Hause, damit die wenigstens überhaupt mal mitmacht und spiel doch mal vernünftig mit ihr. Und dann die Menschen machen Purzelbaum, schmeißen Fleischwurst und Leberwurst durch die Gegend und wedeln mit dem Spielzeug, alles zeitgleich und der Hund guckt die an, dreht sich um und geht. Der Shiba Inu ist echt, also es sind faszinierende Hunde, weil dieses Eigenständige, dieses Nordische, dieses Spitztypische, das die haben, mich super fasziniert. Ich liebe Wölfe, Huskies, Spitze, Laikas, Shibas, Akitas, ne, all diese Hunde, ich mag das. Aber zum Training und damit zu leben, sind die wirklich schwierig. Und ich weiß, ich hatte eine Familie, die haben sich einen Shiba Inu geholt für die Tochter. Die Tochter war so 7 oder 8 Jahre alt. Und weil das so ein toller Familienhund ist. Und die Tochter, die hat vor mir gesessen und die hat geheult, aus Rotz und Wasser geheult, weil sie gedacht hat, der Hund mag sie nicht, weil der Hund einfach nichts mit ihr zu tun haben wollte, egal was sie gemacht hat. Und das ist echt schon traurig, ne? Das ist echt schon doof. Also, ja, ich hatte ein paar, die sind ganz okay. Man muss ganz früh arbeiten, ganz früh mit Leckerchen arbeiten, ganz früh spielen und die müssen Spaß mit dir verstehen und finden. Und dann hast du eine Chance, dass du es gut schaffst. Aber irgendwann legen die alle den Schalter um und sagen: Hier, ich mach mal mein eigenes Ding. Und dann stehst du da auf der Wiese und schreist: Sia, Sia, komm, Sia, und Sia, und begrüßt irgendwen. Und dagegen ist jeder Labi dann ein Witz, weil den kriegst du wenigstens für Futter motiviert. Dirk, ganz kurz, hier wurde gerade geschrieben, dass du mal in Fragen für den Stream in Discord gucken sollst. Ja. Kannst du mir die drei reinschreiben als Banner? Das sind drei Dinge. Du siehst ja den Chat auch, ne, im Discord. Na, dann kann ich weiter Fragen machen, weil da brauche ich jetzt ein bisschen länger. Das sind drei Fragen. Ja, ich kann halt die Banner nicht eintragen, das ist ja das Problem. Sonst hätte ich es natürlich gemacht. Ach so, ja, dann schick mir die Texte per, wie du kannst die Banner nicht eintragen. Du hast doch auch die ganzen anderen Fragen eingetragen. Ach so. Ja, ich vergesse die Fragen nicht. Ich versuche das nur alles unterzukriegen, warte, jetzt muss ich erstmal wieder hier Kommentare markiert. Ihr hört aber auch nicht auf zu fragen. So, wie kann man mit der Flut minder qualifizierter Hundetrainer entgegentreten, wenn schon in einem öffentlich-rechtlichen deutlich grenzwertigen Trainer gezeigt werden? Was meinst du denn mit deutlich grenzwertige Trainer, Wilma? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil wenn du genau das meinst, worüber wir bei den Unvermittelbaren gesprochen haben, dann hast du ein falsches Bild von Hundetraining. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das haben wir so lange aufgearbeitet, dass das, was sie zum Beispiel beim Coffee gezeigt haben, richtig, 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 richtig gut war. Seit langem mal endlich was Gutes im Fernsehen. Es gibt viele schlechte Hundetrainer, aber das sind jetzt nicht unbedingt pauschal die im Zweifel auch mal zur Wasserflasche greifen. Das tue ich im Zweifel auch. Wenn halt nichts anderes geht, dann ist das eine Option, die ich kenne, die ich verstehe, die ich im Zweifel anwenden kann. Es gibt aber ganz viele Trainer, die das nicht kennen, nicht verstehen und nicht anwenden können oder es kategorisch ausschließen. Und jemand, der eine riesengroße Werkzeugkiste hat und da drin aber nur Schraubenzieher, der kann kein Haus bauen. Fertig. Ja, und egal, ob ich die Rohrzange irgendwann mal brauche, ich habe sie in meiner Werkzeugkiste. Also es gibt viele Hundetrainer, die sehr einseitig sind. Ich will jetzt nicht minder qualifiziert oder schlecht sagen, die sehr einseitig arbeiten und das macht sie einfach nicht so effektiv. Da bin ich fest von überzeugt. Aber nur weil jemand im öffentlichen rechtlichen Fernsehen mal einen Hund stupst oder mit einer Wasserflasche nass macht, ist noch lange kein schlechter Trainer. Ganz im Gegenteil, wenn die das gut machen, sind es sogar gute Trainer. Weil es ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach ist, dass wir endlich davon wegkommen, von dem, was wir 2000 als modernes Hundetraining verkauft haben. Martin Rütter, den ganzen Tag mit dem Leckerchenbeutel. Hol's. Hol's. Das ist weder ein schönes Spiel, noch eine schöne Beschäftigung, noch ein effektives Training. Das war Augenwischerei. Also du wirst mit jedem Hund nicht so weit vorankommen. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Wilma jetzt noch was geschrieben hat im Live-Chat, dann kann die Marie das vielleicht finden. Also ich bin keiner, der andere
Kollegen gerne durch den Kakao zieht, ganz im Gegenteil. Ich bin aber sehr, sehr pragmatisch und offen, was das angeht. Ich habe ganz viele Videos auch dazu gemacht, dass ich von vielen Ratschlägen, die Trainer meinen Kunden gegeben habe, nicht überzeugt bin und dass ich manche Sachen auch wirklich gar nicht gut fand. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man eine gewisse Art und Weise des Trainings benutzt. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel, ich habe jetzt letztens eine Anfrage gehabt, die fragten mich, was sie da mit ihrem Hund machen sollen. Die wären jetzt schon bei so vielen Trainern gewesen. Der ist 5 Monate alt und verteidigt sein Futter. Ja, sorry, aber der erste Trainer hat dann irgendwie mit dem Maulkorb gearbeitet. Bei einem 5 Monate alten Hund ist das völlig unnötig, meiner Meinung nach. Also da muss der schon richtig krass abgehen. Das habe ich in 10 Jahren nicht einmal gehabt. Und der zweite Trainer hat dann irgendwie oder Trainerin hat dann irgendwie einem unfassbar komplexen Konzept gearbeitet, das überhaupt nichts mit dem Futter zu tun hat. Ich hätte das viel einfacher gelöst. Ich hätte gesagt, hier ist dein Futter, hier bist du, ich habe eine Leine in der Hand, wenn du auf den losgehen willst, halte ich die fest, solange bis du verstanden hast, dass du nicht auf den losgehen kannst, fertig. Also als Beispiel jetzt, ne? Gibt ja 1000 Möglichkeiten. Also, ja. So. Ganz kurz, Wilma hat geschrieben, in den Chat. Sie meinte nicht Martin Ritter, ja. Ein Trainer im MDR, da müsste ich jetzt wissen, wer. Ja, das ist genau das. Das ist halt, also was mir wichtig ist, dass es Kollegen und also Trainer, Trainerinnen, Hunde, Therapeuten, wie sie sich nicht alle schimpfen, und auch Kunden und Hundehalter verstehen, ist, dass sowohl das eine Extrem auf der einen Seite, dieses unfassbar weichgespielte, ohne sich jemals durchsetzen zu wollen und zu können, genauso wie das andere Extrem, alles ist Druck und Drall und Geschwindigkeit, einfach nicht gut sind. Das ist, das hier, dieses extrem harte, das ist 70er, 80er, 90er Hundetraining. Jahre, 90er Jahre Hundetraining. Spatz, Fuß, paff, wenn du nicht funktionierst, kriegst gleich eine gelangt. Das ist weder schön noch gut noch effektiv. Das ist kein gutes Training. Aber das Gegenteil mit hier, jetzt ist er aber auf die Couch und jetzt ist er gleich dominant, und das ist auch nicht gut. Also sorry, wenn mein Hund meinen Besuch rammelt und anpinkelt, dann stupse ich den da weg. Und wenn das schon zu viel ist, für einen Trainer da zu sagen, sorry, aber da muss ja irgendwo eine Grenze sein, also ich will nicht meinen Hund mein Leben lang bestechen, damit er irgendwie vielleicht mit mir mitmacht, weil das funktioniert bei vielen Hunden nicht. Es muss einen guten Mittelweg geben. Und das ist das, was mein Credo, so habe ich es gelernt und so verkaufe ich es nach außen immer und immer und immer wieder, so liebevoll wie möglich, so konsequent wie nötig. Wenn ich keine andere Wahl mehr habe, dann gehe ich auch konsequent mit einer Sache um. Muss ich. Ich habe zum Beispiel in der Huta verschiedenste Mitarbeiter und jeder davon ist anders. Die Steffi ist eine eher straighte und buschikose, die brüllt auch mal über den ganzen Platz und die Hunde stehen still, während Leona nie so wäre, ne, vom Typ her. Aber jeder hat seinen eigenen Weg gefunden. Aber mit jedem Einzelnen von denen habe ich Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass du das so nicht machst. Ich möchte, dass du erst andere Dinge tust. Als Beispiel, jetzt mal irgendwas, ein Hund, der die ersten paar Male da war und zum Runterkommen in die Box kommt und dann da unruhig ist. Da schimpfe ich nicht mit dem oder irgendwas. Das ist Quatsch. Der ist die ersten paar Male da, der kennt vielleicht eine Box nicht, der muss das erstmal kennenlernen. Da muss ich halt 2 Wochen lang durch. Dann lasse ich den ein bisschen winseln, gehe ab und zu hin und sage, hey, ist doch alles gut und fertig. Ja, und also als Beispiel. Ich habe ganz vielen meiner Mitarbeiter gesagt, ich möchte, dass du das nicht direkt so machst. Ich möchte, dass du das anders machst. So liebevoll wie möglich und so konsequent wie nötig. Und wenn du das nicht kannst, dann frag. Also, es werden immer mehr Fragen. Ihr müsst doch mal aufhören, ne? Zack, was war das hier? Hast du Tipps für die Beschäftigung und Auslastung eines Hundes während der Quarantäne? Ich darf mit meinem Labi eventuell 10 Tage nicht spazieren gehen, habe aber einen Garten. Ja, der Garten sollte eine Notlösung sein. Jeder, der in die Quarantäne muss, sollte gucken, dass sein Hund in der Zeit irgendwo anders ist. Eine ganz einfache Geschichte. Das ist für dich einfacher, du kannst dich auskurieren. Das ist für den Hund einfacher, der kommt vernünftig raus. Es gibt immer Freunde, die sich den Hund die 4, 5, 6 Tage nehmen, bis du dich freitesten kannst. Also bin der Meinung, dass den meisten Hunden das besser geht, wenn die einfach woanders sind. Also wir haben gerade 2 Fälle in der Huta, wo die, also Huta-Hunde, wo die Besitzer sich bei uns gemeldet haben, gesagt haben, ich bin positiv getestet worden, ich muss in Quarantäne, könnt ihr den Hund nehmen, und wenn wir die Möglichkeit haben, übernimmt einer unserer Mitarbeiter in der Zeit den Hund, ne, auf privater Basis. Also ich halte das für die bessere Variante. Aber zur Not geht es natürlich auch mal im Garten. Die sterben jetzt nicht, wenn die 2 Wochen lang nur im Garten kommen. Ist aber halt nicht so schön, ne? So, welche Vorteile hat es, auf Leckerchen als Belohnung zu verzichten, und wie kann ich auf Alternativen umsteigen? Ich habe die Frage schon mal per Mail geschrieben. Ja, Papiorama, das ist schwer zu beantworten. Also pauschal ohne Leckerchen zu arbeiten, kann ein Riesennachteil sein. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt unbedingt einen Vorteil daraus machen muss, dass mein Hund keine Leckerchen von mir kriegt. Also 90% der Hunde nehmen gerne von mir Leckerchen. Wie 90% der Kinder
gerne, nachdem sie aufgeräumt haben, ein Eis essen. Warum sollte ich das nicht machen? Also wir sind doch alle so aufgewachsen. Nur weil jetzt einer sagt, es muss aber auch ohne Leckerchen gehen. Ja, das muss auch ohne Leckerchen irgendwann gehen. Und irgendwann räumst du auch ohne Eis dein Zimmer auf. Aber am Anfang spricht doch da nichts gegen. Wir fangen zum Beispiel im Welpenkurs ganz viel mit Leckerchen an, weil ich viel lieber einen Hund habe, der motiviert ist und sagt, hey, ich habe voll Bock auf Leckerchen, lass uns was machen, als ein Shiba Inu, der sagt, check dir deine Leckerchen in die Nase, ich mache was anderes und ist weg. Also lieber viel Motivation und Spaß im Training am Anfang haben, wo sie das noch mitbringen, damit ich dann vielleicht durch die Pubertät komme. Aber da bauen wir dann Leckerchen schon ab. Wenn ich meinen Hunden Sitz oder Platz sage, dann können die auch 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde liegen, ohne dass sie einen einzigen Keks kriegen. Da sage ich ab und zu mal, sehr gut, weiter so. Fertig. Aber da sind wir halt im Erwachsenenalter. Ja? Wenn unsere Hundeschule geht ja anders. Ne? Wir fangen ja mit dem weißen Gürtel an, gelb, orange, grün, schwarz, tralala. Die Marie, die jetzt ja gerade dabei ist, die hat mit ihren Hunden, mit einem der Hunde schon die schwarze Leine geschafft. Das ist richtig, richtig schwer. Und da gibt es Übungen, da muss der eine halbe Stunde irgendwas machen und darf da nur 2 oder 3 Mal bestätigt werden. Zum Beispiel. Das ist nicht so easy. Und Marie hat jetzt zum Beispiel einen älteren Hund, mit dem sie schon weniger mit Leckerchen arbeiten konnte, als mit ihrem jüngeren Hund. Da hat sie mit mehr Leckerchen arbeiten müssen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst, Marie. Ja, ist richtig, aber wir bestätigen auch sehr viel mit Spiel, halt mit Border Collies. Genau. Es sind halt 2 Border. Ne? Also natürlich kann ich auch mit anderen Sachen bestätigen. Mit Körperkontakt, mit Kuscheln, mit Spielzeug. Aber warum soll man denn nicht bestätigen wollen? Das verstehe ich nicht. Was ist dieser Trend, zu sagen, ja, der muss das auch ohne können? Ja, irgendwann. Aber dein 8-jähriger Sohn räumt doch auch nicht ohne Anreiz das Zimmer auf. Es sei denn, du stehst mit der Peitsche hinter ihm. Klar, dann macht das, aber es ist doch nicht schön. Und wir haben alle für gute Leistungen oder tolle Leistungen auch irgendeinen Benefit gekriegt. Mehr Taschengeld, Freizeit, Ausflug ins Schwimmbad, was weiß ich, ist doch egal. Und in letzter Zeit kommt immer wieder dieses, ja, der muss das auch ohne können und ich will, dass der das macht. Ja, aber Motivation ist einer der wichtigsten Faktoren. In meinem Grundlagenkurs habe ich ganz lange nur über Motivation gesprochen. Nur über Motivation, wie man am besten das sehen sollte und damit umgehen sollte für seinen Hund. Und ob ich jetzt einen Border Collie habe, der einfach super gerne spielt oder einen Labrador, der einfach super gerne frisst, ist doch egal. Zum Beispiel, du heißt Papillorama. Wenn du jetzt ein Papillon hast, dann gibt es, ich kenne super viele super verspielte Papillons, die für so einen kleinen Zwergel völlig am Reifen drehen. Ich kenne aber auch Papillons, die dir die Leckerchen quasi mit der Fingerkuppe zeitgleich aus der Hand fressen, weil die so verfressen sind. Also es ist halt eine Charakterfrage. Ich würde nicht so strenge Wege gehen wollen, ohne zu wissen, was mein Hund ist. Mach doch das, was für deinen Hund und für dich Spaß macht und fertig. Und kümmere dich nicht darum, was andere sagen, was man machen sollte. Na, also falls das jetzt ein Teil der Frage war. Irgendwann baust du die Leckerchen ab. Und es gibt für mich keinen Grund, in 9 von 10 Fällen keinen Grund, auf Leckerchen zu verzichten, weil es erstmal keinen Vorteil bringt, sondern viel häufiger Nachteile als ein Vorteil. Zack. Mich würde so interessieren, in 2 kurzen Sätzen zum Elo. Guter Zuchtansatz oder Modehund, der nicht sein muss? Ja, der Elo war eine Zeit lang mal eine krasse Modeerscheinung, ne? Und da gibt es ja auch ein großes Umdenken und hat sich viel getan. Die Elos, die ich kenne, sind eigentlich alle ganz cool. Aber man kann sich jetzt total darüber streiten, ob dieser Ansatz von wegen, wir kreieren jetzt wieder den besseren Hund als alle anderen, irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Das ist jetzt halt einfach eine inoffizielle Hunderasse, die eigentlich ganz cool gelungen ist. Und ich habe jetzt nichts Schlechtes mit dem Elo in Verbindung. Die sind meistens nett und eher einfache Gesellen der Hundeschulen. Die kommen eine Zeit lang, dann sind die wieder weg, weil eigentlich alles läuft. Also braucht man den nächsten neuen tollen Hund gemischt aus X-Rassen? Also vor 20 Jahren war es der Elo, jetzt ist der Dudel. Als nächstes, es gibt jetzt schon Berne-Dudels. Braucht man das? Kann man nicht einfach den Berner Sennenhund wieder gesund machen? Also, ne? Ja, das waren jetzt 4 Sätze oder 5. Was hältst du von einem Papillon als Familienhund? Oh, habe ich eben schon gesagt. Coole Hunde, klein, bisschen schüchtern, ein bisschen zerbrechlich, aber habe ein paar in der Hundeschule gehabt, die ich eigentlich ganz witzig finde. Also, wenn man so auf sehr kleine Hunde aus ist und sehr kleine Hunde mag, ist der Papillon eigentlich ganz cool. Pflegeaufwand mit dem Fell ist enorm und die werden sehr schnell krank. Also so Erkältung und sowas. Aber ich kenne paar Papillons, die reißen am Spielzeug stärker als der Schäferhund nebenan. Also ganz nette Hunde. Positiv einfach erstmal, sagen wir es mal so. So, meine Goldie-Hündin, fragt Luisa, meine Goldie-Hündin ist 13 Monate alt und war bis jetzt noch nicht läufig. Ab wann muss ich mir da Sorgen machen? Gar nicht. Also das kann sein, dass sie schon läufig war und dass eine versteckte Läufigkeit war. Manchmal kriegt man die Läufigkeiten nicht mit.
du kannst im Zweifel mit deinem Tierarzt mal Rücksprache halten, dass der mal einen Ultraschall macht oder so, oder den mal ein bisschen auf den Kopf stellt und untersucht, aber das kann einfach sein, dass sie mit 15 oder 16 Monaten erst läufig wird. Es kann auch so sein, dass sie einmal läufig war und du hast gar nicht mitgekriegt. Also das jetzt wieder so eine so biologische und schwierige Frage, da sprich im Zweifel mit deinem Tierarzt. Aber ich würde mir jetzt bei 13 Monaten noch keine Sorgen machen. Wenn die groß gewachsen ist und schnell gewachsen ist, dann kann das auch noch einen Monat oder zwei dauern. Also wenn die dieses Frühjahr bis zum Sommer nicht läufig war und die ist dann 16, 17 Monate alt, dann gehst du zum Tierarzt spätestens. Bis dahin würde ich jetzt erstmal mich nicht bekloppt machen. Boah, die Fragen werden nicht weniger. Du musst aufhören, Marie. Wann kommt mein Rassecheck zum Flatty? Flat-Coated Retriever ist damit gemeint? Oder was ist der Flati? Gibt es eine Hunderasse, die Flati heißt, die ich vielleicht nicht kenne? Ich hoffe, das ist der Flat-Coated Retriever. Flat-Coated, ja, es gibt einen Flati. Flat-Coated, coole Hunderasse, gibt es irgendwann mal einen Rasse-Check zu. Ganz im Ernst, in den ganzen Rasseberatungs-E-Mails ist der Flat-Coated Retriever fast immer eine Empfehlung. Ich finde die echt geil. Ist meiner Meinung nach einer der coolsten Retriever. Kann ich nur empfehlen. So ein bisschen wie der Goldie, aber ein bisschen cooler. Nicht ganz so Weichei. Goldies sind manchmal richtige Weicheier. So, eine Hundeschule in der Nähe, die zunächst einmal für uns gut klingt, wegen den Qualifikationen, praktiziert Tierempathie. Ich habe deswegen ein schlechtes Gefühl. Was ist denn Tierempathie? Was ist denn um Himmels Willen Tierempathie? Ich lese das gerade. Habe ich noch nie gehört. Oh, Tierkommunikatorin lese ich schon auf der Webseite. Nächste Webseite. Sie ist auch Tierkommunikatorin. Nächste Webseite. Um Gottes Willen. Oh, nee, da rollen sich mir die Fußnägel. Wenn ich so einen Satz schon lese, die Tierempathin oder Tierempath oder der Tierempath sieht in jedem Moment den Tierhalter durch die Augen des Tieres und empfindet ihn anhand der Tiertyp. Boah, da muss ich schon kotzen, ey. Such dir eine andere Hundeschule. Nicht böse gemeint. Vielleicht ist das eine total geile Trainerin, ne? Aber wenn ich das schon lese, sorry, ey, das ist so Klangschalen, Weihrauch, Bernsteinketten. Boah, das ist doch Blödsinn, ey. Klar musst du dich in deinen Hund hineinversetzen können. Und natürlich ist eine gewisse Empathie für das Tier super wichtig. Aber alles darauf aufzubauen, das ist doch schon wieder, wer hat den cooleren imaginären Freund? Hinten ist alles in Ordnung. Klingt von den Qualifikationen gut. Geh einmal hin, schnupper es dir an. Wenn du sagst, es ist cool, bleib da. Wenn du nach einmal schnuppern sagst, es ist scheiße, geh woanders hin. Wenn du keine andere Wahl hast, dann hast du vielleicht keine andere Wahl, weil im Moment alle anderen voll sind. Wie ist deine Meinung zum Gendern? Das hat jetzt wieder nichts mit Hunden zu tun. Ich finde, das ist jetzt etwas, das Marie gleich vielleicht ein bisschen zurechtrücken kann. Ich finde es wichtig, in Anführungsstrichen, wichtig und richtig, bei gewissen Dingen auf Geschlechter, deren Vorzüge etc. Wert zu legen und darauf zu achten. Was ich nicht gut finde, ist, dass man jetzt bei jedem Satz sich schon ankreiden lassen muss, dass man nicht richtig sich verhalten hat. Nur weil ich sage, Hundetrainer oder Kollegen, heißt das nicht, dass ich Kolleginnen weniger wertschätze. Das ist einfach, weil ich seit 40 Jahren so rede, wie ich rede und das jetzt nicht einfach von heute auf morgen umstellen kann. Wie soll ich das sagen? Wenn ich eine Stellenausschreibung mache, dann habe ich kein Problem damit hinzuschreiben, männlich, weiblich oder divers. Mein Gott, dann steht da halt divers. Und wenn da jetzt, solange da nicht jemand kommt und sagt, ich möchte bitte, dass Sie mich ansprechen mit Ihre Dämonen-Lordheit Beelzebub, dann ist das halt nicht mein Mitarbeiter. Ne? Fertig, dann sage ich, okay, danke für das Gespräch, wir melden uns vielleicht. Ne? Gott, ob das jetzt mal eine Frau war und jetzt ein Mann oder umgekehrt und wie auch immer er angesprochen werden oder sie angesprochen werden will, das ist ja für mich nicht so wichtig. Aber Marie kann das so ein bisschen gerade rücken, weil ich habe mit ihr über das Thema auch schon ein paar Mal geredet und wir haben eine Freundin, eine gemeinsame, die sehr wichtig, sehr in diesem Thema sehr drin ist, weil sie in dem Thema auch arbeitet.
Ja, vielleicht bin ich manchmal auch zu ungehobelt in dem Thema. Was sagt Marie? Zu zahrig. Nee, also ich würde eigentlich lieber nichts dazu sagen, das wird für mich zu lange. Ja, also ich habe kein Problem mit Gendern, aber wenn mir jetzt jedes Mal, wenn ich drunter schreibe, melde dich doch mal bei einem Kollegen, irgendwie einer querkommt und sagt, du musst doch Kollegin sagen, dann wird es halt anstrengend, ne? Also ich wertschätze jetzt keinen weniger oder mehr, weil er ein gewisses Geschlecht oder irgendwas hat oder irgendwas nicht hat. So. Ganz kurz nochmal, wie ernst war das mit dem keine Fragen mehr? Willst du wirklich keine Fragen mehr? Dann höre ich jetzt wirklich auf. Wie spät ist es denn? Naja, schieb mal rein. Okay. So, ich habe in irgendeinem deiner Videos gesehen, dass du mal in Köln auf der Windhundrennbahn warst. Was hältst du von Windhunden wie dem Greyhound und dem Whippet, abgesehen von den klassischen Tierheim-Galgos? Ich kenne einen Greyhound live, zwei, aber einen, mit dem ich auch mal gearbeitet, trainiert habe, kann ich keinem empfehlen, der einen normalen Hund haben will. Das war so ein beschlagnahmter Windhund, Rennbahn, Greyhound, der nicht gut genug gelaufen ist. Und der Finlay war ein total geiler Hund. Ne? Und den Rennen zu sehen, war eine unfassbar faszinierende Geschichte. Der ist in der Huta losgerannt. Von jetzt auf gleich, als würdest du mit so einem E-Auto beschleunigen, da sind solche Büscheln Gras aus dem Boden gekommen. War schon ein geiler Hund. Aber ist nichts für einen normalen Menschen. Und die Whippets, die wir haben zwei Whippet-Geschwister und zwei Husky-Whippet-Geschwister in der Huta. Und die haben alle einen Vogel. Also sie sind super nett, ne? Aber wenn die nicht in die Huta gehen könnten, würden die zu Hause die Bude umdekorieren. Also das sind einfach unfassbar quirlige Hunde. Das ist, als hättest du heftig das Eichhörnchen auf Crack und Kokain. Das ist nichts mit lange liegen bleiben und so. Die müssen bewegt werden ohne Ende. Das ist nicht für jeden Hund, für jeden Menschen was. Und dann hast du im Zweifel einen Hund, den du nie von alleine machen kannst, weil die jagen wie die Pest und so, gerade bei den Galgos oder Pudenkos. Also ich finde Windhunde unfassbar faszinierend, aber ich glaube, ich würde den wenigsten Menschen einen solchen Hund empfehlen. Also die Dame, die den Windhund hat, die hatte zwei Match, ist leider gestorben vor einiger Zeit. Und Finlay, die fährt halt auch Marathon, Fahrrad und so, ne? Also die ist den ganzen Tag mit dem Rad mit dem Hund unterwegs und so. Also das ist das Leben, das die hat, das ist für die okay. Klar liegen die auch mal zwei Tage auf der Couch und können damit ablehnen, aber wenn der irgendwann nicht mehr laufen kann und nicht mehr laufen darf, dann kippt dem seine Welt komplett, ne? Vor allem, wenn das so ein ehemaliger Windhund ist. Also coole, faszinierende Hunde. Längst nicht was für jeden. Ich glaube, dass viele diese Hunde unfassbar unterschätzen. So, fünf Dinge, die jeder 6 Monate alte Hund kennen muss. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Das ist eine Frage aus dem Discord. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Zur Ruhe kommen, Sitzplatz, Fuß, Rückruf. Fertig. Ich müsste mal das Video gucken. Also, das Wichtigste ist zur Ruhe kommen. Ehrlich, das ist so das wichtigste Thema. Und der Rest ist mit 6 Monaten, müssen die noch gar nichts können. Wenn sie irgendwas nicht können, können sie es nicht. Dann lernen sie es halt mit dem 8. oder 9. oder 10. Monat. Da bin ich sehr, sehr locker, weil wir haben ganz viele Hunde gehabt, die mit dem 6. Monat gar nichts konnten in der Hundeschule und dann irgendwann aufgeholt haben. Wir haben auch ganz viele Hunde, die mit 6 Monaten schon im fortgeschritteneren Kurs sind und dann danach irgendwann erstmal ein Blackout kriegen und ein paar Sachen vergessen. Also die kommen alle irgendwann an. Wenn die anderthalb, zwei sind und ein paar Sachen nicht können, dann reden wir von einem Zeitraum, wo es schwierig ist. Aber mit 6 Monaten ist das Wichtigste, zur Ruhe kommen. Ist echt das Wichtigste. Auch eine Frage aus dem Discord. Welchen Hundesport würdest du gerne mal ausprobieren? Ich finde Canicross und sowas schon interessant, aber ich bin, glaube ich, nicht mehr fit genug dazu. Ich kann ja nicht mehr rennen wegen meinem kaputten Knie. Wir haben schon so viel ausprobiert. Frisbee, Agility, Longieren, Mantrailen. Es gibt auch ein paar Hundesportarten, die finde ich unnötig. Ne? Hatten wir schon mal so Weightpulling und so, wobei mir damals mal jemand angeboten hat, komm doch mal vorbei, ich zeig dir mal, dass es auch gut geht. Das fände ich schon mal interessant, da mal reinzuschnuppern und sich das mal anzugucken, ob das wirklich erst so bekloppt ist. Aber ja, so Canicross und so, das ist schon eine coole Sache, aber ich kann das körperlich einfach mit dem kaputten Knie nicht. Bikejöring auch, also wenn die Hunde da vom Rad oder von so einem Tretroller oder Schlitten hängen und gefahren werden, was ich wirklich mal ausprobieren wollen würde, Schlittenhunde. 10 Huskies vor einem Schlitten quer durch die Pampa, da vereinigt sich dann wieder meine Liebe zur Natur in Norwegen und so, ne? Also in diese Art der Natur mit Hunden und so. Das fände ich mal geil. Da hätte ich mal Bock drauf. Einfach mal so 7 Tage irgendwo durch die eisige Pampa mit 8, 9, 10 richtig krassen Schlittenhunden. Boah, es werden immer mehr Fragen, Marie. Welche Erfahrung hast du mit der Rasse Tibet Terrier gemacht? Fragt Lamo. Finde ich ganz cool, Tibet Terrier. Verspielt, lebhaft, aufgeweckt,
coole Hunde. Ich habe viele im Training gehabt, die ich gut finde. Bisher vieles Positives. Also ich verkürze es jetzt so ein bisschen, dass wir vorankommen. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Tibet Terrier Hündin gehabt, die Luna, die für einen Jungen angeschafft wurde, der Asperger hatte. Und dieser Hund hat diesem Jungen so krass geholfen. Sind aber immer noch lebhafte Hunde, mit denen man ein bisschen was tun muss. Aber coole Hunde. Empfehle ich auch in den Rassecheck-Kaufberatungs-E-Mails ganz, ganz häufig den Tibet Terrier. Hallo Katastrophen-Barbie, vielen Dank für die 3-Euro-Spende. Ganz kurze Frage. Corgi als Erst- und Familienhund, Benjamin, Corgi als Hund für alles und jede Situation. Geile Hunde. Einfach nur geil. Viel Spaß mit deinem Corgi. Also da gibt es nichts, an denen gibt es nichts auszusetzen. Die sind halt klein, witzig, die fressen keinen, die tun keinem was. Ich wüsste nicht, was ich müsste jetzt mal in die Gesundheitsgeschichten reingucken, da habe ich ewig keine Infos mehr zugesammelt, aber Corgis sind cool. Ich habe gerade so viele und ich finde die alle geil. Wie oft fliegst du in der Woche mit Frisbee mit Gaia? Annika mit Luis und Emma und Odin, die haben mal hier gewohnt und sind ausgewandert, glaube ich, nach Belgien oder so. Ich spiele gar nicht mehr so oft mit ihr, also weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe und im Winter halt eh nicht viel gespielt habe und weil sie jetzt mit 9 Jahren und ihrer Verletzung in den Beinen da auch nicht mehr so gut kann, aber ich gucke schon, dass wir es 1 oder 2 Mal die Woche ein bisschen einbauen und die Christine macht es auf dem Spaziergang immer mal wieder. Wir haben jetzt keine feste Regel, aber wir gucken auch schon, dass sie immer mal dazu kommt, dass sie das noch macht. Aber sie ist jetzt, sie will schon immer noch, aber ja, wenn ich jetzt am Wochenende hatte ich sie mit, in der Hundeschule beim Welpenkurs spielt, dann immer irgendeiner mit ihr Frisbee und eine halbe Stunde humpelt die. Ist auch scheiße. Ist auch nicht wert. Ne? Aber ganz ohne würde ich es auch nicht. Dann humpelt sie halt 2 Tage oder nach einem Tag geht es ihr auch wieder besser, aber ganz ohne geht auch nicht für sie. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ich bin noch am Suchen, welche Rasse zu mir passt. Wie sind deine Erfahrungen mit Englisch Springer Spaniel? Die Spaniels sind eigentlich alle ganz in Ordnung, sind aber, und das wird oft unterschätzt, immer noch sehr patente Jagdhunde. Aber was so die Jagdhunde-Riege angeht, finde ich die recht ausgeglichen. Die sind sehr motiviert auch zu arbeiten, die sind nicht ganz hart und auch nicht ganz weich, die sind jetzt nicht so ultra abgestumpft. Man kann mit denen eigentlich einen ganz guten Stand erreichen. Also ich hatte jetzt so ein paar Spaniels in den letzten Wochen und Monaten im Training und finde die eigentlich cool. Also jetzt nicht nur Springer, nicht den englischen, ne? Es gibt ja noch mehr, aber bis auf ja, der Cocker ist wieder so ein bisschen kerniger insgesamt. Was haben wir noch? King Charles Spaniel, klammer ich mal aus. Das hat ja nichts mit Jagdhund zu tun und die sind sehr ungesund und sehr krank. Nee, Spaniels, so, wenn man so auf diese Jagdhundetypen steht, ist der Spaniel eigentlich noch einer der besseren Hunde. Wird so auf dem gleichen Level wie der Beagle abschneiden, wenn ich so insgesamt ein Ding jetzt mache. Ne? Hier und da mal schlechter oder besser, aber ja. Würdest du vielleicht meine Frage zur Migräne noch beantworten oder passt es heute nicht mehr? Wie ist denn deine Frage zur Migräne? Klaus Braus. Ich sehe die gar nicht. Ich glaube, die war am Anfang. Ich habe die auch nicht mehr gefunden. Klaus, schreib doch nochmal in den Chat, wenn du da bist. Dann beantworte ich das gerne. Weil jetzt habe ich die Frage, finde ich nicht mehr, nach 3 Stunden. Wie wird das mit den Streams weitergehen? Ich liebe es. Ich liebe sie. Der nächste Stream, der geplant ist, leider ist, sind Nathalie und so heute nicht hier. Nee, Nathalie ist gar nicht da. Der nächste Stream, der geplant ist, ist ein interner Stream mit der Community wieder, den wir nicht öffentlich machen. Da konnten die Community-Mitglieder der Nathalie Videos zuschicken, auf die wir reagieren werden, weil die kann dann YouTube nicht sperren. Und das werden wir dann auch als Video aufbereiten und mit allen, in Anführungsstrichen, dann zur Verfügung stellen als Video. Aber so mit den Leuten live über das reden, was wir da sehen und austauschen und Fragen stellen und so, das ist so der nächste geplante Stream. Kann aber noch ein bisschen dauern, ne? Weil wir wollen ja auch den Online-Kurs jetzt weiter vorantreiben und so ein bisschen. Und ich muss auch wieder mal ein bisschen mehr in der Hundeschule arbeiten. Aber es wird weiterhin Streams geben. Ja, vor allem weiterhin so diese Geschichten, dass wir viel mit der Community und Supportern aus Patreon und YouTube machen, übers Discord mit Sprechen und Austauschen und das dann entweder live für die Leute gleich zum Zugucken machen, so wie hier, oder dann als Video aufbereiten und dann zur Verfügung stellen. So. Was war dein ältester Hund, den du jemals im Training hattest, fragt Pascal. Ich glaube, der älteste war Joey. Das ist ein 10-jähriger Schäferhund mit Aggressionsproblemen. War das? Nee, der war damals auch schon jünger. Ja, 7, 8, 9, 10 waren bestimmt einige dabei. Viel älter nicht. Wenn jemand meldet, ich habe auch ganz oft Anfragen, hier, mein Hund ist 13, der macht dies und das und jenes, da sage ich mal, lass doch bitte deinen Hund in Ruhe, ey. Das ist so ein bisschen, als würdest du bei der Volkshochschule anrufen und sagen, hier, meine Oma ist 87, die kann nicht mehr so gut Deutsch, können wir nochmal Nachhilfe machen. Ja, die ist 87, lass doch bitte deine Oma in Ruhe, ey. Also, ne?
Was hältst du vom schwarzen russischen Terrier? Ich kenne genau zwei und zu denen kann ich überhaupt nichts sagen, weil die waren beide so total ruhig und passiv. Aber das waren halt beides auch super alte Hunde. Die waren beide erwachsen. Ja, dann laufen die da rum wie so ein riesengroßer Gorilla. Viele Hunde finden die richtig schwierig, weil die echt riesig werden, schwarz sind, schlecht zu lesen sind und eine gewisse Erscheinung haben. Also finden die andere Hunde schwierig. Und die zwei, die ich kannte, waren ruhig und die hat nichts gejuckt. Aber das heißt nichts. Ne? Also da kann ich echt nicht viel zu sagen. Da habe ich nicht viel Erfahrung mit gemacht, weil die sehr selten ist, die Rasse. Zumindest hier bei uns in der Gegend. Wie sieht es mit Jack Russell aus? Zum Jack Russell habe ich einen Rassecheck gemacht. Guck sie dir den bitte einfach an, weil dazu haben wir extra mal ein Video gemacht, wo wir es alles aufbearbeitet haben. Einfach Rassecheck Jack Russell bei YouTube eingeben, wirst du schon finden. Wie viele Kilometer darf ein 20 Monate alter Mali-Mix am Stück schadlos laufen? Das kann man gar nicht so beantworten. Also, das kommt halt auf den Untergrund an, auf die Geschwindigkeit, auf was auch immer. Ja, also, das sind schon sehr fitte Hunde. 20 Monate ist ein gutes Alter. Da können die schon sehr leistungsfähig sein. Und wenn du da auf dem weichen Waldboden mit dem 5 Kilometer joggst, ist das für die meisten Hunde kein Problem. Es kann aber für deinen Hund ein Problem sein, weil der es übertreibt oder so. Also, wenn die trainiert sind, kann man mit denen schon weit laufen. Aber ich kann das jetzt nicht pauschalisieren. Ich kann jetzt nicht sagen, 10 Kilometer geht oder geht nicht oder so. Ne? Also, das kommt echt auf die Geschwindigkeit an. Das Wichtigste bei langen Strecken ist die Geschwindigkeit und die Gangart deines Hundes. Wichtig ist, dass sie nicht in den Galopp verfallen und wirklich so rennen, sondern dass sie diesen Fädelgalopp haben, wo die, da können die extrem weite Strecken zurücklehnen. Ja, das kommt also auf deine Geschwindigkeit. Wenn du Fahrrad fährst, würde ich sagen, deutlich weniger, als wenn du joggst, weil dein Hund dann potenziell beim Fahrradfahren falsch läuft. Wie ist deine Meinung zum Hoverwart? Der Hoverwart ist einer der nächsten Hunde im Rassecheck und sollte auch bald rankommen. Ich finde die charakterlich cool, um das vorwegzugreifen, finde ich charakterlich eigentlich ganz cool, aber in den letzten Jahren hatte ich nicht einen gesunden, sondern ganz viele richtig schlimm Kranke. Ja, und solange sie gut und gesund gezüchtet wurden, das kannst du, da guckst du halt nicht rein. Ne? Also ich hatte zwei Hoverwarts, die mussten mit 6 Monaten beide an Gelenken und Bändern operiert werden, mit richtig schlimmen Operationen, weil die ganz kaputt waren, und ich hatte einen Hoverwart, der als Welpe eingeschläfert werden musste, weil das eine absolute Baustelle war. Aber kommt bald ein Rassecheck. Kennst du Bücher von Ganzloser und würdest sie empfehlen? Ja, ich habe ein paar Bücher von Ganzloser. Eins habe ich letztens von vorn erst dahin gefunden. Das ist zum Beispiel ein Buch. Das ich immer empfehle. Das ist sogar für Hundetrainer eigentlich. Aber wer so ein bisschen sich in das Thema Hunde... Hi, hallo Kamera. So ein bisschen sich in das Thema Hunde aus dem Ausland einlesen will. Ganzloser macht schon gute Bücher. Man muss das mit einer Prise Salz sehen, weil es halt alles sehr auf das Biologische geht. Ne? Aber wenn man so ein bisschen Kastration beim Hund, ist eins der besten Bücher von Ganzloser. Das würde ich empfehle ich fast jedem Hundehalter, der sich über Kastration informieren will. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die ich gut finde. Es gibt auch ein paar, wo ich denke, ah ja, ein ganzes Buch nur über Hormone und Zusammenstellung, was welches Hormon in welcher Situation, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Also, aber das hier zum Beispiel, wer sich wirklich fachlich tief auseinandersetzen will, ist ein cooles Buch. Es gab auch eins von, ich glaube, ist das von Anders Hallgren oder Ganzloser? Angst bei Hunden. Das könnte Ganzloser gewesen sein, warte mal. Amazon. Ja, Buch, Hund, Angst. Das könnte auch Hallgren gewesen sein. Ich glaube, das ist Anders Hallgren. Wenn es das überhaupt noch gibt. Das ist Anders Hallgren, das ist nicht Ganzloser. Aber auch cooles Buch. Ja. So. Ah, wir kommen dem Ende entgegen. Es ist nicht mehr viel. Kann ein Junghund, glaube ich, jeden Tag 2 Kilometer am Fahrrad mitlaufen? Ich weiß nicht, wie alt dein Junghund ist, welcher Boden, das hatten wir gerade schon. Ne? Also, wenn der Boden passend ist, wenn dein Junghund daran trainiert ist und wenn du die richtige Geschwindigkeit wählst, sind 2 Kilometer für die meisten Hunde kein Problem. Wenn dein Labi aber viel zu fett ist, du über Asphalt rennst und ihn nicht vernünftig trainiert hast und du zu schnell fährst, machst du ihn kaputt. Das war jetzt ultra schnell zusammengefasst, aber ich habe es ja eben gerade schon gesagt. Was hältst du von Zughundesport wie der für Sennenhunde gezüchtet wurde? Für den Sennenhunde gezüchtet wurden. Geht ja ganze Paraden, wo sie Karren ziehen. Ist das Quälerei oder fällt das schon unter Weightpulling? Valianta, das ist schwer zu sagen, weil das nicht darauf ankommt, was der Hund zieht,
oder ob der Hund zieht und wie der Hund zieht, sondern was er zieht und welches Gewicht er zieht. Beim Great Pulling geht es ja um das maximale Gewicht. Und egal, ob die darauf trainiert werden oder nicht, halte ich das für keine gute Idee. Aber ein Bernersennenhund, der einen leicht rollenden Karren mit 10 Liter Milch hinten drauf zieht oder 10 Kanister Milch hinten drauf zieht, hat damit wahrscheinlich weniger Probleme. Verstehst du? Oder ein Rudel Huskies, die einen Schlitten ziehen, hat damit wahrscheinlich weniger Probleme. Zughundesport an sich ist kein Problem. Solange gewisse Regularien und Grenzen eingehalten werden und man halt sagt, es geht jetzt nicht um die beste, krasseste Leistung. Das ist so ein bisschen wie Bodybuilding. Bodybuilding an sich ist für die meisten Menschen nicht ungesund. Aber der krasseste Bodybuilder on Earth werden zu wollen, ist für die meisten Menschen unfassbar ungesund. Egal, wie sie alle geheißen haben, sei es Arnold Schwarzenegger ist noch der Einzige, der fast gesund ist von denen. Die anderen, das sind alles Krüppel teilweise. Also, ne, es geht nicht darum, was für einen Sport du machst, sondern wie du ihn machst. Und das ist das große Problem. Beim Weight Pulling ist das große Problem, das ich damals kritisiert habe, dass die meisten das einfach machen, um möglichst krass viel zu ziehen. Oh, Marie, du stoppst immer mehr rein. Jetzt ist Schluss. Wie ist deine Erfahrung mit Bullterrieren? Nicht gut. Schwierige Hunde neigen dazu, schnell zu überzureagieren. Krank. Krasseste Geschichte, die ich auf einer Hundeausstellung gesehen habe, ein Bullterrier, der beim Stehen bei der Bewertung vom Richter sich das Bein gebrochen hat. Der ist einfach nur gestanden und dann ist das Röhrenbein durchgebrochen. Also der Oberschenkel. Das heißt schon was. Richtig kranke Hunde. Große Probleme mit Augen werden oft fehleingeschätzt von Mensch- und Hundehaltern. Nicht so easy. Ich kenne ein paar, ich kannte auch eine, die unfassbar cool war, Mathilde, die war total nett und das Pärchen hat sich auch super Mühe gegeben, die waren auch motiviert und so, ein geiler Hund und dann ist die einfach an Krebs gestorben mit 3 oder so. Das ist halt scheiße, ne? So, meine 9 Monate alte Border Collie Hündin ist sehr unsicher. Kannst du mir einen Tipp geben, den ich unbedingt machen sollte? Captain Stanifer, die ist wahrscheinlich gerade in der sensiblen Phase. Die geht so von der 6., 7. Monat an los, hält 3, 4 Monate und wenn sich dann noch die Läufigkeit anschließt, dann hält das noch deutlich länger. Und der Border Collie ist, vor allem Hündin, sind sehr, sehr eigenbrötlerische Hunde. Die brauchen keine anderen Menschen, die wollen ihre Ruhe haben, die wollen nicht mit jedem in Kontakt. Also das ist jetzt nicht im zwangsläufig nicht ungewöhnlich, dass sie einfach unsicher ist. Solange du deinen Alltag mit ihr gut handeln kannst, würde ich mir da jetzt erstmal wenig Sorgen machen und denken, dass sie in der sensiblen Phase ist. Wir haben mal 2, 3, 4 Videos gehabt zum Thema Angst und Unsicherheit bei Welpen. Kannst du mal googeln, gibst du einfach Stadtfälle, Angst, Unsicherheit ein. Das sind ganz alte Videos mit einem furchtbaren Thumbnail. Aber das kannst du dir mal angucken, da gibt es so ein paar coole Tipps, wie man damit umgehen kann. Bleib cool, bleib normal, versuch ihr einfach vorzuleben, dass das Leben nicht schlimm ist. Und dann gucken, wie sich's entwickelt. Wenn die 1,5 ist und ist immer noch unsicher, dann musst du dir Gedanken machen. Wie siehst du den Unterschied zwischen Belohnung und Bestechung in der Anwendung von Leckerchen? Das ist eine saugeile Frage, TGH. Das notiert die Marie. Da mache ich ein richtiges TGH draus. Weil ich glaube, das haben wir noch nie so richtig in eine Folge gequetscht. Wirklich zu sagen, wo ist der Unterschied und warum ist das eine besser, das andere schlechter. Ich habe das in meinem Online-Kurs erklärt, was Belohnung und Bestechung ist, das weiß ich. Aber das ist eine richtig gute Frage von TGH. So, Gottes Willen, noch 5. Nee, noch 6. So, den machen wir als letztes. Guckst du extra 3 in die heute Show? Nö. Ja, ab und zu mal so eine Zusammenfassung, weil es mal witzig ist, aber nee, nicht regelmäßig. Bei uns zieht bald ein Zweithund ein. Wie kann ich den ersten gemeinsamen Tag für beide Hunde, 4 und 9 Jahre, möglichst angenehm gestalten? Hunde kennen sich bereits. Dazu habe ich mal ein paar Videos gemacht. 2 Hunde aneinander gewöhnen heißen die, glaube ich, TGH. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner parallel die ganzen TGHs postet, die ich hier dem mal anspreche. Das hat sonst mal die Nathalie gemacht. Ich weiß nicht, ob die Marie die ganze Zeit mittippert. Aber ich gucke gerade mal. TGH. 2 Hunde. So. 2 Hunde aneinander gewöhnen. TGH 145. Linkadresse kopieren. Zack. Das guckt ihr einfach mal an, das TGH. Da habe ich es mal erklärt. Kurz zusammengefasst, auf neutralem Boden treffen, Runde spazieren gehen, in Ruhe reingehen, Situation kontrolliert halten. Also beide erstmal in der Leine und irgendwann seid ihr euch sicher und könnt die ableinen und dann geht. Wenn die erwachsen sind und sich bereits kennen und sich nicht angefeindet haben, sollte das auch kein Problem sein. Trotzdem wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn es so in das Haus zurückgeht. Ne?
Wie behebe ich ein Kontrollproblem meines Hundes? Also er kontrolliert uns im Haus. Das ist schon wieder so eine unspezifische Frage. Was soll ich denn da sagen? Ich weiß nicht, wer dein Hund ist, weiß nicht, was er macht, ich weiß nicht, wie du wohnst, ich weiß nicht, wie der Erziehungsstand ist. Da kann ich nichts zu sagen. Also wenn ihr Fragen stellt, auf die ihr hofft, eine vernünftige Antwort zu kriegen, müsst ihr mir auch die Informationen geben, die ich brauche. Und in diesem Fall habe ich gar keine Informationen. Null. Null. Wenn das ein junger Hund ist, dann will der vielleicht einfach nur bei dir sein, dann würde ich da gar nichts machen. Wenn das ein älterer Hund ist, der sowieso einen Scheiß auf das hört, was du sagst, dann würde ich dem sagen, jetzt bleibst du aber bitte auf deiner Decke und würde den vielleicht immer wieder auf die Decke zurückbringen. Wenn das einfach ein Hund ist, der komplett überdreht und drüber ist und nicht zur Ruhe kommt, dann würde ich da vielleicht mit einer Anbindevorrichtung am Ruhetraining machen. Da gibt es 1000 Möglichkeiten und dazu bräuchte ich viel mehr Informationen. Das kann ich so leider nicht beantworten, tut mir leid. Aber schau dir mal das Thema Welpen zur Ruhe kommen an. Stadtfälle, Welpen, Ruhe, die drei Worte gibt es bei YouTube ein. Das wäre ein Punkt, den ich bei fast allen empfehle, damit erstmal anzufangen, weil da kann man erstmal nicht viel verkehrt machen. So. Zack, noch zwei und dann kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Ich wollte mal wissen, was du dagegen tust. Vorsorge oder nimmst du Medikamente nur, wenn du Migräne hast und was nimmst du? Ich selber habe auch Migräne und es würde mich interessieren, wie du damit umgehst. Klaus, ich habe tatsächlich schon mal in einem anderen Stream darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, woher meine Migräne kommt. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade wieder Probleme, weil das Wetter immer so schnell umspringt. Und wenn das Baby dann einmal mir ins Ohr schreit, dann habe ich gleich Kopfschmerzen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es gewisse Auslöser gibt. Sowas wie zum Beispiel das Trinken aus so Heißhaltebechern. Da bin ich sofort krank. Ohne Scheiß. Geht's mir richtig scheiße. Deshalb laufe ich immer mit diesen blöden McDonalds-Pappbechern rum. Das ist nicht geil für die Umwelt, aber es ist das Einzige, wie ich nicht am nächsten Tag im Krankenhaus liege. Ich versuche, Auslöser zu vermeiden. Wenn ich merke, ich kriege Kopfschmerzen, dann sage ich Christine, ey, es geht mir nicht gut. Dann mache ich Rollladen runter und lege mich hin und hoffe, dass ich schlafen kann für ein paar Stunden. Und ansonsten, wenn es mir richtig scheiße geht, dann nehme ich Medikamente. Und zwar nehme ich dann Cefamic. Das ist, glaube ich, sogar was Homöopathisches, zumindest die Tropfen. Aber das hat bisher aus irgendeinem Grund gut funktioniert. Und wenn es gar nicht geht und es mir, also, nee, das nehme ich, wenn es mir einigermaßen nicht gut geht. Wenn es mir richtig scheiße geht, fahre ich ins Krankenhaus. Dann hauen die mich an Tropf, schädeln mich einfach weg, dann schlafe ich da zwei Nächte durch und dann geht es mir wieder besser und kann ich nach Hause gehen. Also ich brauche dann Ruhe, Dunkel und Flüssigkeit und Schmerzmittel. Weil, ohne Scheiß, ich habe Tage gehabt, die Christine weiß das noch in der alten Wohnung, da hat die einen Krankenwagen gerufen, ich konnte nicht mehr. Ich habe Kopf einfach gegen die Wand gehauen, ich wollte nicht mehr. Ich habe mich ganz lange auch über Cluster-Kopfschmerzen informiert, weil ich befürchtet hatte, ich könnte das haben, aber ich habe glücklicherweise nur Migräne. Aber die habe ich teilweise so übel gehabt. Wenn ich zum Beispiel merke zum Beispiel, dass ich so Flecken auf dem Auge kriege, dann breche ich sofort alles ab. Dann sage ich in der Hundeschule Bescheid und sage, ey, sorry, ich fahre nach Hause, mir ist nicht gut. Und dann lege ich mich ins Dunkle und mache hier, das sind meine besten Freunde, ne? Kopfhörer, Schallgeschütz, ich höre nichts mehr. Baby könnte unten schreien, höre ich nicht. Und dann schlafe ich. Schlaf. Ja, richtig scheiße. Ich drücke dir die Daumen, dass du irgendwann herausfindest, wie es dir besser geht. Ich habe es bis heute nicht richtig rausgekriegt. So, die letzten beiden. Alter, wer ruft mich denn um? Ey, jetzt mal im Ernst. Um 20.30 Uhr klingelt das Telefon. Wenn das nicht einer von euch ist, dann... Nee, ich gehe da nicht ran. Du hast einen Vogel, ey. So, meine unsichere Hündin aus dem Tierschutz bellt Menschen beim Gassigehen an. Ach so, warte mal. Gernot und... Wer war das, André? Oh, Veritas schon wieder. Ihr sollt... Also, vielen Dank für eure Sticker und Spenden. Danke Veritas übrigens, dass du die TGHs im Chat gepostet hast. Ich bin die Vertretung von Nathalie. Cool. Achso, Veritas, dann können wir nachher mal gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Nathalie dir gesagt hat, wann wir diesen anderen Stream da irgendwie klären wollen. Und Gernot, danke für den Sticker von die 10 Euro. Finde ich voll cool, dass ihr spendet. Finde ich echt cool. Oh Gott, ist auch schon wieder fast 3 Stunden her. Ne? So, also meine unsichere Hündin bellt beim Gassigehen Menschen an, sobald ich diese grüße. Aber erst dann, wie kann ich daran arbeiten, nicht mehr grüßen? Fragezeichen. Also, ich weiß jetzt auch da nicht, wie alt deine Hündin ist, aber wahrscheinlich ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen unsicherer. Das liegt nicht daran, dass du grüßt wahrscheinlich, sondern dass du in der Sekunde, wo du grüßt, die Aufmerksamkeit der Menschen unweigerlich bei euch ist. Also, versuch einfach mal ganz bewusst nicht zu grüßen, ja, sondern nick den Leuten vielleicht einfach nur zu
Ja, oder grinst sie an, das reicht auch. Das sieht vielleicht dein Hund nicht und vielleicht ist sie dann ruhig. Wenn das nicht hilft, gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, woran es liegt und was man machen kann. Und das kann sein, dass das ein Hund ist, bei dem ich einfach sagen würde, sitz, und dann gebe ich dem zwei Leckerchen und dann grüße ich die Leute und dann kommt es schon nicht mehr vor. Das kann sein, dass ein Hund ist, dass, bei dem das überhaupt nicht funktioniert und ich würde vielleicht sogar darüber nachdenken, ihn mit Wasser nass zu machen. Das ist super schwierig, weil sowohl der eine als auch der andere Tipp jetzt dafür sorgen kann, dass es besser oder schlechter wird, je nachdem, welcher halt der richtige ist, ne? Danke, Lars, für die 5-Euro-Spende über den Superchat. Vielen, vielen Dank. Also, ich kann es dir nicht sagen. Versuch es einfach mal mit dem einfachsten Weg. Sag ihr doch einfach, was du von ihr möchtest. Sag ihr Sitz, gib ihr ein paar richtig gute Leckerchen. Kannst gerne auch die Leckerchen vor der Nase haben. Und dann begrüßt du die Menschen, die dir entgegenkommen, ganz ruhig. Und guckst mal, was draus wird. Und wenn das nicht hilft und die nach 3 Wochen, die da auch alle anbellt, wenn du nichts sagst, also nicht die Leute begrüßt oder nicht ihr Sitz sagst, dann weißt du, dass man da vielleicht anders rangehen muss. Aber dann hast du schon mal einen einfachen Weg gewählt, mit dem du vielleicht was erreichen kannst. Weil wenn es besser wird, ist das deine Lösung. Und dann ist doch egal, was in der Lerntheorie dahinter steht. Du hast eine Lösung gefunden, mit der du leben kannst. Und dann kannst du es einfach durchziehen, bis es weg ist. Ja. Wenn es gar nicht anders geht, such dir einen Trainer oder eine Trainerin vor Ort. So, last but not least, die letzte Frage. Dann gehe ich auch echt hier mit Fritte gleich. Wann kommt der Mali-Rasse-Check? Ist doch eine Frage im Chat. Dauert noch. Ich habe gerade einen Mali-Welpen. Boah, es ist einfach, es ist kein Hund, es ist ein Raptor eigentlich, ey. So, was ist mit dem Online-Kursprozess? Ja, das habe ich vorhin schon mal kurz angeschnitten und ich darf da nicht zu viel sagen. Kann da nicht zu viel sagen, weil das alles noch in der Schwebe ist. Fakt ist, es gibt da eine, also das ist das, was ich sagen kann, es gibt da eine rechtliche Auseinandersetzung, die jetzt eskaliert wurde. Und dann muss jetzt das Gericht das aufarbeiten und dann müssen wir sehen, was dabei rumkommt. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ne, weil in der Theorie könnten die ja jetzt hier zugucken. Versteht ihr das? Und wenn ich jetzt das Falsche sage, dann, ne? Also, ja, da gibt es eine rechtliche Auseinandersetzung. Ja, das wird irgendwann ein Richter entscheiden müssen. Und nein, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Und nein, mir sind total die Hände gebunden und ich kann in vielen Teilen jetzt gar nichts für euch tun. Ich versuche, das so gut wie möglich alles über die Bühne zu kriegen, dass keiner, der den Kurs gekauft hat oder irgendwie daran teilnimmt, Schaden nimmt, aber das ist halt nicht so easy. Das ist tatsächlich echt schwer. Aber manche Sachen kann ich einfach technisch nicht machen, manche Sachen laufen aber ganz gut und wir haben gute Lösungen dafür gefunden. Manche Sachen kann ich auch noch machen. Schwer. Muss jetzt... Da kümmern sich jetzt Anwälte drum und ich lehne mich zurück und das Schiff fährt und ich bin nicht der Kapitän. Der Mali-Rasse-Check kommt auf jeden Fall. Also irgendwann. Der Mali-Gator. Barbie hat gerade gefragt, ob ich bei dem Rückruckkurs auch auf die Freifolge eingehen werde. Werde ich auch in gewissen Teilen, aber ich werde nicht das Freifolgetraining da reinbauen, weil das Freifolgetraining ein ganz anderes Level ist, also wie ich das aufbaue, als der Rückrufkurs. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, ich recherchiere gerade parallel ja über mehrere TGHs, ne? Assistenzhunde, Giftkiller-Apps, es kommen ganz viele größere Themen. Und auch Online-Training ist so ein Thema in vielen Bereichen. Und es gibt so ein paar Dinge, die ich unfassbar verwerflich finde von Kolleginnen. Sowas wie zahle x 100 Euro im Monat, 3 Monate Kündigungsfrist oder so für Online-Training. Finde ich furchtbar. Finde ich absolut furchtbar. Und das funktioniert halt nur dann, wenn man nicht offen und ehrlich mit seinen Sachen umgeht und nicht klar sagt, was los ist. In meinem Rückrufkurs wird vorkommen, ein sauberes Training Rückruf mit verschiedensten Phasen und verschiedensten Schwierigkeitsstufen für jung, für alt. Wir werden mehrere Rückrufkommandos für verschiedene Situationen einbauen, was wir nicht reinbringen können, aber ich werde das in dem Kurs nochmal erläutern, wieso, weshalb wir das in dem Umfang nicht machen können. Was wir nicht reinbringen können, ist ein Freifolgekommando. Ein Freifolgekommando, weil gerade das in der Chat kam, ist ein Kommando, mit dem der Hund nicht mehr als einen gewissen Radius von mir weg darf. In meinem Fall sind das 3-4 Meter. Ja, das heißt, ich sage, bei mir und meine Hunde dürfen in dem Radius machen, was sie wollen, aber nicht weg. Das ist zum Beispiel Anti-Jagd-Training, baue ich viel damit auf. Während beim Rückruf mein Hund rumrennen kann, wo er will, solange ich sage, komm her und der kommt, bin ich glücklich.
Ja, das ist der Unterschied. Und mit einem sehr guten Rückruftraining, und da bin ich fest von überzeugt, dass ich ein sehr gutes Rückruftraining habe, weil wir bauen zwei verschiedene Worte mit zwei verschiedenen Qualitäten auf. Mit einem sehr guten Rückruftraining kann ich 90% der Fälle lösen. Wenn nicht sogar mehr. 95% der Fälle lösen. Wirklich. Selbst wenn da Rehe unten auf der Wiese sitzen, kann ich mit einem guten Rückruftraining die meisten Hunde abhalten, dem Reh hinterher zu rennen. Bin ich fest von überzeugt. Wird es auch wieder Wochenendkurse oder Themenkurse geben wie vor der Pandemie? Ja, wir haben jetzt gerade schon damit angefangen. Wir haben jetzt gerade einen ersten Ausflug in einen kleinen Wildpark gemacht. Jetzt kommt bald der große Wildpark in der Eifel wieder, wo wir einen ganzen Tagesausflug mit der Gruppe machen, 2 Tage lang. Es wird wieder Stadttraining geben. Es wird auch wieder Giftköder- und Rückrufkurse geben. Ja. Sofern jetzt nicht, das ist das große Aber, sofern jetzt nicht die Pandemie wieder sich komplett dreht, ne? Weil eigentlich soll ja ab dem 20. alles gelockert werden. Wenn die jetzt am 24. feststellen, hier alles scheiße und jetzt nur noch 2G++++, dann, ne? Aber so ist der Plan. Ich wollte noch was zu Martin Rütter sagen. Habe ich schon. Ich habe schon was zu Martin Rütter gesagt, dass ich das Video von denen nicht hochladen kann, weil die das immer wieder sperren. Tut mir leid. Dirk, es gibt noch eine ganz lange Frage im Discord. Die müsste ich jetzt in mehreren Teilen rüber kopieren. Ich lese sie gleich vor. Kann Freifolge mit wackeligem Rückruf funktionieren? Du vermischst 2 Dinge, Kerstin. Freifolge ist was anderes als Freilauf. Freilauf mit wackeligem Rückruf bedeutet, dein Hund kommt, ist viel im Freilauf, aber kommt nicht immer. Ist nicht so die günstigste Konstellation. Es wäre schon besser, wenn er Freilauf hat und einen guten Rückruf. Weil mit einem guten Rückruf, ganz einfach, wenn dein Hund jedes Mal kommen würde, wenn du ihn rufst, bist du der glücklichste Hundehalter. Dein Hund kann so viele Freiheiten haben, weil wenn du rufst, kommt er. Ja? Also, und Freifolge heißt ja, dein Hund darf dir nur hinterherlaufen. Ne? Darf sonst nicht groß was anderes machen. Der muss halt im gewissen Radius bleiben. Ist ein großer Unterschied. Ein wackeliger Rückruf ist nicht, also sagen wir es mal so, ich habe im Junghundekurs viel mehr Hunde, die frei laufen können, weil sie einen guten Rückruf haben, als gut an der Leine gehen. Es gibt Hunde, die sind 8, 9, 10 Monate alt und sind den ganzen Tag, wenn die spazieren gehen, außer in der Stadt, im Freilauf, weil der Rückruf sitzt, aber sie ziehen immer noch an der Leine, weil das viel schwieriger zu erreichen ist. Deshalb lege ich zum Beispiel sehr viel mehr Wert auf den Rückruf als auf Leinenführigkeit in vielen Bereichen. So. Kann mir jemand sagen, was das Problem mit dem Online-Kurs war? Ja, ganz kurz. Ich habe da mit einer anderen Firma zusammengearbeitet. Es gibt rechtliche Zerwürfnisse, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie meiner Meinung nach hätten laufen sollen und müssen. Und da es dort zwischen mir und der Gegenseite Uneinsichtigkeit gibt, nee, wie heißt das? Da wir nicht die gleiche Meinung der ganzen Situation vertreten, machen das jetzt die Anwälte und klären das. Jetzt habe ich nicht zu viel, nicht zu wenig erklärt. Also, Punkt. Ich darf da nicht so viel drüber erzählen, solange das nicht klar ist, was da überhaupt los ist. So, danke. Thema Gift. Hier in Berlin ist ein Pulver gerade ein Problem. Hast du was davon gehört? Und die Leute einen Rat-Tipp. Oh ja, da komme ich in dem Giftköder-Video drauf, Sven. Also, ich weiß nicht, ob das Problem ist, aber in dem Giftköder-App-Video werde ich dazu was sagen. So, und jetzt kommen wir zu allerletzt zu dieser extrem langen Frage, die angeblich noch im Discord war. Welche Frage ist das? Von Anja? Oder was? Ja, genau. Die ganz erste. Ich lese mal vor, die ganz erste. Falls noch Zeit dafür ist. Ich habe kürzlich entdeckt, dass eigentlich alle Auslandstierschutzorganisationen die Hunde als selbstverständlich kastriert abgeben. Nicht im Rahmen von Aktionen für Straßenhunde, sondern wenn die schon in Deutschland sind. Für Welpen soll man sich teils verpflichten, sie frühestmöglich kastrieren zu lassen. Mit der Begründung Krankheiten vorbeugen. Was sagst du dazu? Kennst du die Gründe? Anja, es gibt 2 Punkte, die jetzt hier wichtig sind. Erstens, wenn in deinem Tierschutzvertrag steht, dass der Hund kastriert werden muss, ist das ein nichtiger Absatz, den musst du nicht einhalten. Keiner kann dich zwingen, dieses Tier zu kastrieren. Fertig. Egal welcher Grund. Egal, ob es Gesundheitsvorsorge ist oder unvorhergesehene Vermehrung. Keiner kann dich dazu zwingen mit einem Vertrag. Das wäre so ungefähr, als würde ich beim Kindergarten einen Vertrag unterschreiben, dass die im Zweifel mein Kind behalten dürfen. Wenn, ne? Also das geht einfach nicht. Das ist ein Punkt, der nicht haltbar ist. Es gibt 1000 Gerichtsurteile dazu, die das widerlegen. So,
Der zweite Punkt ist, die meisten Hunde aus dem Auslandstierschutz werden einfach pauschal kastriert, unabhängig vom Alter oder von dem Problem, weil in den meisten Ländern, in denen die Hunde einkassiert werden, eben das ein großes Problem ist. Unvermehrte Hunde, unkontrollierte Hundevermehrung. Egal ob Rumänien, Bulgarien, Spanien, Italien, Griechenland, die Hunde sind auf der Straße und vermehren sich immer weiter. Und das Erste, was gemacht wird, ist, dass sie kastriert, weil dort vor Ort auch die Haltungsbedingungen in den Tierheimen nicht so sind, dass man sagen kann, jedes Mädchen und jeder Rüde kriegt einen eigenen Zwinger und wenn die dann läufig wird, dann hauen sich die Rüden die Köpfe ein oder so. Das geht halt nicht, sondern die werden halt in größeren Gruppen gehalten, 2, 3, 4, 10 Hunde oder wie zum Beispiel in Rumänien waren das 300 Hunde teilweise in einer Gruppe oder 200 Hunde ungefähr in einer Gruppe. Und da musst du die kastrieren, wie willst du das denn sonst gewährleisten? Ja, also das ist, dass die kastriert werden, ist ganz oft ein anderer Grund als die Vermittlung an sich, weil für eine Vermittlung nach Deutschland müssen die Hunde nicht zwangsläufig kastriert sein. Aber die Tierschutzvereine machen es einfach pauschal. Weil auch ganz viele Menschen sagen, ja, hier, aber wenn die nicht kastriert sind, stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Da will ich den nicht haben oder so. Das gibt es tatsächlich auch. Also aus gesundheitlichen Gründen oder so, das ist alles das fadenscheinige Bums, der da vorgeschoben wird. Das stimmt nicht. Ja. Ja, diese Geschichte mit den Giftködern, ne? Und mit diesem Pulver. Ich habe das auch gesehen. Ich habe mich jetzt für das eine TGH in verschiedenen Giftköder-Apps angemeldet und ey, den ganzen Tag klingelt das Handy. Ich habe das dann irgendwann ausgemacht und jedes Mal steht das Gleiche drin. Pulver hier, Pulver da, Pulver jeder, ohne große Info und nix. Und also Giftköder ist ein ganz, 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 ganz spezielles Thema. Da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber das, ich würde mal davon ausgehen, dass ein Teil der Dinge, die da gemeldet werden, längst nicht das sind, was gemeldet wird. Das ist einfach ganz oft auch Panik mache. Ja, also es kann durchaus sein, dass da Probleme mit Gift und Giftködern und Pulvern in einem gewissen Bereich extrem ist. Das ist durchaus möglich und nachvollziehbar. Aber ich kann jetzt nichts dazu sagen, was bei euch in West-Berlin zum Beispiel los ist, weil ich bin halt nicht aus West-Berlin. Ja, ich kann auch nicht ganz Deutschland im Auge behalten. So, und wie Veritas schon schreibt, ne, bis jetzt wurde nicht bestätigt, dass es wirklich Gift ist. Das ist ja, heißt ja gar nichts, ey. Vielleicht streut da auch einer irgendein Unkrautzeug auf den Bürgersteig, weil sich da ein Pilz vermehrt oder sowas. Weißt, verstehst du das? Und die Hunde fressen das und das geht eigentlich gar nicht um die Hunde. Dann ist immer noch was Giftiges, aber es ist ja kein Giftköder, mit dem man bewusst was für die Hunde. Also, ne? So, Jesus fragt. Ist auch geil, Jesus fragt. Klappt das mit dem Wasserspritzen zur Abwehr von Hunden immer? Manche Rüden hatten was gegen meinen Hund gehabt oder fremde Rüden, die unangeleint auf meinen Rüden zurannten. Naja, es klappt ganz oft, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Wasser zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass denen einfach mal jemand ganz patent und deutlich entgegentritt. Das kann auch sein, dass einfach nur das auf die zugehen und laut sein und bei Arme auseinanderreißen hilft oder das Leckerchenbeutel entgegenwerfen oder Jacke entgegenwerfen, kann auch schon reichen. Also es geht jetzt gar nicht ums Nasswerden, es geht um das Auftreten. Die meisten Hunde hinterfragen das nicht. Aber es kann auch sein, da kommt ein Hund auf dich zu, du sagst, haust du ab und machst den nass und der sagt, pass mal auf, mein Freund, jetzt diskutieren wir das richtig und du hast ihn in den Beinen hängen. Das kann genauso sein. Ne? Aber das habe ich in dem Video deutlich erwähnt, wie dass das auch echt Schattenseiten haben kann. Hast du demnächst Hutterimpression geplant? Ja, kommt bald wieder. Kommt bald wieder viel mehr. Also es ist jetzt einfach bei dem Scheißwetter, das hat eigentlich bis auf die letzten 2 Wochen nur geregnet. Da kannst du in der Hutter halt nichts filmen. Ne? Ich habe 2 TGAs in der Hutter aufgenommen die letzten Zeit. Jetzt kommen erstmal ein paar Videos mit richtig coolen Aktionen für euch, ne? Wie zum Beispiel jetzt gerade wieder 15% auf Revolution Race Klamotten übrigens. Klang jetzt wieder wie Werbung. Ist ja eigentlich auch Werbung, aber die Klamotten, ich mag die gerne. Die Klamotten sind echt cool. Der eine Pulli hängt auch da vorne, da. So, unser Border Collie ist ein Jahr alt, Katzen an und möchte mit ihnen spielen. Soll ich das unterbinden? Warum mache ich eigentlich noch weiter? Wollte ich nicht aufhören? Naja, du, das weiß ich gar nicht, ob du mit ihm, ob, das müsste ich sehen, ne? Aber in den meisten Fällen, selbst wenn es nur Spiel ist und nett gemeint ist, ist es zu viel Energie und kann auch mal was schief gehen, ne? Die Katze kann sich erschrecken, losrennen, rennt von Fahrrad oder Auto oder dein Hund beißt im Spiel da zu wild rein. Kann auch sein, dass der dir nie was tut, also das ist schon wieder ein schwieriges Thema, ne? Weil, warum bellt er dir an? Nur du sagst, er will spielen, will er wirklich spielen, müsste ich sehen. Ah, passend, Jesus fragt, passend zu gerade, was hältst du vom Pfefferspray zur Abwehr von penetranten und aggressiven Hunden? Das ist ja jetzt gesetzlich erlaubt, ich finde das aber alles andere als gut. Weil jetzt jeder Hans Dampf, der einen Hund nicht versteht, als Beispiel, meine Hunde sind so oft im Freilauf und manchmal latschen die auch einfach an einem Jogger vorbei und die regen sich dann völlig unnötig auf, nur weil der Hund im Freilauf ist.
Also, weil sie dann, der Hund ist im Freilauf. Ja, aber der ist halt auch einfach nur über die Wiese gelaufen und hat dann nichts getan. Ne? Manchmal stehen die einem Jogger auch im Weg und die regen sich zurecht auf. Und dann sage ich, es tut mir sehr leid, der Hund ist Trottel, der hat sich jetzt blöd. Aber, ne? Aber ich habe auch schon, ich kenne auch schon Stories, wo die Leute da mit dem Pfefferspray rumrennen und einfach alles und jeden vollsprühen, was vier Beine hat. Ist halt auch nicht geil, ne? Nur weil es jetzt erlaubt ist. Also gibt's echt große Diskrepanz. Also ich finde das nicht gut, dass jetzt jeder ein Pfefferspray haben kann. Also eigentlich wurde es ja mal zur Selbstverteidigung entwickelt und soll auch da eingesetzt werden. Und dann irgendwann wurde es ja gesetzlich geändert, dass man sich jetzt damit auch gegen andere Tiere verteidigen darf. Und jetzt benutzt das jeder. Es gab zum Beispiel einen Fahrradfahrer hier in der Gegend, der ist mit dem Pfefferspray rumgefahren, hat einfach pauschal jeden Hund angespritzt, egal ob der an der Leine war oder nicht. Ist halt einfach eine absolute Sauerei. Naja. Ja, Sven schreibt das gerade. Wenn ich davon einen erwische, dann pfeife ich auf mein Führungszeugnis. Da kannst du für, ey. Ich habe mich mal mitten im Welpenkurs mit einem Typen angelegt. Ohne Scheiß. So ein Lackaffe. Wir waren mit einem Welpenkurs auf der Wiese und sind dann durch den Wald zurückgegangen. Und man muss sagen, das waren junge Kerls, wir 25, Ende 20 oder so, 3, 4, die gejoggt sind. Die sind durch den Wald gejoggt. Der Waldweg 6 Meter breit. So, und mein Welpenkurs war zu Ende. Die Leute sind zurück zum Auto gelaufen. Die Hunde wirklich winzig klein. Papillon dabei, Havaneser, Bulldoggen, französische Bulldoggen, kleine Hunde, fast alles kleine Hunde und auch sichtbar Welpen. Also da musst du schon schwer behindert sein, dass du nicht verstehst, dass das ein Welpe ist. Also hier oben wirklich, wirklich zurückgeblieben sein, dass du nicht verstehst, dass das ein Welpe ist. Und diese Typen joggen da einfach durch und der eine tritt dem einen Welpen fast auf den Kopf. Und dann habe ich ihm hinterhergebrüllt, sag, du Affe, du kannst auch bitte langsamer laufen, ne? Das sind immer noch Welpen. Und dann bleibt er stehen und macht mich da blöd an. Was willst du? Willst du auf die Fresse? Ich sage, Junge, bist du dumm? Hier sind Kinder und Babys, Babyhunde und du hast es nicht nötig, kurz zu bremsen. Ja, die stehen dir im Weg, aber du bist doch erwachsen und klug genug zu sagen, okay, dann jogge ich mal 10 Meter ein bisschen langsamer oder nicht. Hat er da voll einen auf hart gemacht, bis dann die ganzen Mütter mit ihren Kindern auf ihn losgegangen sind. Da hat er dann, und dann haben seine Kumpel ihn dann weggeholt. Das verstehe ich nicht. Auch Fahrradfahrer, die nicht bremsen, was soll denn das, ey? Du bist doch der klügere Mensch, oder nicht? Klar, die stehen dir im Weg. Klar, ist vielleicht ein arroganter Typ, der seinen Hund nicht auf Seite holt, aber da kann der Hund auch nichts für. Was bist du für ein Assi, dann da einfach weiterzufahren und nicht zu bremsen? Das verstehe ich nicht. Das ist wieder da sind wir wieder am Anfang von eben, ne, wo ich gesagt habe, ich verliere manchmal so das Vertrauen in die Menschen irgendwie so ein bisschen. Das gehört auch dazu, ey. Ja, die steht dir im Weg, mein Hund. Und ja, es war nicht gut und ich habe mich entschuldigt, aber da kann der Hund ja nichts für, ey. Du gehst ja auch nicht hin und fährst einen Igel einfach platt, nur weil der auf der Straße steht. Es gibt Leute, die das machen, aber das sind halt auch keine guten Menschen. So. Dagmar, das mit dem Pfefferspray ist irgendwann letztes Jahr geändert worden, dass es auch gegen Tiere eingesetzt werden darf. Gab es mal irgendwie Gesetze, müsste ich raussuchen. Habe ich zumindest so im Kopf. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Finde ich cool, ey. Schon wieder 3,5 Stunden. Meine Frau ist im Bett, ich sehe die heute nicht mehr. Naja. Kann ich noch eine Runde zocken. Es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Es tut mir echt so leid, dass ich zu manchen Sachen nicht mehr sagen konnte. Also ich hätte gerne, das mit dem Online-Kurs und dem Rechtsstreit, da würde ich gerne aufklären, weil da so viele Fragen kommen, weil ich darf einfach nicht. Und bis mein Anwalt nicht ein Go gibt, muss ich das einfach so hinnehmen. Und ich hätte auch super gerne das Video von Martin Rütter hochgeladen. Also alle, die dabei waren und auch die Marie, die es gecuttet hat und auch meine Frau waren dabei. Und alle, die dabei waren, als wir das Video gemacht haben, haben alle gesagt, das war richtig, richtig, richtig gut, weil wir das einfach sehr fachlich beurteilt haben, ohne das jetzt irgendwie zu verurteilen. Es gab sogar den einen oder anderen, der gesagt hat, ich habe das vorher von einem anderen Trainer anders gehört und habe das anders abgespeichert. Also wir werden sowas nochmal machen. Wir werden auf jeden Fall nochmal so React-Videos machen Streams machen, die wir dann nur in der Community machen, die wir nicht öffentlich streamen, dann kann nämlich keiner sagen, Copyright. Dann gucken wir uns das über Discord an und ich erkläre euch, wie ich das sehe. Fachlich und neutral. Damit es nicht heißt hier, der und der ist besser als der. Sven, ich werde weiterhin das offene Format machen, aber es wird natürlich auch für die Unterstützer geschlossene Formate geben. Wenn wir uns zum Beispiel einen neuen Fall bei die Unvermittelbaren angucken würden, wird das ein geschlossener Stream, weil ich es eh nicht öffentlich streamen darf. Dann wird das eine geschlossene Veranstaltung und jeder, der einen Euro Mitgliedschaft abgeschlossen hat, kann da gerne drin teilnehmen. Ja, das ist einfach der Benefit, den die Leute haben, weil sie mich seit Jahren unterstützen. Und da bin ich bin da so dankbar für jeden, der einen Euro spendet. Egal, ob das jetzt hier Sticker im Chat waren oder irgendwas. Ich fühle mich jedes Mal schlecht, dass ihr das spendet, aber ich freue mich auch, dass ihr es tut, weil es ja offensichtlich zeigt, dass
unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Weil wir machen da viel Arbeit. Die Marie, auch wenn die jetzt hier nur ein paar Fragen gestellt hat, die Marie ist jetzt die ganze Zeit 3 Stunden dabei. Für Marie ist das Arbeit. Die würde sicherlich auch lieber Harry Potter gucken oder so. Ja, Sven, das mit auf Twitch geht, aber dann kann ich es immer noch nicht auf YouTube hochladen. Und selbst wenn es auf Twitch könnte sein, dass es nicht geht, weil wir ja aus einem Bezahlservice gestreamt haben. Das kann schon ein großer Unterschied sein. Müsste ich gucken. Zero Grizzly hat nochmal einen 5€ Sticker geschickt. Cool, danke. Zero Grizzly ist auch ein geiler Name. In letzter Zeit viele coole Namen. Veritas, ich könnte das woanders hochladen, ne? Weil die Veritas gerade fragt, könntest du das Video nicht woanders hochladen über den Router? Könnte ich. Aber dann begehe ich immer noch eine Urheberrechtsverletzung. Das kann mir richtig um die Ohren fliegen. Es macht ja keinen Sinn, dass ich das jetzt bei Vimeo hochlade, damit das 20 Leute mehr gucken können. Und dann habe ich am Ende trotzdem rechtlich die Arschkarte. Also das kann ich halt einfach nicht machen. Damit riskiere ich ja alles, was wir hier mit dem Kanal eigentlich aufgebaut haben. Ich werde mal gucken, ob wir eine andere Lösung finden. Weil wenn es diese Folgen irgendwann frei zur Verfügung gibt, zum Beispiel auf YouTube, dann können wir darüber reden. Ja, aber, also können wir öffentlich darüber reden. Ich habe versucht, mich darüber zu informieren, ob wir andere Möglichkeiten haben, dass wir vielleicht über Twitch gehen können. Aber im Moment geht es halt nicht. Der Stream wird auf jeden Fall hochgeladen, weil wir haben ja keine Probleme mit Urheberrechten hier gehabt. Dagmar fragt noch, hast du den Schluss vom Ritter gesehen? Die Dogge. Weiß ich gar nicht. Die Dogger sagt mir jetzt nichts. Aber ich habe da einige Sachen mitgekriegt, dass so ein Hund einen anderen Tod gebissen hat und der Martin da aber auch ein Statement zugebracht hat, das ich dann aber lange online nicht mehr finden konnte. Naja. Edda, das, was du da gerade ansprichst, diese Reaktion auf den österreichischen Trainer, habe ich gemacht. Und die haben wir fertig bearbeitet. Das ist genau das, worüber ich die ganze Zeit spreche. Aber ich kann es nicht zur Verfügung stellen, weil wir jedes Mal eine Copyright-Verwarnung bekommen. VS ist dem Rudel beigetreten. Danke, cool. Willkommen. Vielleicht mal Martin Rütter anschreiben. Das wäre eine Idee, wobei der immer noch nicht die Rechte daran hat, weil das eine RTL-Produktion ist und der immer noch sagen wird, nee. Ich würde es so gerne. Vielleicht machen wir das mal, dass wir den Martin mal anschreiben oder seine Dingens und sagen, hey, wir haben darauf reagiert und wir finden das sehr gut und wir halten es für wichtig, den Leuten zu sagen, dass das, was der österreichische Trainer dann gemacht hat, Hand und Fuß hat und wir klären in einem 2-stündigen Video auf, wie gut das eigentlich alles war und wie bedacht das alles war und wir würden das gerne online stellen. Das können wir vielleicht mal machen, ja. Das können wir vielleicht mal machen. Vielleicht haben wir da noch eine kleine Chance. Aber selbst dann müsste Martin zu RTL gehen und die müssten sagen, okay, das darf er veröffentlichen oder nicht. Und selbst dann kann das sein, dass die sagen, selbst wenn wir das veröffentlichen lassen wollen würden, hat er das aber von TV Now gestreamt, das ein Bezahlservice ist, den er an andere verteilt hat, das darf er nicht. Wie, also Urheberrecht ist echt ganz, ganz schwieriges Thema. Wirklich. Aber wir schreiben Martin mal an. Oder sein Team. Ja, ich habe ja nur Ausschnitte besprochen. Ja? Also, wir haben ja nicht das ganze Ding durchgeguckt. Naja. Oh, da hast du mir noch eine Frage reingeschoben. Aus welchem Umkreis kommen deine Kunden zu dir, beziehungsweise nimmst du Kunden an? Wo ist deine Grenze? Mir ist es egal, wie da die Leute fahren. Ich habe schon Kunden gehabt, die aus München gekommen sind. Der weiteste jemals war Addis Abeba. Äthiopien. Die sind hergeflogen für eine Woche. Und danach sind sie zurück nach Äthiopien und dann sind sie umgezogen nach Paraguay. Das war die weitesten. Das war schon cool. Ja. Gibt keine zu lange Anfahrt. Naja. So, Leute. Ich muss mal mit den Hunden nochmal raus. Es war mir ein inneres Karneval. Es hat echt Spaß gemacht. War cool. Morgen ein bisschen Hundeschule und am Montag sind wir wieder in der Huta und wir halten euch auf dem Laufenden, also alle, die Supporter sind und internen Supporter sind, Patreon oder YouTube werden das mitkriegen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir den internen Stream machen mit euren Videos, auf die wir reagieren und das werden wir dann auch hochladen und veröffentlichen. Genauso wie wir diesen Stream selbstverständlich speichern und ein bisschen cutten und ein paar Ausschnitte bearbeiten und dann hochladen. Das darf die liebe Marie dann wieder machen. Krasse Kiste. So, reicht für heute, wa? Oder hast du noch was, Marie? Willst du auch ins Bett? Nee, ich hab nichts mehr. Ich müsste auch mit den Hunden raus. Ja.
Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir. So. Ja, Hufnagel, das habe ich auch schon überlegt, ne, ob wir das irgendwie so hin und her cutten können. Aber das ist so ein unfassbarer Aufwand. Schau, das Video war 3,5 Stunden lang. Marie hat es auf 2 Stunden gecuttet und das hat sie 5 Stunden Arbeit bestimmt mindestens gekostet. Plus hin und her und hochladen und tralala. Das ist ein unfassbarer Aufwand. Und dann am Ende sagen die trotzdem nein. Die werden weiterhin nein sagen, auch wenn ich dann sage, ihr könnt das Video da und da gucken. Jetzt mal ganz im Ernst, wer geht denn hin, guckt bei mir 1 Minute Reaction, switcht dann in ein anderes Tab, guckt dann das an, was ich gerade sehe. Guckt, switcht dann wieder zurück, macht bei mir wieder Play. Guckt sich doch nicht schön, macht doch keiner. So, das war's jetzt aber für mich. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao.